So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir lernen gerade First Empires, beziehungsweise ich habe schon mal gespielt, aber wir müssen nochmal durch die Regeln durch, weil es ein bisschen länger her ist. Wir haben schon mal aufgebaut. Wir spielen mit drei Leuten. Wir haben schon mal die Fraktionstableaus hier. Wir haben so leichte Asymmetrie drin. Ich habe zwei Karten gezogen. Hier alle nur eine. Genau. Und also das sind die verschiedenen Attribute der Zivilisation. Die Anzahl der geworfenen Würfel pro Zug, die Anzahl der Neuwürfe, die Bewegungspunkte, die Anzahl der gezogenen Karten und die Decker, die man auf dem Spielplan haben darf. Das ist bei jeder Zivilisation einzigartig, das heißt, es ist leicht asymmetrisch. Und wenn man Marker genau. Okay. Und wenn man Marker nach oben setzt, dann steigert man einfach das Attribut und kriegt dadurch auch mehr Siegpunkte, weil je nachdem, wie hoch man von der Leiste ist, wenn man will irgendwie alles möglichst skymäßig hoch machen, dann kriegt er aber ein wenig Punkte. Wenn er hinten raus mehr Schritte macht, kriegt er ja auch mehr Punkte pro Steigerung. Das heißt, Spezialisierung kann gut sein. Wenn man ein Attribut steigern möchte, braucht man das passende Würfelergebnis und eine Region auf dem Spielplan, die die entsprechende Farbe hat, für Farbenblinde auch sehr schön mit den Symbolen dargestellt. Schwarze Würfelergebnisse geben einen Eroberungsbonus und können nicht für Fortschritt hier eingesetzt werden. Jetzt der Zugablauf. Wir spielen Reihe um Uhrzeigersinn. Wer das Rundentableau fängt an. Wenn du am Zug bist, dann würfelst du erstmal. Das heißt, du hast jetzt am Anfang zwei Würfel. Das heißt, du würdest so würfeln. Dann könntest du jetzt neu würfeln und zwar genau einmal. Das heißt, du könntest jetzt sagen, willst den hier nochmal neu würfeln. Dann darfst du Errungenschaftskarten abwerfen, um eines von den Würfelergebnissen auf ein Eroberungssymbol zu ändern. Das ist ja Errungenschaftskarten. Ja. Und da ist auch egal was. Du kannst einfach auch mehrere Karten abwerfen, zwei Karten abwerfen, um da zwei von den Symbolen draus zu machen. Um es auf ein beliebiges Symbol zu drehen, oder? Nee, um eins der Würfelergebnisse zu einem schwarzen Schwert umzuwandeln. Schwer zu machen. Okay, genau. Überall Fragezeichen. Karten, die man für das Umwandeln von Würfelergebnissen abwirft, die kann man nicht werten. Da gibt es wahrscheinlich Punkte für. Und man zieht auch keine Karten nach dafür. Ah, das sieht bei euch anders aus. Hier, das ist bei mir ein Fragezeichen. Bei euch ist es ein Schwert oder was? Hm? Nee, ist auch ein Fragezeichen. Ach so, okay. Weil da ist es mit Schwert abgebildet, ja. Genau. Hm. Karte schlägt Regelbuch oder wie war das? Vielleicht gibt es da welche mit einem anderen Zeichen. Ich habe bei mir nicht. Dann ist auch ein von Fragezeichen ist ja für mich ein Joker-Symbol. Ja, aber also ist ja eindeutig ein Schwert. Kommt er vielleicht später noch durch irgendwas anderes? Können wir erstmal gucken. Genau. Weiterhin. Genau, also wir Sachen durchgehen. Dann Bewegung ist die Geschichte hier. Das ist Phase 2. Also erst würfeln, neu würfeln und dann Karten abwerfen, um das hier auf die Viecher zu ändern. Danach, also wir machen das quasi in der Reihenfolge, machst du auch den Zug. Ne? Erst würfeln, dann neu würfeln, dann bewegen. Jetzt hat man die Möglichkeit, seinen Entdecker hier auf dem Spielplan zu bewegen. Für jeden Bewegungspunkt kann man einen Entdecker über eine Land- oder eine Ozeangrenze auf dem Spielplan bewegen. Das heißt, das wäre ein Bewegungspunkt, das wären zwei Bewegungspunkte. Und weiter. Das sind Tiefen. Genau, ne? Also eins in den Ozean, zwei dahin. Wir und können auf dem Ozean stehen. Genau, das wäre eins, zwei, drei. Was? Das würde funktionieren, aber da muss man erst hinkommen, dass man so viele Bewegungspunkte hat. Man darf allerdings nicht am Ende der Region in einer Ozeanregion stehen. Wenn man über den Ozean gereist ist, dann muss man am Ende in einer Landregion stehen. Hier ist das getrennt. Okay. Genau. Aber ich könnte zum Beispiel eins, zwei, drei. Also es sind fünf, ich weiß, wenn, aber. Wenn es gehen würde, ja. Okay. Man darf Entdecker aus mehreren Regionen gleichzeitig bewegen, sodass alle zeitgleich in der Zielregion ankommen. Und man kann eine Region jederzeit aufgeben, auch wenn das eigene Stadtplättchen dort liegt. In dem Fall bleibt das Stadtplättchen dort liegen. Falls man Entdecker zurückbewegt in eine Region, die von niemandem kontrolliert wird und die eines der eigenen Stadtplättchen enthält, dann lässt man die einfach da liegen. Stadtplättchen sind eigentlich nur für andere Leute interessant. Die Würfelergebnisse geben immer nicht vor, wo man sich hinbewegen muss. Das heißt, du musst jetzt nicht, weil das, also ich könnte mich jetzt nicht hier rein bewegen, das könnte ich trotzdem machen. Es ist aber generell immer vorteilhaft, wenn man Regionen kontrolliert, die zu den eigenen Würfelergebnissen passen. Weil? Dann nach der Bewegung kommt die Eroberung und man darf sich nicht durch Regionen durchbewegen, die von gegnerischen Entdeckern kontrolliert werden. Entdecker ist auch so ein komisches Wort, ne? Du darfst deine Entdecker aber in Regionen eines Gegners hineinbringen, wenn man genügend Eroberer mitbringt, um die Region zu erobern. Eine Eroberung findet immer dann statt, wenn man in seinem Zug genügend der eigenen Entdecker in die Region des Gegners hineinbewegt. Man muss eigentlich immer mehr Entdecker haben als der Gegner, um sie zu erobern. Aber hast du schwarze Schwerter gewürfelt, dann gilt jedes Schwert als ein weiterer Entdecker für deine Eroberung. Das heißt, was ist der Unterschied zwischen Entdeckern und Eroberern?
Das sind einfach nur Eroberungen. Eroberung. Das ist eine Eroberung. Genau, das heißt, ich könnte mit dem Würfelergebnis jetzt hier reinmarschieren, weil ich ja mehr hätte als du. Ich hätte ja 3 und würdest nur 1. Und verbraucht das den Würfel oder gelten die für die Runde? Ne, also angenommen, irgendwie, er würde hier so liegen und du hättest theoretisch... Würdest du es annehmen? Ja, nach Eroberung kommt Fortschritt. Eroberung ist quasi ein Teil davon, logischerweise, weil Bewegung und Erobern... Ja, du eroberst erst und danach handelst du die Regionen ab. Das steht da jetzt nicht so wirklich, aber es ist halt einfach die Reihenfolge. Und das Männchen bedeutet dann, was ist diese Phase? Das Bevölkerung. Fixed Man Decker. Wissen wir da, hoffe ich. Wenn man das Symbol gewürfelt hätte. Okay, alle Symbole gewürfelt. Okay, ich bin fertig. Nächster. Du hast dich einmal einfach geschlagen. Jetzt hast du ja nächste Runde einen Würfel mehr. Schon. Okay, ich habe auch nur 2. Du musst ja zum Beispiel, ich muss, um noch einen höher zu kommen, ja auch die 3 aufgeben. Also du hast das jetzt ja schon gemacht. Mhm. Ja, du hast ihn halt schon. Len ist halt auch nicht so glücklich, glaube ich. Nee. Das sind aber du 2 auch am Anfang. Aber er kann direkt auf 4 gehen. Nee, wie denn? Ach, 2 Pferde in 2 Regionen? Du hast ja die 2 Regionen. Wobei, es würde reichen, wenn... Nee, die Steigerung kommt erst danach, du hast nur 2 Bewegungsschritte. Ja, ich kann ja so machen. Und dann darfst du 2 steigern? Musst du nicht in die... Pro Region brauchst du eine. War das nicht, dass du 2 Regionen brauchst? Das heißt, du musst 2 Regionen kriegen. Genau, du hast eine Bewegung zu wenig. Du brauchst ein paar... ja, genau, das passt nicht. Also dann würfe ich einfach hier nochmal und hoffe mal, dass es kein Schwert ist. Dann kann aber das Pferd nicht zum Steigern benutzen. Genau, dann kann ich mich ja bewegen. Das heißt, ich kann einmal hier rüber gehen. Wie doof. Und dann muss ich ja, dann kriege ich mehr Leute. Das bringt mir aber gar nichts. Dann kriege ich 5 gleich, ne? Habt ihr auch. Du hast noch eine Bewegung. Naja, aber die Frage ist ja, wohin? Ich kann ja nur, wenn den hier rüberziehen oder hier stehen lassen. Oder ins Wasser, dann hast du alle Optionen. Geht nicht. Darfst du nicht im Wasser stehen lassen. Ach, du musst... Stimmt, da sind gefährliche Viecher drin. Du hast ja 2 Karten. Du kannst es dir ja leisten. Es gibt ja jetzt keine extra Bewegung. Das ist einfach nur das Symbol. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja, okay. Was habe ich denn hier? Na komm, ich gehe mal hier hin und steige mein Pferd um 1. Das war's. Okay. Jetzt sind es einen 3. 3 Würfel am Anfang ist echt krass. Das ist 50. Na, aber ich komme halt da zu den Sachen nicht hin, weil ich nur 2 Bewegungen habe. Aber du kannst ja einen auch noch neu würfeln. Ich kann einen neu würfeln. Mal gucken, was da liegt. Da komme ich ja nicht hin. Das wären 3 Bewegungen, da komme ich auch nicht hin. Du hast 2 Bewegungen. Dann würde ich zum Grün kommen. Mit 2 Bewegungen. Es gibt nur eine Kombination, wo du jeden Würfel am Anfang nutzen kannst. Mit 2 Bewegungen? Ja, und du bist derjenige, du startest ja immer da, der am weitesten von den Dingern weg ist. Ja, also es weil es 3 Bewegungen sind und du 2 Bewegungen hast. Das heißt, du kannst in der ersten Runde... Das nicht steigern, eigentlich du müsstest wäre es ja mehr mein steigern. Ziel ist auf jeden Fall, einen nochmal zu würfeln, weil ich den sowieso nicht scoren kann, in der Hoffnung, dass ich vielleicht eine Bewegung kriege. Aber das ist auch irgendwie bescheuert. Du standest mit einem Würfel mehr, aber du bräuchtest Pferd, Ähre und Grün, um alle 3 nutzen zu können, aber du hast eine höhere Chance, dass du 2 davon nutzen kannst. Während wir eine höhere Chance haben, dass wir die Karte abgeben müssen. Ja, wie 2 nutzen können, weil das sind ja schon 3 Bewegungen. Ich habe nur 2 Bewegungen. Naja, 2 nutzen wir, ne? Wenn das wäre, stimmt, bis dahin kommst du ja schon auch gar nicht, das ist richtig. Weil wenn ich hier ein Pferd würfeln würde... Du hast einfach nur in der ersten Runde die höhere Chance, beides zu haben. Stimmt, für das könnte ich auch Dinge erhöhen. Okay. Und du kannst nur 1 neu würfeln. Also ich würfle jetzt auf jeden Fall einen neu, ich kann nur einen neu würfeln und hoffe, dass ich vielleicht ein Pferd würfle. Nein, also das ist zum Beispiel sehr, sehr schlecht. Das ist genauso wie unsere. Aber ist ja die Sache, okay, wie ist gebalanced, weil... Das macht es nicht besser, dass ich 3 Würfel habe. Aber du kannst das gleiche machen wie ich, die Karte abgeben und den Würfel auf die beliebige Seite bringen. Und die Würfel auf die beliebige Seite. Jetzt habe ich dann die 2 Bewegungen. Dann mache ich natürlich das, gehe hier 1, 2 und werfe einen ab. Der kommt irgendwie weg. Also wenn du sowieso beliebig drehst, dann könntest du natürlich auch die Ehre. Das kannst du dir dann ja aussuchen. Ja, aber ich drehe den lieber aufs Pferd. Und die wird irgendwo weggeworfen. Stimmt, also Pferd ist auf jeden Fall... Sinnvoller, ja. Weil man kann sehr gerne so eine Schachtel zurückstellen. Das Spiel räumt sich von alleine auf. Das stimmt auch. Ach, so schön. Ja, ne? Also, produktionstechnisch kann ich nichts gegen sein lassen. Das ist, die Schachtel ist ein Tor zu klein für dich. Ja, schon. Ja, guck mal. Die Karte passt nicht perfekt rein. Aber wenn die jetzt gesleeved wird, das wäre natürlich ein Albtraum. Oh, also das wäre ganz schön. Das muss wirklich jetzt mal negativ sein. Aber das ist halt die Sache. Da ist die Karte droht zu knicken. Da müssen die anderen Sachen runter. Mhm.
Hier, der Deckel geht fest. Ja, spannend. Dann bist du schon wieder bei Runde 2. Was hast du gemacht? Du hast die Karte gezogen und die zwei Sachen gesteigert. Ja. Und du hast jetzt drei Bewegungen. Ja. Runde 2. Das ist die Anzahl der Runden, ja? Ja. Ist das auch noch einer? Ja. Ja, das wäre die letzte Omega. Yay, drei Würfel. Fühlt sich nicht mächtig an. Krass, und bist schon auf einem Zahnrad. Vorhin, du hast jetzt drei Würfel, zwei. Ich habe drei Bewegungen, ne? Es fühlt sich jetzt alles schon viel mächtiger an. Ja, jetzt ist Karl krass. Ja, das ist Imba. Ja. Jetzt würfelst du noch hier so eine Pyramide nach und dann bist du der Hecht. Eine Pyramide nachwürfeln? Nee. Das ist viel zu schwach. Das ist Neuwürfeln, ne? Und 3 Bewegungen. Kannst du ja noch ein Zahnrad? Gehst du hier hin? Das ist super. Zahnrad gleich mit 2 gesteigert. 4 Würfel. Karock da schon wieder. Oh, ich würfel das hier neu. Was? Warum? Naja. Zu gierig gewesen. Ja, das war super. Aber 3 Bewegungen. Warum hast du das nicht gelassen? Ich habe auch keine Ahnung. Weil dieses Neuwürfel ist auch nur nochmal Lack. Und ich bräuchte echt eine ganze, ne? Bis ich zu 2 komme, du hast Lack mit Geld. Und viele Punkte. Mehr Würfel ist erstmal. Was ist viele Punkte? Die Leiste. Das ist aber ungefähr. Nee, die ist mehr Mensch. Ja. Ich hab doch was dabei gedacht. 1, 2, 3. Ja, das geht auch noch. Dann machst du 2-mal das Rad. Dann mache ich 2-mal das Rad. Und musst eine Stadt platzieren. Diese Stadt platzieren. Fette Beute. Dann bist du schon hochgegangen. Dann machst du das ja schon. Sind schon ganz schön schnelle Züge. Mhm. Jetzt habe ich 4 Würfel. Oha, Schwert und Angst. Ich darf nur einen neu würfeln, ne? Ich mache mir einfach ein bisschen Sorgen. Wenn du alles andere immer würfelst, aber das hier nicht, dann stehst du auch. Zahnrad! Du hast noch kein Zahnrad, du musst dich bewegen, oder? Ja. Aber kannst du nach unten gehen? Ich kann nach oben gehen. Wieso hast du denn ein Schwert gewürfelt? Weil ich kann. Mhm. Jetzt musst du dich zurückziehen. Mehr passiert aber auch nicht, ne? Drumherum ist ja nur Wasser. Du kannst egal, irgendwo hin, wo du bist. Warum habt ihr eigentlich beide die gleiche Farbe? Das finde ich echt nicht so gut. Aber die gleiche Farbe. Du kennst es doch an den Hütchen. Ach, die Hütchen. Ja. Hier, ich kontrolliere 2 Inseln. Und schon ist uneinholbar von. Und geh hier noch eins hoch. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Jetzt muss ich Karten nachziehen. Das erfülle ich eh nicht, das kann ich abwerfen. Wie hast du eine Karte nachgezogen? Ich habe keine Karte nachgezogen. Achso, weil du gerade gesagt hast, was du mit Karte nachziehen gesagt hast. Du musst jetzt ich muss jetzt eine Karte nachziehen, ja. Um mehr Karten zu haben. Mhm. Ich glaube, das war schon mal ganz der Zug, oder? Ich glaube, ja. Ja. Also hast du gescored. Schon gesteigert? Ja, hast du. Ich habe eine gescored. Ah, nein, du hast noch eine auf der Hand. Ja. Also die habe ich auf der Hand, auch wenn sie auf dem Tisch liegt. Hallo, lieber Fett. Wir streamen hier gerade um 2 Uhr nachts. Es ist irgendwie, was ist heute? Karfreitag? Donnerstag? Chris Himmelfahrt. Also die Läden haben zu, leider. Vatertag. Na, was machst du? Ein Zahnrad. Und 2 Bewegungen. Und 3 Bewegungen. 3 Bewegungen? Oh, wie gut, dass Ben mich dahin vertrieben hat. Ich kann ja den nochmal würfeln. Wo brauche ich das? Ja, vielleicht. Mal gucken. Vielleicht ein Pferd. Nein. Ich will ja schon auf grün und dann aufs Zahnrad kommen. Ich habe ein Schwert, aber Gleichstand bringt mir ja nichts. Oder? Nee, mehr. Brauch mehr. Dann wäre schon die 3 mich dahin bewegen. Mehr Entdecker haben. Dann war's das. Ich gehe grünen hoch, ziehe eine Karte und gehe hier hoch. Lila kannst du nicht hochgehen. Nein, das ist nicht lila, sondern das ist gelb. Genau. Das ist ja noch beklappter. Dann ziehst du eine Karte. Das ist auch angrenzend, oder? Also 1, 2. Mhm. Gott sei Dank hat er das nicht gesehen. Ja, es wäre blau gewesen, hätte ich ja nichts mitmachen können. Hättest du meine Stadt erobert. Ja, wow. So. Aber du willst ja Leisten hochgehen. Ein bis 3 Punkte. Ich glaube, am Anfang des Spiels soll man Leisten hochgehen, habe ich mir gesagt. Ach so, dann habe ich das. Das war der Spieltipp im Regen. Nee, ich brauche noch einen. Aha. Der feine Herr, 3 Würfel, ja? Komm, jetzt eine Runde vor. 4! Combat Card. Ich habe halt das gewürfelt. Du machst das mehr, was du gewürfelt hast. Nee, komm mit Karl nicht. So nicht.
So. Aber es sind nur drei Figuren, dann bringe ich mir Würfel. Ich muss halt auf einer Ehre stehen. Das war richtig dumm von mir gerade. Ich hätte ja nochmal einen Auftrag abwerfen können. Also das sind zwei Bewegungen. Das ist meine Fraktion nicht gut. Ich muss mal kurz überlegen, ob ich was neu würfle. Gibt es da irgendwas, was ich gar nicht brauche? Green wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht, ne? Das ist bestimmt alles gut. Hm. Aber für Green, Karl ist ich, immer alles aber gut. Ich kann ja gerade nur auf drei Sachen stehen, also irgendwas werde ich auf jeden Fall nicht benutzen. Traurig. Ich kriege gerade ja nichts zusammen. Also ich muss das behalten. Wie findet der Chat das so? Das ist einfach so. Der Chat reagiert noch verhalten, aber sehr präsent mit 10 Leuten. Nachts um 2 finde ich das gut. So von dem Aufbau? Das aufbehalten. Zitule-esque. Echt? Ich muss halt sagen, es bedient eine interessante Nische, dadurch, dass es so ein Familien-Array-Controller ist. Die kann ich jetzt wenige. Das ist so Risiko mit Leisten hochgehen. Das ist ja viel besser als Risiko. Das sagst du jetzt. Haben wir die Die Hard Risiko-Fans? Ich war so ein Die Hard Risiko-Fan. Warst du? 10 vielleicht. Okay, ja gut. Okay. 15 Jahre kann man da Risiko-Fan sein, wenn man älter ist? Ich weiß also nicht. Ich gehe die zwei Bewegungen. Wenn ich manchmal Gespräche in der Stadt laufe, wenn Leute mir laufen, sagen, oh, Risiko ist richtig geil. Das ist echt. Okay. Aber bis jetzt hat es mit dem Neuwürfeln alles noch nicht so gut funktioniert, ne? Ja, bei mir auch. Ich habe auch den, das Blau habe ich jetzt du steigerst es ja auch nicht. Aber es war schon dumm, ich hätte eigentlich eine Karte opfern sollen, um hier nochmal hochzukommen. Ja. Ich tue mir nächste Runde 4 Bewegungen. Wir schon ich glaub, ja, wie? Ich steigere das nicht. Was haben wir nur für Karten? Du musst ja deine... Oh, ich jetzt ich habe Lust, diese scheiß Karte abzuwerfen, einfach nur um... Aber ich muss ja auch irgendwann diese Punkte davon machen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Bei mir ist das Maximum 6 Punkte auf den Karten. Ja, sowas kommt so. Ich weiß es auch nicht, weil... Also, ja, schaffst es mega. Ach, ich werfe es einfach weg. Ist mir egal. Ich drehe das auf blau. Und dann bewege ich den einen nach oben. Ich bewege den einen nach oben. Ich kriege noch 2 Männchen, die ich jetzt noch einsetze, ne? Oder ist wo du Männchen stehen hast. Mhm. Jetzt. Wo ich Männchen stehen habe, jetzt. Uneinnehmbare Festungen. Yes. Der Schiffwürfel geht richtig ab hier. Miepe-Power steigern. Bewegung steigern. Sieht aber ganz gut aus für dich. Hast ja schon Regionen, die du auch kontrollierst. Und jetzt auch noch. Und jetzt auch noch Krieg. Mhm. Krieg. Warfare. Also hätte ich gerade ein Schwert noch gewürfelt, dann hätte ich ja die Ehre, anstatt da mir die Ehre hier holen können und die Stadt noch extra bekommen. Mhm. Ich meine, der Obert steht da eigentlich relativ leicht hier drin. Naja, wenn man die Schwerter würfelt, ja. Okay. Dann nicht statt dahin. Ja, das ist so. Wäre perfekt gewesen. Schade, schade, schade. Ich lasse das so. Ich bewege mich auch nicht. Stimmt voll gut. Dann mache ich das hier um 1 hoch. Dann setze ich das hier um 1 hoch. Dann platziere ich direkt mal. Boah. Weiß ich auch nicht, wo hinten denn? Deine Stiegel kommen auch alle später. Da, 2. Und dann werfe ich noch eine Karte ab. Um den hier aus dem Zahnrad zu drehen. Und hier noch einen hochzugehen. Das war letzte Runde gemacht. Bringt mir erstmal noch nichts, aber bald. Da ich das Spiel nicht kenne, schaue ich euch gespannt zu. Das ist gut. Wer schreibt das? Ivy. Ja. Bisher habe ich das Gefühl, dass das eine sehr nette Absacke ist. Pferd ist nicht schlecht, Orange ist nicht schlecht, Blau. Blau nochmal neu würfeln oder hinbewegen? Ich kann mich ja hinbewegen. Ja. Aber eigentlich hätte ich Gelb gehabt. Du hast auch gerade 2 Karten, Grün ist nicht so super wichtig. Wobei mit Grün wirst du gerade, du willst gerade keine Stadt bauen wahrscheinlich. Eigentlich will ich mehr Leute hören. Nee, machen wir ruhig die Stadt. Mach mal Grün. Ist okay. Ich dann 2. Boah, das ist schon richtig doof. Ich möchte dringend diese Bevölkerung schnell auf 10 kriegen. Das wäre sehr angenehm. Das war auch immer süß, als wir bei der Spieloffensive waren, war auch eine vom Service da. Die waren irgendwie alle da und meinten so, scheiße, ihr seid. Wir haben so auch mit Spielen angefangen, als wir hier angefangen haben zu arbeiten und da haben wir ganz viel für euch geguckt. Das fand ich sehr, so ist mein Herz erwärmt. Man muss ja keine Region kontrollieren und keine Truppen haben und gar nichts. Ich bewege mich einfach dahin und dann steige ich einmal alles. Mhm.
Das Problem ist jetzt plötzlich zwei Städte. Das hat bitte. Nur ein Verteidiger. Oh ja. Will ich das? Oh, nee, das ist okay für mich. Wer hat sich denn dabei was gedacht? Der hat gerade die Truppen genommen. Und die Bewegung, ich habe vier Bewegungen, ne? Also ich. Du bist aber auch. Ein bisschen also, weg. Das ist jetzt die Frage: Du setzt jetzt keine Stadt, aber dafür lässt du die Würfel verfallen und machst gar nichts. Weiß ich nicht. Na, aber ich könnte dich da angreifen. Und das ist ja kein Angreifen. Verdrängen. Wenn, da kannst du mich gerne verdrängen, ist mir scheißegal. Und dann könnte ich auch Truppen platzieren. Dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ja. Achso, du meinst, wenn du auf eine beliebige Seite drehst. Nie im Leben werde ich das klären. Weg damit. Ich hab gerade keine Karten, ich habe die einfach weggeschmissen, weil das. Aber vielleicht kann man das Spiel auch so spielen, dass man einfach in die Leisten hochgeht. Ja. Von den anderen vermöbelt wird und dann trotzdem. Also ich glaube, bevor du hier drauf gehst, gezielt ist auf die Leisten einfach hochgehen und dann gucken, ob du den Ball was erfüllst. Ich habe weggeworfen, nutze 4 Neuwürfe in einem Zug. 6 Punkte. Ja, ich weiß, aber nutze 4. Und ich würfel ja nie blau. Ja. Insofern. Darf man eigentlich durch die anderen durchlaufen? Nee. Mit durch die eigenen. Stehen. Was? Durch die eigenen, Leute, aber... Die eigenen, klar, die eigenen, natürlich. Nein, aber du... Nee. Das Gebiete blockieren. Was? Nein. Ja, aber das ist doch egal. Du kannst doch übers Wasser gehen. Das ging nicht. Aber du kannst doch übers Wasser gehen. Übers Wasser gehen, das geht. Okay. Klar, du kannst nicht durch Gebiete von anderen durch. Das geht. Also dieses Wasser... Wenn ich das richtig bin, korrigier mich, aber das Wasser von jeder Seite grenzt dann jedes Landgebiet auf jeder Seite an. Mhm. Also ist jedes Feld von jedem anderen Feld 2 entfernt maximal. 3, oder? 3. 1, 2, 3. Ich meine jetzt auf, pro Hälfte. Ja. Und wenn es auf der anderen Seite ist, dann 3. Ja. Nur komm. Einfach, dass man, wenn man sich das einmal verinnerlicht hat, ist die Karte ja relativ. Das ist wie dieses Kreuzding bei, wie ist denn das Feldspiel? Carpe Diem. Bei Carpe Diem, das Pentagramm. Mhm, der das Kreis. Kreis war. Der getarnte ja. Kreis. Das so, ich bräuchte 4 Würfel bitte. Das ist wirklich nicht aufgefallen. War halt so in die... Oh, sehr gut. So in die Idee vertieft. Cool, aber guck mal, ein Schwert kann ja nicht schlecht sein. Oh Gott. Alter, wir werfen alle neu und... Einmal neu würfeln. Ja gut, ne? Also dann gehe ich mal mit einer Bewegung hier rüber. Der das geht... Reicht. Ja, du hast ein Schwert. Schwert. Dann ich muss den zu einem, wo ich schon stehe, stellen. Oder angrenzendes Gebiet, oder? Nein, also, zu einem... Immer zu, wo man steht. Na dann, bitte. Gehst du weg da? Ich hätte gerne eine Bewegung gehabt, ne? Flieht er nach da drüben. Schade, dass die da stehen. Du dürfen jetzt nicht irgendwann zugucken, du musst hinterherlaufen. Aber ich habe nur noch 2 Bewegungen, ne? 1, 2, 3. Mit der einen Figur, die hinterherlaufen, die steht da jetzt. Das ist ein lustiges Spiel. Okay, das war die erste Bewegung. Das ist die zweite Bewegung. Dann sind meine Stimme ganz schön nackig. Aber ihr seid jetzt alles 1. Oh shit. Jetzt würde ich 2 von den Pferdeschritten machen, ne? Und dann auch noch eine Stadt bauen. Da habe ich das gleiche Problem wie du. Ja, irgendwann kann ich man das, glaube ich, nicht. Und ich habe gerade nicht mal mehr Karten, um das auf irgendwas zu drehen. Aber ich könnte. Aber jede Figur. Ich komme noch nicht mal in Benzstadt. Du willst doch da von den Pferden gar nicht weg, weil du willst ja vielleicht Pferde scoren. Ja, ich will ja eigentlich, wenn ich schon 3 Würfel habe, sollte ich vielleicht versuchen, das wenigstens 2-mal zu scoren. Ja. Ja. Aber das Problem ist bloß, hast du eine Karte, dann ist halt kann? Die Stadt einfach weg. Nö, ich hatte erst 2 Karten. Ich würfel ja nie die, cool. Also die Städte kann man versuchen zu halten, sie bringen dir aber keinen Punkt am Ende. Ja, aber es sind ja Punkte für dich, wenn ja. Ich sie baue. Ja. Aber du musst sie halt. Das sind ja Punkte für dich, wenn du sie baust. Nur wenn ich sie am Ende noch habe. So nee, haben. Du gehst ja auf den Leiste vor, sind ja auf jeden Fall Punkte. Aber die noch meine sind, hier kriege ich jetzt Punkte, oder? Kriegst du auch als Punkt. Das können ja 2 Einser sein und deswegen da Schritte kosten, die ja potenziell schneller Punkt bringen. Das ist ja ein freies Spiel. Stimmt am Ende, wenn sie stehen bleiben. Es wäre schon cooler gewesen, blau und orange zu würfeln. Vor allen Dingen, 5 Würfel wäre schon mal gewesen. Imperiengründen ist kein Wunschkonzert. Ja, kein Imperien. Wir sind ja. Ja, alle so nomadische. Was? Völker. So wie das Spiel aufgebaut ist, meine ich. Ja, was wäre, wenn die größten Imperien der Geschichte niemals entstanden wären? Was wäre, wenn andere Zivilisationen erfolgreich gewesen wären? Was wäre, wenn diese Zivilisationen, die untergegangen, immer weiter gewachsen wären? Die Besiegten könnten die Sieger sein, doch schlussendlich wären Imperium durch einen Würfelwurf gewonnen oder verloren. Hier steht es. Hast du mich erobert? Wie denn? Gott sei Dank. So, ich habe jetzt hier 3. Bam, genau das, was ich will. Da kann ich euch ja alle richtig hart erobern.
Aber ihr mich dann die, auch. Die andere Ähre, es gibt ja nur zwei Ähren im Spiel, ne? Ja. Also Bevölkerung wachsen lassen ist hart umkämpft. Ja. Gibt es nicht nur alles zweimal im Spiel? Ne, Grün gibt es dreimal. Pferd gibt es dreimal, Maschine gibt es dreimal, Grün gibt es dreimal. Das gibt es auch nur zweimal. Okay. Was meine Karte noch umso sinnloser gemacht hätte. Das ist doch super für dich, Ben. Also eigentlich willst du, du hoffst halt darauf, glaube ich, das hier schnell oben. Eins, zwei, da ober ich. Ach so. Diese Stadt darfst du mir nicht angucken. Ich habe noch zwei Bewegungen. Also ich, grundsätzlich ist das mit den Überlegungen hier und dem runtergebrochenen gut, aber gefühlt ist der Würfel dann halt zu sehr, weil der ja auch steuert, was du machst. Ja, aber du kannst ja wirklich Karten abwerfen. Also man kann ja relativ viel machen. Und wenn du aber schnell nee. Kannst du auch viel du hast ja auch kaum Karten. Die kannst du auch nicht ständig abwerfen. Ich habe ja schon zwei Karten abgeworfen. Das hat jedes Mal nicht so viel gebracht. Also bringt in dem Moment was, aber du hast halt super wenig Karten und da sind ja auch wirklich viele Punkte drauf. Dann letzten und dann gehe ich noch darüber. Nee, doch, mache ich. Und dann steigere ich einmal die Geschichte und hier in der Stadt und bringe noch den Duderino hier rein und dann mache ich das hier hoch, gründe noch eine Stadt und das war's. Wo gründest du die? Ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel Auswahl, dass wir hier gründen. Ah, okay. Das sind die 1-Punkte-Stadt, das habe ich vorher mit meinem Röntgenblick überprüft. Gut, dann weißt du ja, was dein Job ist. Mit meinen 3 Leuten. Ja, wenn man da einem da reingeht, sobald das Schwert gewürfelt. Da ist das Schwert. Das würfelt ja auch jeder von uns gerade immer passend das Schwert. Also, das ist der Sinn. Das muss ich tatsächlich auch so machen. Also. Das stimmt. Und blau habe ich schon stehen. Ich brauche aber gelb, ich brauche doch Leute. Nicht in diesem Zug, glaube ich. Ach, nie in diesem Zug. Weil ich kann nochmal würfeln. Aber es ist eigentlich auch doof, nochmal zu würfeln. Wie viel Stadt auch machen gibt. Also mehr Würfel ist ja auch grundsätzlich gut, um die höhere Chance zu haben für Dings. Du musst weg. Du musst leider gehen. Hat er 2 echt abgesicherte Städte. Wann spielst du? Wann spiele ich die Karten? Jetzt? Nach dem Beginn? Nach dem Beginn. Oder oben. Sag mir jetzt nicht, du hast es geschafft, so eine Karte zu erfüllen. Also 1, 2. Sobald du die erfüllst und uns das beweisen kannst. Wann score ich denn die Karten? Ja, sobald, wenn du aber ziehst. Dann ist die Bewegung zu Ende, ich darf mich nicht mehr bewegen. Wie? Nee, einfach wenn du dir, also hier steht nur, wenn du es beweisen kannst, dass es erfüllt hast. Hast du nicht alle Züge gemacht? Ah, ich hätte du musst gerade bestimmte Sachen halten für die Karte. Deswegen sobald du in deinem Zug die Voraussetzung, in deinem Zug musst du es haben und sobald du es in deinem Zug geschafft hast, dann kannst du es erledigen. Kann ich aber dann noch bewegen? Ja. Ist halt die Frage. Normalerweise macht man ja immer abgeschlossene Aktionen, davor oder danach. Ob ich quasi jetzt sage, okay, kontrolliere das und kann danach noch mehr wegen durchführen. Also steht halt hier in der Reihenfolge Hinterstadtplättchen platzieren drin. Du behältst ja diese lila Karte. Ist das nur ziehen oder ich spiele jetzt hier dann die lila Karte, nachdem die Bewegung zu Ende ist? Also du darfst sie, also ziehst sie ja da. Da ziehst du sie, ja. Da ziehst du sie und du darfst sie dann auch sofort erfüllen. Dann darf ich sie erfüllen, aber ich darf sie nicht hier zwischendrin irgendwo erfüllen. Ich muss das abschließen. Hier steht nur, sobald du in deinem Zug Voraussetzungen einer Errungenschaftskarte erfüllst und dies dann beweisen kannst, darfst du diese Karte werten, indem du sie aufgedeckt unterhalb deines Situationstableaus platzierst. Du darfst eine Karte sofort nach dem Ziehen werten, falls du die Bedingung erfüllst. Die Siegpunkte dafür jetzt am Ende des Spiels. Sie steht in deinem Zug. Warum? Also irgendwann in deinem Zug. Ich kontrolliere jetzt 2 orange Regionen. Boah, hätte ich das gewusst. Kriegst du wohl 4 Punkte. Nicht schlecht. Das sind doppelt so viele Punkte wie ich. Und jetzt ist die Frage, dann hätte ich mich natürlich jetzt nochmal rausbewegt, aber es bringt auch nichts. Oder? So wie das hier steht, ich weiß nicht, wofür du dich rausbewegen willst, tatsächlich. Den wieder zurück, damit er das schützt. Aber nein. Das wären ja noch okay. 2 ja, Schritte. Ja, das wäre sinnlos. Aber ich nehme dann hier noch, Schritte. Wir nehmen dann hier noch blau. Karl, du hast den vergessen, kurz zu bewegen, ne? Möglich. Das passt dann. Da hat er wieder 4 so. Ich habe halt immer noch 3 Leute. Du musst jetzt wieder, du bist das 4. Mal gerade dran, ne? 1, 2, jetzt müsste ich ihn ja bewegen, aber ich krass. Okay. Ich glaube, das habe ich mit Cole gespielt, kann das sein? Ich check das sowas immer. 1, 2, 3. Willst du auch keine Lüge machen? Darfst da. Du dich entscheiden, wo du den hintragst? Mit Markus, Cole Verdammt. Und Tyler Durden. Das bin ich. Achso, ja, ich muss erst den Reroll vorher entscheiden, ne? Falls Wacker noch zuguckt. Ja, ich würfel das nochmal. Top 10 Brettspiel für das müssen wir bald machen. Dein Karl, Video, das wir bald machen müssen.
Für den Urlaub? Ja, ist ja jetzt für die Urlaubszeit. Geht jemand von euch mit? Hast du nicht 10.000 Aufrufe? So, dann kriege ich die Stadt. Du was gehst dann wahrscheinlich zu der dazu, ja? Hast du 3 Stärken? Nee, ich habe anstelle von der, ne? Anstatt 1, 2, 3, 1, 2, 3 dahin, weil ich habe ja 2 von den Symbolen. Ich hatte das neue Würfel ja vergessen. Hast okay. Ist ja vollkommen kein Unterschied. Und ich habe dann mal angenommen, du möchtest den dann dahin packen. Ich werde dir nicht nochmal scoren. Okay, Marcel wird gelobt. Das war meine gesamte Bewegung. Marcel hat eine so kultivierte Ausdrucksweise, sehr angenehm, ihm zuzuhören. Marcel, muss mir vor die Kamera. Das waren alle meine Bewegungen. Nee, das war erst 1, 2, 3. Ich habe 4 Bewegungen. Das heißt, ich kann jetzt noch... Traut er sich. Gehe ich dahin. Da traut er sich. Und dann bekomme ich hier 2 Schritte, weil ich in 2 Gebieten davon bin. Und ich bekomme einen Schritt hier, wodurch ich leider nur eine weitere Person bekomme. Ihr habt doppelt so viel wie ich. Und das müsste alles gewesen sein. Ich habe immer noch keine weiteren Karten. Würdest du die Stadt noch platzieren müssen? Die hätte also hier hingemusst. Warum? Weil du sonst nur Städte, also da waren ja schon 2 Städte. Da sind schon 2 Städte und ihr habt 2 von mir und ich musste 2 platzieren bisher, oder? Er nimmt die da rein nach weg. Achso, man nimmt die immer von okay. Da drüber, sorry. Alles klar, gut, dann okay. Ist alles okay. Ja, dann bin ich, glaube ich, auch schon wieder fertig. Bald werde ich es hassen, orange zu würfeln. Ich nehme 3 Würfel. Nee, das ist ja auch eine Kamikaze-Strategie, was du hast. Naja, das Problem ist, das ist halt das, was rausgekommen ist. Ich bräuchte halt Karten, um Punkte zu machen. Aber ich würfel kein Grün. Ich lasse das genauso. Glaube ich. Du hast ja 5 Bewegungen, ne? Naja, bald noch mehr. Also, überall. So, das, jetzt Bewegung. 1, 2. Wer ist das? Das bin ich. Boah, wie viele Stimmen. Und keiner verliert. Einer hat er verloren. Wir müssen ihn irgendwie aus seinen Städten rauskriegen. Du hast die vielen Typen. Ja, aber das ist... 3, 4. Ich kann ja nicht bewegen. Ja, ich kann nur eine Stadt. Das bist du, ne? Ich hab nur 1. 5. Weil du die Ehre hast. Hm? Weil du die Ehre hast. Die Ehre habe ich so. Ich habe alles, was ich brauche. Ich will nur, dass ihr euch in eure Heimatgebiete zurückzieht. Und mehr Bewegung. Dann mache ich die Geschichte hier. Dann mache ich die Geschichte hier. Das macht ja keinen. Und das. Noch einen Dude? Natürlich ein Dude. Dudorino. Oder da. Ich die Stadt da eigentlich. Oder die Stadt. Bitteschön. Sieht schon gut aus. Ich würde gerne mal Karten ziehen, aber da bin ich ja weit ab von. Das ist auch darauf gebalanced, ne? Musst du halt besser würfeln. Endlich. Oh Mann. Ich habe schon echt gut gewürfelt. Guck mal, das ist seine Ehre. Das ist keine Ehre. Jetzt haut er dich da, glaube ich, raus. Ja, muss ich ja. Mich? 4 Bewegungen. Mit 4 Bewegungen kriegst du mich da nicht raus. Da, natürlich. Ach, da. Bitte, bitte. Könnt ihr, soll ich gleich gehen? Überleg doch, ob ich irgendwas rerollen muss. Also du brauchst 2 Bewegungen, dahin zu kommen, 3. Bewegung, um dahin zu kommen. Das Pferd kriegst du gerade, glaube ich, nicht umgesetzt. Das Pferd krieg ich nicht. Das stimmt. Dann kann ich das ja noch. Darf man 3-mal den gleichen Würfel würfeln oder muss man alle auf einmal würfeln? Ich glaube, das kannst du so. Ich glaube, du darfst 3-mal neu würfeln. Tue ich auch so sehen. Nutze 4 Neuwürfe in einem Zug, steht hier bei mir auch. Das macht man auch nicht gleichzeitig. Du darfst bei jedem Wurf entscheiden, wie viele und welche Würfel. Dann stehe ich halt mal zu Hause rum. Ne, könntest mich rausschieben. Ist deine Stadt natürlich wieder relativ unbewacht, aber Ben erobert die dann eher als ich, was wieder gut ist, weil Ben vorne liegt für ihn. Aber Ben. Ich liege doch nicht vorne. Das ist er. Danke. Ist das besser? Ich weiß nicht. Na, da sind die meisten Punkte zu, hat mir irgendwie erzählt. 2, 3. Ich will meine Stadt sichern. Schön. Was muss ich da machen?
Dann war es, glaube ich, schon. War das doch der Ehrenstadt? Also du bist ja der potenziell der, immer am ehesten. Schwer geht hoch, ich muss eine Stadt platzieren und ziehe eine Karte. Stadt. Karte ziehen ist schon cool. Und ich kann was scoren, was ich gerade gezogen habe. Könnt ihr denn den Scheiß scoren? Kontrolliere drei aneinander angrenzende Regionen. Nicht schlecht. Aber das ist natürlich jetzt Freeloot für dich. Was heißt Freeloot? Ja, gibst du dir noch was? Auf den Karten ist es. Das sind allein 6 Punkte. Wie, 2 neue Leute? Ja, der erste Schritt ist immer relativ viel. Ich habe leider überhaupt kein Schwert natürlich. Großartig. Das heißt, ich habe 4 Bewegungen und komme trotzdem quasi nirgendwo hin. Was für ein Scheiß, ey. Voltaren auf so eine Seite bringt was. Tut nicht mehr so weh. Ja, Voltaren ist gut. Ja. Ich habe die Voltaren-Pforte. Die ist irgendwie auch nur teurer. Das bringt auch überhaupt nichts. Ja, mit. Eigentlich schon. Die soll ja dafür sein, dass du sie weniger oft aufschmieren musst. Dafür ist sie teurer. Die musst du halt häufiger aufschmieren, dafür ist sie billiger. Das gibt sich ungefähr das Gleiche, nur dass es halt Zahl auf die Höhe ist. Also, es war ein tolles Spiel. Ich habe 5 Würfel, ich kann davon 2 nutzen. Und ich zähle immer noch keine Karten. Ich habe halt nicht genug Bewegung, aber ich kann ja meine Bewegung gerade auch nicht steigern. Ich habe ja nur 4 Bewegungen und ich habe ja kein Schwert gewürfelt. Mhm. Also muss ich ja 2 bewegen, um an die Ehre zu kommen. Und dann sind das ja 2, 4 Bewegungen. Mhm. Du wolltest das noch nicht steigern. Also das würde mir gerade gar nichts bringen. Ich muss ja 4 Bewegungen dafür ausgeben und ich stehe dann halt nur in 2 Gebieten. Aber ich muss ja auf diese 2 Leute irgendwie kommen, damit ich mal irgendwie versuchen kann, noch mehr zu machen. Dann steigere ich das um 1. To the max. Das um 1. Und krieg dann noch 2 Leute. Aber es ist ja schon bald rum. Eigentlich ist es gut, wenn du maxst. Naja. Sind wir Runde? Ist das richtig? Nein. Okay, noch mehr. Okay, dann wird es ja auch so. Das ist ja krass. Okay, dann gebe ich grad. Ja, das denke ich auch. Was? Ich habe nur die meisten Punkte. So, ich will Beste auf jeden Fall erobern. Doch, hast du. Also das sind schon mal 6 Punkte noch unter dem Tableau extra klebend. Das die Geschichte. Und ich bin gerade einen Zug vor. Du machst ja gleich auch noch einen Zug. Das ist dann da schon an einen 9 Punkte mehr. Ja. Ich habe hier mal ein bisschen mehr. Genau, das heißt, du bist dann vielleicht gerade. Nee, du dürftest. Können wir das gerne einmal durchrechnen, bevor ich mir das die ganze Zeit anhören muss. 8. Dann also 13. Noch 4 Punkte vorne. Du hast da einen Punkt vorne und hier bist du wieder vorne. Also bist du, glaube ich, 4 Punkte vorne. Hast du die 6 da unten schon mitgerechnet? Das sind ja Aufträge. Ja, aber das sind ja auch Punkte. Das sind ja 6 Punkte, die du machst. Mhm. Und davon habe ich 0. Natürlich rechne ich von dir. Ich habe eine Stadt mehr erobert als du. Dafür hältst du eine deiner eigenen Städte mehr. Also ist die Anzahl der Städte auch ausgeglichen. Wir werden noch gleich viel, du hältst ja Städte. Ich habe eine, du hast 2. Ach stimmt, ich habe da noch eine. Die bald weg ist. Nee. Ich bin nämlich nicht vorne in den Punkten. Und Ben ist ja auch. Der hat ja 2 erobert und hält 2, also bei den Städten vorne. Und da macht er auch nicht so viel. Ich halte 2 nicht für immer. Ich muss da auch immer mal raus. Gerade mit so einem Würfel, das ist ja maximal schlecht. Das ist richtig. Also den lasse ich auf jeden Fall. Obern will ich gerade nichts. Ich müsste halt, ich muss auf grün irgendwie hoffen, ne? Ja, das ist dein Problem, glaube ich, ein bisschen, dass du zu wenig grün hattest. Ich habe nie grün gewürfelt. Und es lohnt sich halt auch nicht, eine grüne Karte für grün auszugeben. Und die weggeworfenen Karten sind halt also 4 Neuwürfeln. Da hätte ich halt hoffen müssen, dass ich genug blau habe. Und das andere war, werte 2 andere Karten in einem Zug. Hm. Na, vielen Dank. 1, 2, gehe ich dahin. Dann habe ich den. Das gibt's nicht, ne? Nee. Dann will ich halt da hin. Komm, die kann sich einfach von euch holen. 3, 4, 5. Und dann steigere ich einmal die Geschichte. Ich steige einmal die Geschichte und ich steige einmal die Geschichte. Das wird wohl eine Karte, die ich entsorgen werde. Karten. Tja, viel Spaß. Ich meine, kann ich jetzt 2 mit 0 würfeln. Hast du wieder ein Schwert gewürfelt? Ich sehe die obersten Würfel nicht. Ja, hast du ein Schwert. Ich habe auch 3 Rerolls.
Na dann. Ich dürfte ja nochmal. Könnt ihr immer eine Karte ausgeben, um sie auf ein Schwert zu legen? Mhm. Ja. Die Frage ist, was willst du jetzt meine drei Leute extra rausprügeln, um einmal in die Ehre noch zu kommen, um eine Figur mehr auf den Platz zu stellen? Da. Das finde ich eine gute Idee. Mach das mal. Also ja, da angreifen. Ja, aber das ist keine Ehre. Er will dann, wenn die Ehre auch gleich noch mitnehmen. Eine Frage der Ehre ist. Aber du hast ja erstmal dreimal neu würfeln, das würde ich erstmal machen, bevor du guckst, ob du die Karte dafür ausgibst. Sehr gut. Ja. Das ist ja eigentlich ganz okay. Dann kannst du ja noch was anderes neu würfeln, wenn du willst. Ja, aber wir sind ja fast am Ende und das ist der Track, der am meisten Punkte bringt. Mhm. Aber ich meine, du kannst ja. Die Frage ist, brauchst du nochmal das, um. Das könntest du nochmal neu würfeln, wenn du willst. Hier ist halt, also bei dir gerade, das ist. Noch nicht. Bestimmt. Wir haben auch alle eine Leiste, wo man auf jeden Fall noch den letzten Schritt dann gehen will. Ne? Wieso? Die müssen 17 Punkte. Weil der halt echt krass Punkte gibt auf einmal. Aber, also das passiert halt einfach nicht mehr. Das waren meine drei Rerolls dann. Bei dir geht das theoretisch noch. Weil du musst noch zweimal. Also wir sind ja noch zweimal dran, aber ich komme zweimal. Ich bin zwar in der Hauptstadt. Aber scheiße, ich brauche da. Ich hätte noch ein Schwert würfeln müssen. Das hast du ja versucht. Ich werfe die Karte ab. Was? Dann willst du Karl erobern, ja? Und dreht die auf den Schwert. Du willst jetzt Karl zum Gewinner machen, wenn du mich eroberst. Ja, Karl habe ich zu wenig Bewegung, leider. Ich gebe dir den Bewegung ab. 1, 2, 3, 4, das reicht. Die wenn du alle zwei stehst, erobern, ne? Wo müssen die drei, vier Leute? Müssen irgendwie. Dahin. Hat er die Stadt wieder gesichert jetzt? Oh, warte. Nö, hier ist er eingespielt. Zack, zack, zack. Ah, wo wirklich? Will ich meine Stadt sicher und deine Stadt erobern? Dann geht. Obwohl, da bin ich natürlich flexibler, um dahin. Ich muss noch eine Stadt platzieren. Echt? Und gehe hier hoch und darf noch ein Männchen platzieren. Wenn ich mehr Bewegung hätte, hätte ich da bestimmt auch was von. Wieso gehst du denn da nach oben? Oh, ist das ist so gemein. Das ist ja doof. Das sind deine Grünen, endlich. Ja, großartig. Das ist ja alles Rotz. Ich fühle mich aber schon ein bisschen unterhalten. Auf jeden Fall. Also, Bot Factory war das. Ach nee, also. Spannend. Der Bot Factory lebt halt auch so von den Leuten, mit denen man spielt. Ja. Es gibt halt mechanisch eigentlich so viel. Achso, ja. Naja. Aber das haben wir auch unter den. Ja, das verzockt haben ein paar Leute, die es gefallen. Das ist bestimmt auch gut, aber es ist halt so ein subtiles Spiel. Eigentlich so fast so ein Per-Silvester-Spiel. Nicht so mit den Bam-Sachen, sondern mehr so. Ja, aber die Per-Silvester-Spiele sind noch subtiler. Schon mehr Lagen. Wann sieht man? Nach dem Bewegen sieht man erst, ne? Bewegen und erobern heißt es. Das heißt, ich muss ein bisschen Glück haben, ob ich das dann scoren kann oder nicht. Cool. Ja. Also ich habe hier ein Schwert. Da kann ich machen. Lass mich kurz gucken. Ich habe vier Bewegungen. Eins, ich zwei. Viel Spaß. Gute Nacht, Jochel. Also, zwei Bewegungen. Muss ich beide ins Gleiche? Warte. Dahin, also wenn du mich wegkriegst, dann muss ich sie ja wegverteilen. Ich mach das so. So eine Überraschung. Wenn du nicht wegverteilen dürftest, hätte ich zwei Städte erobern können. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Hat er gesagt? Hat er gesagt. So, dann habe ich ja noch zwei Bewegungen übrig. Das und das, was ich vorhin meinte, man steht am Ende selten in seiner Heimatstadt, sondern ganz woanders. In der Heimatstadt? Nee, deine Heimatstadt war hier. Nee. Doch, das hier. Das ist da. Geschichtsfälschung. Nee, das ist eingebrannt. Propaganda. Das sind zwei Punkte, das wäre ein, das ist voll, das sind zwei Punkte. Also auf Blau stehen würde ein Punkt geben. Voll ist die Runde jetzt, oder? Aber auf Blau. Mhm. Ich habe ja noch zwei Bewegungen. Zwei Bewegungen. Dieses Kartenziehen spielen ist bestimmt auch total super. Was habe ich denn also für Geschichten? Aha. Das ist halt cool, solange du neben Schritt eine Karte ziehst. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja, wo möchtest du dich hinpacken? Ja. Schwierig.
schwierig. Da geht aber einiges von. Wo hast du mich vertrieben? Da? Ja. Doch da ist ja. Dann ziehe ich eine Karte. Erhöhe deine orangene Leiste in einem Zug um 2 Schritte. Habe ich mit Blau. Kann schon. Cool. Ja. Okay, kann weg. Kann ja eh nicht was scoren. Ach nee, es gibt noch eine Runde. Dann kann ich sie noch ausgeben für beliebig. Ich dachte, das wäre die letzte Runde. Nee. Leider nicht. Dann gehe ich hier einen Schritt vor. Ah, shit, dann ist das natürlich doof. Bist du noch irgendwer wach oder ist ein Schneider im Bett? Weil sie mit dem schöneren Spiel vertrieben. Eine Bewegung auf. Oder sie schlafen alle morgen für ihre eigenen Spieltage bereit zu sein. Das war blau, grün und das Pferd geht noch um eins hoch. Das sind dann quasi die 3 Sachen gewesen. Leider keine Orange noch dazu gehabt, was eh nichts gebracht hätte. Und dann hast du 4 Würfel. Meine 3. Karte in diesem Spiel. Wahnsinn. Ein Schwert. 4. Das ist ein Viertel mehr. Ein Drittel mehr aus meiner Perspektive. Da hast du immer einen Würfel mehr. Von dem man häufig nicht so alle benutzt, aber ja. Jetzt habt ihr mich von der Ehre vertrieben. Eine Ehre. Es war uns eine Ehre. Pff. 2 Neuwürfe habe ich. Wie schön. Es ist so lustig. Es hat ja so diese Dynamiken, die das gibt, aber du hast das Gefühl, dass du halt super wenig davon. Echt? Also ich finde es nett. Schon gut. Also zum Beispiel, er sitzt ja hier auf der einen von 2 Ehren im Spiel, was ja schon gut ist. Und selbst mit 4 Leuten wären es ja immer noch nur 2, oder? Nee, dann kommt die ins Spiel. Und wenn er dann am Anfang mehr Ehren würfelt, kriegt er ja auf jeden Fall mehr Bevölkerung, wo dich jetzt eher hält und alle anderen rumhängen und so, wir können maximal eine Figur dazu kriegen. Ja, aber es geht. Genau. Ja, also mit Karten für mich genau. Und wenn er es nicht würfelt, läuft es ja ganz anders. Ja, aber das ist ja keine Entscheidung, die du triffst. Aber es ist auch bei jedem so. Das ist ja hier, ich komme ja super schwer an Karten ran. Das war ein Beispiel. Das war einfach nur ein Beispiel dafür, dass der Würfel deine Strategie bestimmt. Ja, nicht du selber. Ich glaube, das soll ja auch so sein. Ich nehme das in Kauf. Das ja, ich glaube, das hat es eingeplant. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, Aber trotzdem hat ja jeder so ein bisschen andere Zwänge. Also den könnte ich ja so nutzen, den könnte ich so nutzen. Da ich habe 5 Bewegungen. 4 Bewegungen reichen mir. Brauche ich aber ein Schwert. Und dann hätte ich da eine Ehre. Das ist doch gut, oder? Ich glaube, ich lasse das mal so. Also den benutze ich hier, den auch da und den hier. Und dann gehe ich hier 2, 4. Und da oben ist. Die musst du schon noch irgendwo reinstellen. Da sammelt es sich stattdessen. Und genau, dann erhöhe ich einmal die Geschichte, dann erhöhe ich einmal die Geschichte. Und die Geschichte, dann kriege ich noch 2 Männchen. 2. Und die stelle ich dorthin. Stell den dahin. Gewinnt auch so. Und das war's. Ah, Doppel-Ehre. Pferd und Ank. Der Ank ist ja okay, die Ehre auch. Die anderen beiden würfel ich, glaube ich, nochmal. Ist das schon die letzte Runde oder spielen noch eine? Danach noch eine. Also ich bin der Letzte in der Runde. Mhm. Ein Schwert und ein Pferd. Das und ein Würfel hätte ich noch. Ein Reroll. Brauche ich noch einen Reroll?
wäre ja noch cool, so ein Dorf zu erobern, aber mittlerweile schützt die alle so gut. Naja. Vielleicht musst du ja aus Versehen noch eins bauen. Oh ja, du wirst sogar noch eins bauen. Oder vielleicht. Ich will ja vielleicht gar nicht kämpfen. Ich würfel den mal nochmal. Das war nicht gut. Ja, das war super. Ich war nicht gut. Eine Stadt. Kannst du rausgehen. Eine Erde reicht mir. Ich brauche nicht zwei. Oh, dass ich gegen das Kämpfen die Sonne entschieden. Das ist ja in seinen zwei Städten, da fährt nicht so viel Verteidiger. Stelle ich mich da mit einem raus. Ich muss gleich hier, platziere noch eine Stadt. Die letzte. Ich werde dann hier platzieren. Das ist die Superfähigkeit meines Volkes. Ich platziere noch zwei Städte platzieren? Völker. Nee, mich irgendwo fährt eines. Und wenn dann gehe ich hier noch hoch. Weil du relativ früh die Bevölkerung und hier noch. Ich halt so einen 9er-Schritt, den hast du zum Beispiel gar nicht. Nehme ich nicht, ja. Was aber auch offensiv ja gut sein kann. Ja. Du kommst ja auch schnell auf die Bewegung, oder? Relativ zügig. Genauso schnell. Nee, also, gleich schnell, ja. Ich fange so ein bisschen an. Du fängst ein bisschen in die andere, aber nach einem Schritt ist es egal. 5, ne? Ja, 5. Oh, jetzt kommt Karl the Conqueror. Mit einem Schwert. Nein, du würfelst einmal nach. Ja, ich kann einmal nachwürfeln. Ich werde wahrscheinlich keine zweimal nachwürfeln. Ich werde wahrscheinlich keine. Oh, stimmt. Ich werde wahrscheinlich keine zwei blauen brauchen. Blau, blau, blau. Das wäre sehr lustig gewesen, ich weiß. Was macht diese Karte? Ja, die war ja nicht benutzbar. Ich werfe diese Karte ab, weil ich die eh nicht scoren kann. Ich kann das ja nicht mehr um zwei Schritte erhöhen. Und drehe das auf. Im Chat, im Chat sind noch 7 Leute da, plus Twitch. Hallo, Grüße an Twitch. Ich habe 5 Bewegungen. Brettspiel-Content ist viel cooler als alles andere. Was auch immer es da alles auf Twitch gibt. Ich würde lieber dir steht abnehmen, aber. Oh, finale Zukunft. Yes. Schicke Säule. Aber es ist ja auch schön, dass du einfach nur dein Zeug scorst in einer Runde. Das heißt, es ist auch nicht egal, ob du jetzt letzte bist. Genau. Oh, shit. Ich muss es anders machen. Ich muss. Dann verliere ich wahrscheinlich die Stadt gleich noch. Das ist das Problem. Aber wenn man die dann erobert, verliert man halt selbst auch was. Nur nicht an dich. Na, ich kann halt. Ich habe ja 5 Bewegungen, aber das kostet 4, dann habe ich nur noch eine. Eine reicht. Doch, okay. Also, du hast 2 Schwerter. Zack. Okay, und ich kann ja von da aus weitergehen. Genau. Ja. Das heißt, die 3 kommen weg. Bitte. Ach ja, genau, das war wieder der Denkfehler, den ich gemacht habe. Wahrscheinlich auch nicht so clever. Was erhöhe ich denn jetzt? Du kannst sie auch aufteilen, wenn du willst, ne? Ja, aber jetzt habe ich schon gemacht. Das kannst du locker noch ändern, wir haben seitdem noch nichts anderes gemacht. Das wäre ein Punkt. Da stehe ich gerade, das sind 2 Punkte. Ich bin im Ehrenfeld, das ist ein Punkt. Und ich baue noch eine scheiß Stadt dadurch. Ach du Kacke. Das ist aber nicht so gut. Dann mache ich das mal kostenintensiver. Und bewege einfach noch den hier rüber. Da müsst ihr mehr investieren. Dann mache ich das beides. Dann geht das um einen hoch. Ich jetzt nur das um einen hoch. Und ich muss diese Stadt noch hier einsetzen. Das verfällt leider. Das war's. Du kriegst 4 Würfel. 4. Ja. Nächstes Mal brauche ich mehr Neuwürfeln. Also, was haben wir hier? Die Geschichte. Nicht das, was ich möchte. Battle Ban. Also, das wären 3 Punkte. Das ist genau, was er gebraucht hat. Das wären 2 Punkte. Ne, ich hätte lieber zweimal das hier. Ja, das stimmt. Das sind 10 Punkte. 2 Leder wären 10. Das ist schon. Das ist auch ein krasser Sprung. Ja. Kannst du auch zweimal neu würfeln. Ja, hier würde ich halt 3 Punkte. Also muss ich eigentlich das hier neu würfeln. Das wollte ich nicht zu verteidigen. Das ist nur einer mehr. Aber ich brauche ja 2 davon. Gucken wir mal, was hier passiert. Ja, guck mal, das ist doch schon mal gar nicht so gut.
Kannst nochmal würfeln. Ich bin zwei Schritten, würde ich plus 6 Punkte bekommen. Kannst nochmal neu würfeln. Ich weiß, aber ich muss jetzt gucken. Plus 6 und sonst hätte ich plus 3, dann hätte ich plus 1. Ich kann es aber eigentlich nicht besser machen. Aber zum Erobern reicht das? Du musst zwei Figuren jeweils reinbewegen. Das war doof von mir. Nee, warte. Dann bist du bei 4. Ja, du musst zwei Figuren reinbewegen. Dann bist du ja bei 4 und ich bin ja jeweils bei 3. Und er ist auch hier bei 3. Und ich habe 6 Bewegungen. Das ist ganz schön viel. Damit hättest du mein Ziel scoren können. Das reicht aber nicht, um in beide reinzugehen. Genau, das ist... Doch, reicht. Aber ich mache halt das gleiche wie alle. Ich stelle es halt in der anderen Stadt dazu. 2, 4, 6, 7, ja. Seine Stadt ist jetzt halt zu weit weg. 8 zu weit, ja. Kriegst eine Stadt. Das sind aber 6 Punkte und sonst nichts. Er ist der, der mehr Punkte hat. Du musst seine Stadt nehmen. Um die Punktedifferenz zu höher zu machen. Nehmen. Wieso? Um hier zwei Schritte hochzugehen. Da hast du ja noch Bewegung übrig, da kannst du ja noch einen hochstellen. Das ist ja kein Problem. Ich glaube, du musst deine Stadt erobern. Ich bin eh letzter, deswegen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Du rechnest ja sogar Punkte aus. Also, ich weiß nicht, ob er gewinnt, aber dass er eh letzter ist, ist mal ganz hart gelogen. Sehen wir dann am Ende. Du vergiss nicht deine Karte, die du auch noch hast. Das ist ja echt kein Scoring-Block. Die bringt mir nichts. Du kannst damit einen Würfel auf eine beliebige Seite drehen, zum Beispiel. Das stimmt, das bringt mir auch nichts, außer noch ein Schwert vielleicht. Das bist ja du und das bist du, ne? Wenn du ein Schwert nimmst, kannst du auf jeden Fall zwei Städte erobern. So, ein Schwert wäre ich ja auf. Okay. Er kann sowohl meine als auch deine Stadt erobern. Ja, alles gut. Tja, aber es könnten zwei für weniger Punkte sein, aber es ist ja ein Eroberungsspiel. Wenn du mit der Karte nichts anfangen kannst, was du dann gesagt hast, die Geschichte ist auf jeden Fall besser. Und dann laufe ich einmal. Das ist meine Stadt natürlich auch weg, aber ist ja egal. Aber nur durch ihn, nicht durch mich. Und ich muss ja auf jeden Fall da rein. Also noch 1, 2 da rein. Wenn du die Stadt nicht verlieren willst, geh doch mit dem. Ich gehe ja da rein, ne? Also 1, 2 sogar nur. Ja, und du gehst mit dem in die Stadt. Du musst überhaupt nichts von deiner Stadt wegnehmen. Und dann kriege ich den. Und mit Männer. Das war aber jetzt echt auch das Schlechteste, was wir zwei, sehen können. 3. Gut, dass wir mit ihm mitspielen. Ist ja kooperativ. 3, dann. Soll ich dir Spaß nicht dazu der Stadt tun? Kannst du. 4, 5. Das allein dadurch, dass du oben hast, du ja nochmal 5, 6 Punkte wahrscheinlich durch die Städte. Das ist schon gut. Das sieht schon nicht so schlecht aus. 3. Der ist ja auch auf den Leisten, hat er jetzt auch nicht so super wenig Punkte. 4, 5. Ja. Mein Problem ist halt, dass ich keine dieser Karten rausbekomme. Dann gehe ich da noch einen vor. Ja, gut, ich habe 2 Punkte. Also das war jetzt nicht so. Ja, aber dafür hast du mehr Städte erobert. Das ist ja. Fertig? Mhm. Dann machen wir den letzten Zug. Keine Ahnung. Mit Städte erobern wird jetzt nicht mehr ganz so einfach. Du hast ja 4-mal neu würfeln. Ich würde auf Schwerter gehen. Wie viel Bewegung hast du? 4. Hm. Bräuchtest, wie viel Schwerter lustig wäre, von der Bewegung her könnte ich sogar die 3 scoren. Und es ist halt aber eine zu kurz. Ansonsten wird es sich sogar lohnen. Du meinst hier die 3? Ja. Weil das wären. So sind es halt nur 4, es ist halt der letzte Sprung, sind 8 Punkte. Aber ja. Du kannst halt maximal 3 machen. Mehr gibt es das nicht auf dem Feld. Die Frage ist: Kriegst du es irgendwie hin, dass du eine der beiden Städte erobert kriegst? Nein, weil die Bewegungen zu weit sind. Ich habe ja nur 4 Bewegungen. Ja, aber das ist ja die Frage. Du bräuchtest, also hier sind ja 4 drin. Und du bräuchtest also 5 Angriffsstärke. Das heißt, wenn du 3 Schwerter hättest, 2 könntest du ja bewegen. So wird das nichts.
Das war's. Schade. Ja, jetzt kann ich nur noch Punkte maximieren. Also ich kriege deine Stadt. Du hast auf jeden Fall mehr Punkte als ich. Doch, wir haben schon ausgerechnet. Du kannst nicht weniger haben als ich, selbst wenn es alles nur Einserstädte sind. Du weißt noch gar nicht, was deine Städte haben. Die können bis zu 3 Punkte haben, die da bei dir liegen. Das stimmt. Ja. Ich habe es mir schon angeguckt. Das ist Schummeln. Das macht man erst, wenn das Spiel vorbei ist. Nee. Halt, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du super weit hinlegst. Das ist vielleicht ein Abstand von 2-3 Punkten oder so. Ja, aber ich bin auf jeden Fall letzter. Wenn Caladan vor mir ist. Ich gehe davon aus, dass Caladan. Er hat nur 2 steht da oben, dann, aber er hat halt 6 Punkte unterliegen und auf den meisten. Ich schicke dich nochmal zu. Aber ist okay. Ja, aber wenn man das so sagt, das ist ja impliziert, dass, zumindest wenn ich das so sage, wird das so aufgefasst, dass das bedeutet, dass man so weit abgeschlagen ist, dass es klar ist. Jetzt, wenn ich Glück habe, ziehe ich ja vielleicht eine Karte, die scoren kann. Hau rein. Gucken. Aber das siehst du keine. Da siehst du keine. Da ziehe ich gar keine. Dann ist ja noch so viel dazu. Da mache ich nur die random Punkte. Das war's? Oder? Ja, Ben hat schon durchgezählt. Meine, ich habe 44. 6, 18, 25, 32. Du müsstest mindestens auch 44 haben. Ich habe hier 20. 32, 25. 38. 36. 40, meine 3 wurde nicht ich fange mal mit meiner eigenen 42, Stadt an. 37. 48. 39, 40, 43, 44. Siehste? Oh, ich wohl, wie viel hattest du? 44. Na, guck mal, dann habe ich nicht mehr Punkte als du. Doch, hast du erzählt. Wem sage ich das, das hier? Das ist seine. Aber die kommen noch dazu. Ja, klar, die man nicht verloren hat, die. Aber hast du die gezählt bei dir? Ja, ja. Wann hat er denn da drunter geguckt? Hast du das mitbekommen? Nee. Ich war zu konzentriert. 12, 18. 30, 37, 44, 50. Damit hast du gewonnen. Waren die zwei auf großem Abstand. Die hast du auch schon gezählt? Ja. Ich habe halt also keine von diesen Karten rausbekommen. Ja, die eine. Wow. Waren. Bla. Ja, also es war ganz okay, dass ich den hier noch hatte. Der hat ja hier auf den Leisten, ansonsten mal die mittelmäßige und dann halt die 2 Aufträge. Also das ist natürlich die Zufälligkeit durch die Würfel, die so ein bisschen bestimmt, wo du hochgehst, wo du dann jedes Mal überlegst, was sollte ich machen, wobei die Würfel kommen halt oder nicht. Wenn du das nächste Mal würfelst, kannst du halt über, also viel überlegen ist nicht. Und das Problem bei dir ist dann, dass das ja nochmal ein Zufallselement ist, das draufkommt, weil die Karte kannst du halt erfüllen oder nicht. Und die Karten sind ja dann auch so, wenn das irgendwie so wirf hier Würfel in einer Runde neu, dann musst du ja vorher mit diesen Würfeln auf einen bestimmten Wert gekommen sein. Ich verziehe mich doch ständig, oder? Das sind 22, das sind 27, das sind 21. Wieso kommst du? Das sind 8. Ja, stimmt, da habe ich 2 Punkte mehr. Das sag ich doch. Das sind sogar noch mehr. Du hast doch hier 22, das sind 27, 31, 38, 40, das sind 46 Punkte. Dann habe ich nur 3 verziehen. Genau, also, sag ich ja. Noch aber du bist nicht so abgeschlagen, dass es eindeutig war. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich letzter bin. Aber es war ja knapp. Ja. Und ich glaube, für das, was Familienspiel will, nee. Ich du warst deutlich weg. 50. Du hast 8 Punkte mehr bei einem Spiel, wo wir mit 50 das höchste haben. Das hast 4 Punkte mehr als du. 46. Das ist schon relativ knapp. 43, denke ich. Ach, was hast du gerade noch mal gezählt. Nee, aber ich finde, für das, was man will, auch wenn man sagt, oh, jetzt hätte ich deine Karte gebaut, aber du kannst sie ja auf 3 verschiedene Arten einsetzen. Dann kommt vom Anspruch her, mit dem man da rangeht. Also, dass es kein Expertenspiel ist, wo alles deterministisch festgelegt wird, ja. Genau, und das will ja auch so ein Spiel sein. Alles, was ich sage, ist, dass es sich für mich nach zu viel anfühlt. Nicht zu viel Regeln. Zu viel Zufall. Ja, du musst dann immer aus dem, was du hast, gucken, wie du das Beste rausholst, aber das entscheidet dann ja nicht das Spiel. Das Spiel, ne, du brauchst genau, halt wirklich sehr sagt, viel Glück, um es zu gewinnen. Familien Area Control, was keinem so wehtut und man kann immer taktische Entscheidungen ich mag spielen. Diese Aussage nicht. Das ist, und es wirkt hier immer so schön und her. Nee, man kann doch jeder das unterstellt dann immer so, ja, die Leute spielen dann halt gerne Sachen, wo sie es nicht in der Hand haben. Du hast es ja in der Hand. Du kannst ja selbst entscheiden, was du neu würfelst, worauf du gehst. Also hast du dann relativ viele Entscheidungen pro Runde, was du genau machst. Du musst halt natürlich mit dem Ergebnis leben, was dann kommt. Ja, aber diese Entscheidung, was ich meine, ist, diese Entscheidung haben von meinem Gefühl her nicht den Einfluss, der diese Entscheidung rechtfertigt, die du machst und die Überlegung, die du anstellst. Verstehst du, was ich meine? Die Relation dazwischen. Also wenn das Spiel schon sehr zufällig ist und hauptsächlich das, was hier mit den Würfeln kommt, das ist ja dann, und dann ergibt sich aus den Würfeln ja, was du am ehesten damit machst, du weißt ja noch nicht, was die weiteren Würfelwürfe bringen auch, oder ob die Karten passen, die du gezogen hast, wenn du sie überhaupt ziehst, kannst du auch einfach eine ganze Weile kein Grün würfeln, das bestimmt ja nicht, ob du gewinnst. Also da dann rauszuholen, was in dem Moment das Beste ist, ist jetzt ja nicht das Schwere, das ist das Familienspiel-Ding. Aber
das, was das Beste für dich ist, wird ja vorher durch eine Situation bestimmt, die du nicht in der Hand hast, und damit wird die Endwertung bestimmt. Weißt du, was ich meine? Nee, du, also das heißt, so ein Spiel, das man runterspielt, wo man würfelt, guck, was und dafür Würfel hat das zu viel. Du hast Neuwürfen, du kannst dir mehr Neuwürfen freischalten, wenn du es möchtest und es geht. Du hast Karten, mit denen du Einfluss aufnehmen kannst, mit denen du auch erobern kannst, du hast schon relativ viel. Aber selbst die Einfluss Karten bekommst du nur, wenn du vorher das richtige Symbol gewürfelt hast, erst, um erst, in die Verlegenheit zu kommen, ausgeben zu können. Erstmal fängst du ja mit Karten an, dann kannst du gucken, ob du darauf gehen möchtest, die Karten zu steigern. Das ist ja auch deine Entscheidung. Nein, du kannst nicht darauf gehen, Karten natürlich zu steigern. Natürlich kannst du darauf gehen. Du kannst am Anfang, sobald du die erste Karte gezogen hast, ja, kannst du einmal das darauf drehen. Ja, und dann stehst du da erstmal, und wenn du da erstmal stehst, dann ist natürlich auch erstmal easy, das noch weiter hochzubekommen. Immer nochmal würfeln erstmal. Theoretisch kannst du halt Karten im Endeffekt durchtauschen, weil du kannst ja mit einer Karte dir immer eine Karte hindrehen. Genau, das Spiel ist auch, glaube ich, nicht darauf ausgelegt, dass du diese Karten alle erfüllst. Nicht alle, aber wenn du die Karten alle ausgibst, um dir auf irgendwas zu drehen und hier nichts erfüllst, du sollst ja nicht alle ausgeben. Du sollst ja nicht nur auf den Kartentrack gehen, außer dass das irgendwie deine Strategie bringt, dass ich darüber die Punkte bekomme. Das machst du wahrscheinlich und das eher ist schon mal, es gibt keine Strategie, auf einen Kartentrack zu gehen. Da bleibe ich dabei. Das macht doch den keiner. Gibt es nicht. Das sich ja ergeben hat, ist, weil ich viel von den orangen Karten kriegt keiner die meisten Punkte. Und bei 13 auch schon gut sind, hat jemand mehr. Also ich. Na, ich wäre gerne hier noch hochgegangen, aber es hat nicht so funktioniert, leider. Aber mit mehr Neuwürfeln, aber weißt du auch, ich soll ein Würfelspiel dann am Ende des Tages. Ja, genau, also mir passt halt die Gewichtung zwischen den Elementen, finde ich nicht passend. Nö. Okay. Ja. Das ist ja kein Spiel für dich, das ist ja okay. Wie gesagt. Ich fand's besser als QI. Nee, QI fand ich schon witziger. QI macht halt mehr mit der Gruppe. Das hier ist halt ein Schicksalsspiel, das dir aber relativ viel Überlegung dazwischen anstellt. Guck mal, du zum Beispiel, wenn du was Zufälliges willst, du kannst ja zum Beispiel Lama spielen oder Lama-Würfel spielen. Da passiert ja auch viel, worauf du keinen Einfluss hast. Aber da ist die Relation zwischen Spielzeit und deiner Entscheidungsgewalt einfach passender zu dem, was die Zufallsmenge im Spiel ist. Die passt hier, finde ich, nicht so. Doch, für eine halbe Stunde, wenn ich da schnell ein Risiko spielen müsste. Eine halbe Stunde Spiel. Weiß nicht, was da drauf steht. An Spieldauer. Dazu ist es ja wieder, dafür kannst du dann, sobald hier diese Situation steht, ist das ja ein Moment, den du optimieren kannst. 60 Minuten. Ja, da haben wir ja auch alle überlegt. Den gibt's ja. Genau. Ja, das, wo es hier ist, dass du es optimieren kannst. Aber die Unwucht in diesen Situationen, die du dann jeweils optimierst, ist so groß, dass das nicht spielentscheidend ist. Wenn wir es alle halbwegs optimiert kriegen, gewinnt der, bei dem das mit den Würfeln kommt. Also wenn du es einmal gespielt hast, jetzt, wenn ich da Lust habe, das Absager zu spielen, dann spiele ich das auch komplett aus dem Bauch. Und dann ist es auch nur halb so lang. Genau, aber dann hast du natürlich den Entscheidungsspieler und den einen, den es hat, liegen lassen und dann ist es auch, aber dann kannst du ja auch wieder ein Spiel spielen, das als Absacker noch. Wenn du irgendwas spielen willst, was dich nicht fordert, dann nimmst du doch trotzdem nicht das. Da gibt es auch andere kurzweilige. Genau so, dass ich noch einen Überblick über die Entscheidungen habe und das eine sehr schnelle Bauchspielzeit für mich runterspielen kann. Ja, und es gibt Leute, die haben dann vielleicht auch Lust auf sowas als Absackerspiel. Statt ein Lama. Das wäre eine lustige, also irgendwie, wir brauchen mal jemanden, der Wahrscheinlichkeitsmathematik komplett durchrechnet. Mich würde interessieren, ob Lama weniger oder mehr zufällig ist als das. Am Ende des Tages, wo man alles durchprobiert. Ja. Das wäre mal eine Frage. Der Mathematiker sollte schon durchgerechnet haben. Ich weiß aber nicht, was für Mathematiker kennt ihr. Das weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall irgendwie der Wirtschaft war ganz geistig unterwegs. Der Landwirtschaft. Das ist so schade, das sieht so schön aus. Ich wollte das ja auch spielen. Hab das ja auch in Essen gesehen. Aber das ist zu unwuchtig. Leider. Ja. Es kam ja auch sehr gemischt an, glaube ich, was die Rezension angeht. Aber ich hätte es eher positiv bewertet. Stimmt, ist halt immer so im 7er Bereich, was für so eine Art Spiel schon. Ich habe halt das Gefühl, dass für die Leute, die du meinst, das dann eigentlich schon wieder zu viel Spiele noch ist. Ich weiß bei vielen Spielen nicht, wer die Zielgruppe ist, und trotzdem werden manche Spiele echt oft gekauft, wo ich mir frage, wer kauft die? Ja, also es sieht halt allein hübsch aus. Ja, geht so. Das ist jetzt nichts, wo man im Laden vorsteht und sagt, oh, was für ein geiles Spiel. Na gut, es ist halt so dieses desaffordernde Yamatai-Artwork. Also die Prinzessin könntest du ja mit der von Yamatai verwechseln. Ja, und also ich muss sagen, ja, das Cover, da gibt es viele, die schon, also schon gut ist. Da gibt es noch viele gute, aber ich muss schon, also das sieht schon schick aus mit diesen Schachteln und so weiter. Das ist schon super. Wenn ich das im Laden verkaufe, dann machst du das auf und dann sieht man hier diese Schachteln. Das ist super zum Verkaufen. Ist auch die Frage, wie teuer es ist. Ist das so Resakana teuer, so 30 Euro? Ich würde von der Verpackung her sagen 40. Weiß nicht. Meinst du, das kostet nur 30? Können wir rausfinden. So, was sagt der Chat? Regt sich Karl schon wieder zu viel auf? Wird es als Jammern abgetan? Aber, also. Sie müssen erstmal lernen zu verlieren. Aber wer?
Gibt es Leute, glaub, die bei Brettspielen betrügen? Selten, aber manchmal. Drei und drei Sparte. 42,99, das ist ein bisschen teuer für das Spiel. Das ist teuer. Das ist viel zu aber teuer. Von der Packung her fand ich es, war das der Preis nicht geschätzt. Das heißt, ist das der UVP? 45,99? Der Amazon-Preis. Wobei ich mich immer frage, man sagt immer, das ist für das Spiel zu teuer. Eigentlich müssten sie sich preislich ja nach den Produktionskosten richten, also nach dem, was das Material vom Spiel ist, nicht was die Qualität des Spiels ist. Was verursacht dann bei einem Spiel pro Spiel Kosten? Das ist ja eigentlich die Produktion. Und einmal die Zeit, die jemand ins Entwickeln gesteckt hat. Das ist ja aber spannend. Das ist ja einmalig, während du 10 Millionen Dinger das hängt natürlich wieder darauf an, wie gut das Spiel läuft. Du hast halt 5 duelle Tableaus. Das ist ja auch immer diese Diskussion, die du hast mit den Autoren. Ja, wir kriegen nur 5%. Ja, gut, aber ihr habt euch das Risiko, dass der Verlag hat, der da 3000 Stück von druckt und die dann vielleicht nicht verkauft. Und dann halt sich freuen würde über 5% Gewinn pro Spiel. Ja. 75 Holzkomponenten. Also es ist halt, genau, das was drin ist an Komponenten, unabhängig von der Spielkomplexität und so weiter, ist ja wertig. Ja, aber ich, also ich finde das auch nur maximal solide. Ich sage jetzt auch nicht, das ist das geilste Sechs-Schnitten-Brot. Das ist halt so, wie es ist. Das wäre mir auch zu wenig. Gerade bei dem, was man vom Verlag kennt auch. Das ist eine gute Spiel. Das ist ein gutes Spiel. Ich finde es halt immer schwierig, wenn man schnell das Gefühl hat, dass du beim Spiel nicht so viel Einfluss hast. Weil dann fängt das Spiel an, sich beliebig anzufühlen. Und dann ist meine Frage, wenn der Spieler sich anfängt, beliebig anzufühlen, was ist im Gegenzug das? Ist es zum Beispiel irgendwas Lustiges? Es gibt ja so Ratespiele, wo du nicht gewinnen kannst, wo irgendjemand irgendwas malen macht. Lustig ist, wenn du beim Autor Eric B. Vogel, dann siehst du immer die Top-Games, die bei ihm eben waren da noch keine angezeigt. Das fand ich sehr lustig. Ach, war nichts. Jetzt werde ich angezeigt. Jetzt werde ich angezeigt. Na, das ist das, was ich meine. Zum Beispiel, also sowas wie das normale Lama oder so. Du bist ja auch dein Karten. Es gibt ein paar kleine Entscheidungspunkte, aber du bist deinen Karten ja schon so ein bisschen ausgeliefert und was deine Mitspieler machen. Nee. Aber es geht halt super fix, ist dafür gedacht und es hat dann diesen, was ich persönlich jetzt auch gar nicht so mehr mag, diesen, warum hast du jetzt die Karte gespielt, Effekt. Das ist ja das, was ich auch noch verstehe, dass Leute da drauf abgehen. Das ist total nachvollziehbar. Das ist ja auch bei dem hier, bei Mantis oder so hast du das auch. Das ist ja doch gar kein Spiel, aber egal. Und das passiert hier aber auch nicht. Hier sitzt du ja nicht so und denkst dir so, jetzt habe ich das gewürfelt. Hast du nicht? Hat sich bei dir auch wieder angehört. Nee, aber so, nicht, nee, das ist nein, ja nicht das. Nein. Da. Achso, der ist das auch. Ja, das macht Sinn. Mit mir wird der Umrat. Das ist ja kein, das ist ja kein negatives, du hast das gemacht, sondern das ist ja das, was du dann aus diesen Spielen willst. Das ist auch eigentlich noch ein Flurspiel. Und das ist es aber bei dem Spiel nicht, da hast du nicht diese Effekte. Nee, das muss nicht sein. Das von Yellow, das ist wunderschön. Das hat ja noch einen kürzeren Hype gehabt als viele andere Spiele. Ich habe gehört, das soll richtig gut sein. Ist auch Area Control, das ist bestimmt gut. Ist auch Eric B. Vogel. Oh, das ist cool. Hier, guck mal, so eine Leopardenzentaube, finde ich eine coole Idee. Ja, Solo-Modus und dann nimmst du mit. 2 bis 4. Schade. 2 bis 4, leider. Du müsst ihr beide spielen. Nee, 2 bis 4 ist ja 3. Und das hat auch so komische Zufalls... Weiß nicht, das ist vom gleichen Auto. Deswegen wäre es ja interessant, den direkten Vergleich zu sehen. Oh, guck dir mal das Material an, da ist ein Beutel drin. Ein bisschen gebogen. Und hier so ein geiler, was auch immer. Und hier, das setzt sich fort mit dem... Das ist der ganze Spielplan, der sah auf der Rückseite aber größer aus. Ja. Das ist manchmal fake. Wieso lag das nicht im Gang? Wieso lag das nicht im Gang? Das war zu weit oben. Das ist auch schon, wie lange ist denn das hier? Ja, nicht so, dann ist er erst vor 2 Jahren rausgekommen. Erst vor 2 Jahren. Torch Next. Hat nicht mal ein Datum drauf. Kommt, aber wir müssen eigentlich gleich noch. Wir müssen gleich noch kurz unser Ranking machen der Spiele, die wir heute gespielt haben. Also jeder sein persönliches so. Von am schlechtesten gefallen zum am besten gefallen. Ich weiß, was bei dir auf Platz 1 ist. Ah, nee, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, du hast Tinder's Place bei dir. Guck. Das ist für den Jäger, der macht da auch seine Bewegung. Asymmetrische Fraktion. Nee, einer gegen viele. Ihr bewegt euch und ich mache dann hier, wie ich voranlaufe. Ich glaube nicht, ich glaube, das ist für 2 Spieler oder so. Was wirkt es mal so? Was sein, wenn man so Hoffnung und dann. Dann haben sie gedacht, Mensch, wir packen die Reise-Edition. Aber merkst du gerade, was passiert? Er baut das auf. Ja, der macht einfach nein, so. Das ist ja, guck mal, es hat nur eine Seite Regeln. Das ist ja super schnell runden, das dauert nur 40 Minuten. Das heißt, wir spielen 30. Steigert oder?
verschlechtert. Das ist ja, glaube ich, zuerst rausgekommen. Und dann First Empire. Also die Frage ist natürlich, wer es jetzt zuerst entwickelt hat. Da können wir jetzt ja noch gar keine. Ist oh, schon guck mal. Was, oh. Wolltest du nicht auch noch mal ein Video sehen? Oh, guck mal hier, wie schön. Ja, morgen. Und hier. Also wirklich, das ist ganz was Schönes. Ne? Und das ist ja schon aber heiß jetzt. Wie viele sind noch da? 3. 11. Ich 15. War schon als Kind fair. Das ist auch eine gute Aussage. Schreibt man noch was? Schreiben da Leute was? Schreiben bei euch Leute was? Ja, Kinder, sie müssen erstmal lernen zu verlieren. Ich war schon als Kind. Bei mir steht Jocker verabschiedet sich von allen Abwesenden. Sie beziehen sich, sie haben sich über irgendwas anderes unterhalten. Ich glaube, sie meinten nicht uns. Es ging, glaube ich, um das Brettspiel betrügen. Das ist aber eine Diskussion, die ist ganz alt, oder? Aber das ist ja auch, das, ich glaube, Kinder sind sich dessen gar nicht bewusst. Ich habe mit meinem 5-jährigen jetzt Neffen, eingeheirateten Neffen, halt so ein Quartettspiel gespielt, so mit Dinosauriern oder so, ja. Und die denken sich halt einfach nur Regeln aus. Also das ist ja auch eine Form von Betrügen, um zu gewinnen, bei der nicht darüber nachgedacht wird, dass es etwas ist, das der andere nicht merkt. Es wird einfach nur, die Regel ist jetzt, dass, was habe ich für eine Karte? Die Größe gewinnt. Brontosaurier oder so, ne? Und dann ändern sich, diese Regeln ändern sich einfach die ganze Zeit. Kann sein, dass auch nur 4 war, ehrlich gesagt. Und du sitzt dann halt da und denkst dir so, das ist ja noch nicht mal böse gemeint. Das ist einfach nur die Überlegung, wie erreiche ich das Ziel des Gewinns. Ja. Das ist so. Der nächste Schritt ist dann, die anderen dürfen es erst nicht merken. Und danach kommt vielleicht der Schritt, das ist nicht sinnlos. Gar nicht so angenehm, ne? Die liegen da schon ein bisschen rum, aber die haben auch diesen Lasercut. Ich möchte die, ich möchte die coolen, die Zentauren. Die sind, glaube ich, alle gleich, oder? Ja, hier gibt es doch Fraktionen, oder? Ja, da, aber hier. Oh ja, das ist auf jeden Fall so ein Zentauren-Ding. Guck mal, hat 4 Beine. Aber auch, ne, individuelle Miepel. Funktionsqualität ist hier schon auch wieder sehr hoch. Bis auf was auch immer das ist. Für 2 Spieler wahrscheinlich. Es gibt hier Löwen, es gibt Wasserbüffel, und hier, es gibt wunderschöne Nashörner und es gibt. Das ist vielleicht auch ein bisschen mehr. Mutierte Wildschwein-Nashörner. Hier, das ist der für 3. Das ist für 2. Und oh, guck mal, hier ist für. Oh, das ist ja noch mehr. Ich bin nicht überzeugt. Wovon? Du weißt doch noch gar nichts dazu. Ich glaub, stell dir vor, da würde Sandcastle Games draufstehen. Ich glaube, einmal. Dann wird es auch schon. Shit. Willst du ein Brötchen haben? Nein. Weißt du, wie schlecht das ist um die Uhrzeit? Das geht direkt an die Hüften. Du kannst so lang, mir jetzt auf den Bauch. Bei mir auch, das sag mal halt so. Achso, nee, ja. Bei Leuten mit Hüftschlag. Ich mutmaße einfach mal. Ich also, das Artwork von den Fraktionen ist schon geil, ne? Ist schon cool. Ja. Dann kannst du nichts sagen. Ja, das spielt viel. Also, Ben ist offensichtlich das da, weil es gelb. Wie geil ist das denn? Richtig fett. Warhawks nennt man die da. Ist auch ganz schön viel drauf auf diesen Karten. Gut, sind Symbolkarten, ne? Das wird wahrscheinlich. Guck mal, ich habe zweimal die gleiche Farbe. Einer von ist Karls, darfst du aussuchen, welche? Welche der beiden gleichen Farben? Die Karten sind auf jeden Fall bei. Und die andere darfst du da rein. Gleich. Also, es sind, glaube ich, einfach nur Fraktionen, die sind nicht asymmetrisch. Was soll ich? Wo ist euch das? Ich weiß gar nicht, wo der Behälter ist. Ist das nicht auf deiner Seite? Da. Da. Achso, ich soll das Grüne da rein tun. Du hast eben gewonnen, ne? Hier. Also, Löwe ist ja schon immer cool, aber ich muss sagen, der sieht echt mächtig aus. Zeig mal. Der Wasserbüffel. Sag mal, der Löwe. Wenn du Tsukuyomi spielen, dann kannst du die Children of the Lion spielen. Dann hast du die ganzen Tiere für dich. Tsukuyomi würde ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, die Mecha-Fraktion oder so. Ich habe keine Ahnung, was da es gab. Die waren alle abgedreht. Es gibt mittlerweile, glaube ich, 18 Fraktionen. Bei wem? War das ein relativ komplexes Spiel? Tsukuyomi gibt es. Waren die nicht auch super asymmetrisch? Ja. Tsukuyomi hätte ich mal Bock drauf, aber Ben will ja immer nicht. Kannst hier, du kannst Tsukuyomi was. Tsukuyomi sogar mittlerweile so einen Mad Max-Zirkus spielen. Mad Max-Zirkus? Mit aufgemotzten Karren. Also ich mag ja, also Asymmetrie hat ja diese Sache, dass Asymmetrie nicht nur, also irgendwie macht das viele Sachen für mich thematischer, weil die Asymmetrie ja in der Regel irgendwelche Sachen rausstellt, also nicht bei allen Spielen, aber bei vielen ist es einfach so, dass es dann noch stärker das Gefühl vermittelt. Oder du verbindest dann mit den Fraktionen etwas, was so das Mechanische und das Narrative verbindet, das ist auch egal. Und bei Tsukuyomi ist es ja noch cooler, weil es ja von Felix Mattig hat und das ist ja Comiczeichner eigentlich. Ja. Du liest ja am Anfang auch einen Comic, die Fraktionen werden ja mit dem Comic eingeführt. Es gibt ja sogar... Das ist das, wo der Mond runtergefallen ist mit Monstern und so. Krieger, Herrschertier, Held.
Was ist ein Krieger? Das ist ein Krieger. Krieger, Herrscher, Tier, Held. Herrscher, Tier? Herrscher, Tier. Das ist Herrscher, Tier. Herrscher, Tier. Bewegungsfall, Startspieler, Marker, Wohlstandsanzeiger. Oh, die sind unterschiedlich. Heldenmarker. Ich muss den Löwen nehmen, wenn ich rot spiele. Das ist der Wohlstandsanzeiger. Wir müssen tauschen, ich brauche blau, weil du hast die Brücke. Du kannst aber auch die Brücke spielen. Königsreichtafel, Erinnerung an Symbole. Dann nehme ich die hin. Weil ich habe gerade festgestellt, aber das kommt auch nicht hin. Das ist ja das Rhinoceros, aber das ist doch grün. Das haben wir alle. Das sind alles Rhinoceros? Ja. Ich dachte, bei Ben sieht das anders aus. Dann kann ich doch die Wasser spielen. Dann die Startkönigreichkarte. Oh, die hätte man nicht mischen sollen. Wie sieht die Startkönigreichkarte? Die haben Nullen unten. Sind die beiden gleich? Was ist das hier? Wo kommt das hin? Ja. Ja, dann nimmt man sich die auch noch. Die sind alle gleich, steht hier. Die Kartenauflage neben dieser Tafel ist auch alle blau. Also hier ist so das Königreich daneben. Also es liegt hier, ja? Ja. Und wir haben jetzt einfach, die machen alle das Gleiche. Das ist quasi jetzt der König der Löwen dann anders. Ich versuche es. Es gibt zwei verschiedene Königreich-Kartendecks, blau oder rot. Eins ist von wem, das andere kommt in die Schachtel. Früher war schön, früher hat Ben auch immer noch Naschkram gekauft. Das kann ich mir jetzt gar nicht erlauben. Schokolade im Kühlschrank gehabt. Wenn ich wieder 20 Kilo runter habe, dann kann ich wieder Schokolade essen. 20 Kilo ist viel. Ja, aber ich bin fast wieder so weit, dass es 20 Kilo sein können. Aber ich habe bisher nur 2 Kilo zugenommen. Das finde ich gut. Du siehst jetzt nicht irgendwie, also nicht, dass man es merken würde. Es wächst, wenn so langsam, dass es wie bei Gras ist. Das fällt einem nicht auf. Ich merke das ja schon, deswegen habe ich die Brille gewechselt. Das ist für die Selbstwahrnehmung ist, glaube ich, alles furchtbar, oder? Wenn ich mich im Spiegel sehe, habe ich das Gefühl, ich bin ein unförmiger Klops. Und ich hoffe, das wäre jetzt die Chance gewesen für den Singer. Es gibt so eine VR-Technologie, da setzt du eine Brille auf und dann guckst du dich halt in so einem Spiegel an, das andere sehe ich dann auch. Und dann kannst du halt quasi ein Bild von dir selbst dick oder dünn machen. Und dann wird das halt irgendwie random eingestellt und dann sollst du dich so einstellen, wie du dich selbst wahrnimmst. Hm. Und dann stellen die meisten Leute, also gerade übergewichtige Menschen, stellen sich deutlich dicker ein, als sie eigentlich sind. Ja. Und dann können sie sich aber auch so mit Armbewegungen halt so schlank machen, wie sie gerne wären. Und die meisten wollen gar nicht so richtig schlank sein, sondern schon so einfach nur ein bisschen weniger als jetzt gerade. Dann fragen sie mal, wie viele Kilo sind das jetzt weniger? Ja, so 10 weniger. Ach, 10, das geht ja eigentlich. Weil sie dann sich fast das, was sie von Außenwahrnehmung her anzeigen. Ja, und, ja, aber es ist halt so, ne? Man nimmt sich selbst vor und denkt sich, Und du kriegst das nicht raus. Du siehst ja objektiv das Gleiche. Aber das Gehirn verarbeitet es irgendwie anders. Wie auch immer. Einmal nach den Zeitern unten sortieren. Ist das deine visuelle Wahrnehmung nicht objektiv ist. Ja, ja, das ist ja das, was ich meine. Du siehst irgendwie das Gleiche, ja, aber du ordnest das so anders ein. Keine Ahnung. Die 1. Ja, genau. Alle 1 sind zusammen, alle 2. War bestimmt, bevor ich es gemischt habe. Jeden Stapel für sich mischen und dann aufsteigende Reihenfolge, sodass unten der 5er liegt und oben der 1er Stapel. Jeden Stapel für sich mischen. Mhm. Vielleicht. Und dann das Königreich der. Also, wir mischen die 1er. Die 2er, 3er, 4er, 5er, 6er und die 5er liegen ganz unten. Und dann werden hier 6 Karten aufgedeckt. Dann werde ich das alles Spiel nochmal spielen. Ja, hätten wir. Nee, das ist schon besser. Weil ich jetzt davon ausgehe, dass das nicht schlimmer wird und vielleicht besser. Naja, aber du wirst es ja wahrscheinlich zweimal spielen müssen. Mal gucken, wie das jetzt so ist. Also ja, werde ich. Offline dann. Aufsteigen. Also der Spruch ist, jedes Spiel wird ausreichend getestet. Ich habe es ausreichend oft gespielt, ja. Voltaire ist echt super. Ich glaube, ich erinnere mich das gerade oder einmal, was dazu gesagt hat zu diesem Spiel. Nicht bei Zahnschmerzen nehmen. Nein. Ich glaube, es war eine seiner diplomatischen Reviews. Ach, das. Ja. Wer hat das wohl gesagt? Rado. Ja, aber es ist ja auch sehr konfliktbasiert und das mag er ja nicht so. Das war. Rado mag auch nicht jedes Spiel. Er vermeidet halt vor allen Dingen im Vorfeld schon so gut wie möglich Dinge zu nehmen, über die er negativ reden müsste, was absolut in Ordnung ist. Ich habe es jetzt gelesen. Haben wir das blaue Deck? Ja. Gut. Wir würden empfohlen, das blaue Deck für das erste Spiel zu nehmen. Ach, es gibt unterschiedliche Decks. Ja. Blau und Rot. Man sieht hier krasser, blau. Ja. Es gibt sehr viel. Haben wir genauso. Gibt mehr rote als blaue Karten? Nein. Je mehr Symbole eine Karte hat, desto stärker ist sie. Krass. 4 Reihen? Nein. Das rote Deck hat noch eine 5. Reihe, haben wir nicht. Die Symbole jeder Reihe haben in bestimmten Phasen eine Bedeutung. Also wahrscheinlich Karten ziehen, Figuren einsetzen, bewegen und was auch immer wir noch haben. Und je mehr da sind, desto besser. Und die Zahl uns zeigt an, welche Zeit das Ganze ist.
Wir spielen Runden, bis wir Karten des Zeitalters 5 aufdecken. Dann wird die laufende Runde beendet, sodass wir alle dieselbe Anzahl an Zügen hatten. Danach hat jeder Spieler noch einen letzten Zug. Zu dritt haben wir 8 Züge. Okay, ganz selten. Das Symbol gibt es dann in unserer Partie nicht. Wofür auch immer das steht. Ja. Man nimmt immer, dann rekrutiert man, dann bewegt man, dann wertet man, dann verwaltet man. Also du meinst, man nimmt, man rekrutiert, bewegt, wertet und verwaltet? Exakt. Beim Nehmen wählt man, also hier kommen 5 Karten offen hin. Oder sogar 6. Funken? 6. Aber es gibt keinen zukünftigen Markt und keinen aktuellen Markt. Es gibt nur einen Stift, der runtergefallen ist. Es gibt einen tatsächlichen Markt. Was ist da drin? Der Heldenmarker. Das ist ja dann ein Verjüngung. Ja. Ich muss meine Heldenmarke. Müssen wir eigentlich auch noch rezensieren. Du hast keine Video zur Verjüngung gemacht? Nein, haben wir nur zweimal gespielt. Das hätte ich gar nicht gespielt. Du hast das doch. Spielen. Nee, du musst das voll. Heldenmarker. Ach nee, ja. Ich habe es einmal gespielt und du mehr, dann zweimal. Weil du hast auf jeden Fall mehr als ich gespielt. Nein. Einfach nur Heldenmarker. Ich hab's einmal gespielt. Also ich hab's nur einmal gespielt. Du hast es nochmal mit irgendjemand anders gespielt. Habe ich? Also zweimal ist auch wirklich das Maximum. Weiß ich nicht. Ich kann dir das sofort sagen. Also ich fand die Idee mit dem Marktmechanismus und dem Karten, wie das durchläuft, sehr clevere Idee. Ich fand das sehr anstrengend, das ist nicht schlecht. Das heißt nicht, dass ein Spiel schlecht ist. Ich finde Sachen sehr schnell anstrengend. Aber die Idee fand ich halt total clever und vor allen Dingen hinten raus, also dass die ganzen Sachen auch ausgegangen sind, sich Karten dadurch entwertet haben, da steckten interessante Überlegungsansätze drin. Es war auf jeden Fall besser als Fasan 14. Es steht nicht drin, aber ich habe zweimal gespielt. Man nimmt sich eine Karte. Wenn man dran ist. Ja, nach bestimmten Regeln. Nicht zwei, ich habe 2 Karten nehmen. Nach bestimmten Regeln, die wir rausfinden. Also jedes Symbol, das man hier oben hat, in der obersten Reihe deiner Königreichkarte, verleiht einem 21 Möglichkeit beim Auswählen der Karte. Man zählt die Anzahl der Kartensymbole in seinem Königreich. Mhm. Aus so vielen Karten darf man auswählen. Beginnt von hier. Das heißt, wir hätten alle Auswahl aus den 2 Karten. Also das heißt, wenn da am Anfang welche mit liegen, dann hat man schnell mehr Auswahl. Und wenn man das die ganze Zeit nicht hat, dann hat man immer nur Auswahl aus 2 Karten. Genau, dafür ist wahrscheinlich der andere Nachteil. Das ist wirklich der gleiche Design. Ne, merkst du. Genau, man schiebt dann alle Karten nach links und dann wird eine neue Karte aufgefüllt am Ende der Reihe. Ja, also der Kartenstapel würde quasi hier liegen, wir würden von da anfangen zu zählen. Von wo? Von da aus. Ja. Okay. Das ist schon nehmen. Das erste, was machen, nimmt sich einfach eine der beiden Karten von da. Dann rekrutiert man da die zweite Reihe hier, zeigt 0-3 Figurensymbole. Man nimmt dir jeder auf der genommenen, also das sind wahrscheinlich auch hier, ne, also unterschiedliche Figuren angegeben, die nimmt man sich dann, die quasi auf der Karte sind. Nur von einer Karte oder von allen, die da liegen? Das erweitert man doch, oder? Man zählt dann alles zusammen, was da liegt. Momentan steht nur, vielleicht werden die mal draufgelegt, weiß ich nicht. Wir würden jetzt auch gleich zum Spiel beginnen. Erstmal, wo stand's? Wo ist unsere Stadt? Da, genau. Beginnt mit dem Startspiel, dann im Uhrzeigersinn setzt man 3 seiner Kriegerfiguren auf ein Feld mit Bumsdings hier. Ich würde sagen, wir machen wahrscheinlich einfach so. Und setzen uns dahin. 2 Spieler, 3 Spieler, 4 Spieler. Ja. Ja. Okay. Also, nachdem wir das gemacht haben, also man darf die jetzt leben setzen und darf sie auf eines der Spielplanfelder, die man bereits besetzt hat, also wie im anderen Spiel. Sollte man alle Figuren davon auf dem Spielplan haben, überspringt man das. Man rekrutiert lediglich die Symbole auf der neuen Karte, nicht auf Karten, die bereits im Königreich liegen. Beim ersten zählt man alle Symbole, beim zweiten hier 2-3 nur die neue Reihe. Danach kommt die Bewegungsphase. Die dritte Reihe erlaubt dir eine Anzahl Bewegungen. Jeder Doppelfeier erlaubt ihm eine Bewegung. Man muss nicht alle Bewegungen nutzen. Zu Beginn der Bewegungsphase setzt man den Bewegungsanzeiger auf das am weitesten links liegende Symbol und man verschiebt ihn immer ins Weite, um zu tracken, welche Bewegung man schon gemacht hat, wo man da gerade ist. Ach, dafür ist das. Genau. Verrückt. Clever, ne? So behält man den Überblick. Angriff und Rückzüge finden ebenfalls statt, wird gleich erklärt. Wenn man alle Bewegungssymbole benutzt hat oder es keine weiteren mehr nutzen möchte, geht es mit der Wertungsphase weiter. Eine Bewegung besteht immer darin, eine oder mehr Figuren als Gruppe von einem Feld auf ein benachbartes Feld auf dem Spielplan zu verschieben. Eine Bewegung folgt immer folgende Regeln. Alle Figuren müssen sich über dieselbe weiße Grenze von einem Feld auf ein benachbartes Feld bewegen. Figuren dürfen nie über schwarze Felder sehen. Schwarze Ränder meinst du? Schwarze Ränder in Seen reinlaufen. Ja. Figuren dürfen mehrere Bewegungen innerhalb eines Zuges ausführen. Es dürfen verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Bewegungsaktionen bewegt werden. Oder beides in Kombination. Es liegt bei dir.
Also wenn ich das hier bewege, brauche ich 3 Bewegungen, um die gleichzeitig zu bewegen. Hier steht, alle Figuren bewegen sie. Ich habe den Anfang des Satzes verpasst. Figuren dürfen mehrere Bewegungen innerhalb eines Zuges führen. Das dürfen verschiedene Gruppen in unterschiedlichen Bewegungsaktionen bewegt werden. Und hier steht, eine Bewegungsaktion besteht darin, ein oder mehr Figuren als Gruppe von einem Feld auf einem benachbarten Feld auf dem Spielplan zu bewegen. Das ist eine Bewegung. Ja. Wahnsinn. Man hat das auch beim Bewegungslauf des Spiels. Die Figuren müssen sich doch nur dann auf ein Feld bewegen, das ein anderer Spieler besetzt, wenn man dieses angreifen kann. Sie dürfen sich nur dann auf ein Feld bewegen, das ein anderer Spieler besetzt, wenn man auch angreifen kann. Wenn man nicht angreifen kann, darf man nicht reinlaufen. Mhm. Man muss jede Bewegungsaktion abschließen, bevor man neu beginnt. Das schreibt keiner mehr. Die schlafen. Es ist jetzt auch 3 Uhr, die meisten schlafen. Ist das nicht. Man muss nicht alle Figuren eines Felds bewegen, man kann auch nur bestimmte Figuren bewegen. Angreifen. Ein Angriff findet immer dann statt, wenn man Figuren auf ein Feld zieht, das mit Figuren eines Gegners versetzt ist. Um den Angriff auszuführen, muss man die angreifende Figurengruppe mindestens ein Feld größer sein. Kennen wir auch vorher. Als die besetzende Gruppe der Figuren des Gegners. Alle Figurentypen dürfen zum Angriff benutzt werden und jede Figur zählt 1. Die Angriffsmacht, wie es hier so schön heißt. Also selbst, okay. Man darf einen Gegner niemals angreifen, wenn man nicht schwach ist. Und wenn er eine höhere wertige Figur hat? Ja, und wenn es das letzte Feld ist, das er hat. Okay. Auch in hier wie vorhin, kennen wir. Also er hat so eine Designphilosophie, der erfolgt. Alle Angriffe, die die übrigen Voraussetzungen sprechen, sind automatisch erfolgreich. Wenn man mit einer Gruppe angegriffen hat, in der mindestens eine Heldenfigur war, zieht man blind einen Heldenmarker aus dem Beutel, sieht sich die Zahl auf dem Marker an, zeigt sie den anderen aber nicht. Ich habe jetzt natürlich die 5 gezogen, wo es nicht wichtig ist. Ich weiß nicht, wieso die Zahlen gehen, aber 5 klingt viel. Sieht sehr viel aus. Und legt das Verdeck daneben. Auch das kennen wir irgendwie ein bisschen variiert mit den Städten. Ich weiß noch nicht, was die unterschiedlichen Figurengruppen. Ja, hier mit kriegst du halt einen Marker. Wenn du ihn besiegst. Genau. Nee, wenn du ihn benutzt. Wenn du halt erfolgreich angegriffen hast. Wenn du mit ihm erfolgreich angreifst. Genau, du kannst ihn nur erfolgreich angreifen. Okay, also das ist das, was der macht. Und die gegnerischen Figuren müssen sich jetzt zurückziehen, auch das kennen wir irgendwoher. Und dann darf man weiter fortfahren, Bewegungen auszuführen, inklusive weiter Angriffe. Ich fühle mich jetzt vielleicht eine Stunde früher und würde die gleiche Anleitung in einer Farbe lesen. Genau, das ist statt Würfeln. Genau. Aber das ist hier so ein Aufbau. Okay, also das kommt ja immer stärker besser. Zu, aber es war ja bei den Leisten auch. Die Leisten waren ja auch mehr von. Da können wir das groß vergleichen. Also Rückzug. Wenn man einen Gegner zum Rückzug zwingen, müssen alle Figuren vom angegriffenen Feld auf das nächstliegende Feld setzen, das er besetzt. Es müssen also möglichst wenig weiße Grenzen überquert werden. Übrigens immer noch guck nochmal in First Empires rein, bevor du drehst, weil dieses, ich könnte gerade, wo du es sagst, schwören, dass man sich auch in ein angrenzendes Feld zurückziehen sollte, außer man kann nicht, dann geht man in das, wo man ist. Beliebig stand da. Beliebiges Feld. Oh Gott. Also hier, du kannst, musst dich, also wenn du hier und hier stehst, musst du halt in das nächstgelegene sich zurückziehen. Ja, hier ist nächstgelegene. Ja. Na gut. Und man darf nie schwarze Seen dabei durchqueren, wenn man die Entfernung trackt. Mhm. Wenn mehrere Sätze gleich. Das ist ein Feld? Natürlich von hier nach hier. Das ist ja ein weißes Feld, ja. Das sieht nur so erhöht aus. Ja, aber. Okay. Nur weiße Grenzen. Was übrigens auch ähnlich ist, ist kein Feld weiter weg als 3. Ja, Designphilosophie. Nee. Bei mehreren gleich. Das ist 4 weg. Gleich weiten Feldern muss man sich entscheiden. Es müssen aber alle Figuren in dasselbe Feld. 5. Also hier darf man sich nicht aufteilen. 4. Das hier. Das, ja. Also immer alle Figuren müssen in ein Feld gehen. Man darf nicht aufsplitten wie beim anderen. Danach kommt eine Wertung. Wie alle Figuren müssen in ein Feld gehen? Achso, beim Rückzug müssen alle in ein Feld gehen. Mhm. Danach gibt es diesen Symbol hier, Wertung. Man erhält 1 Siegpunkt pro Symbol auf den Karten. Man erhält 2, also Wohlstandspunkte heißen die. Das hier ist das Herrschertier. Wenn das Herrschertier auf einem Ruinenfeld ist. Das werden alle. Das werden die Grünen sein. Ja. Da. Genau. Also einer da gibt 2 Punkte. Okay, das ist das, was die machen. Genau. Da musst du nur einmal stehen oder wann gibt er 2 Punkte? Wenn er bei der Wertung da steht. Wann ist die Wertung? Nach dem Angreifen. Wow. Das ist echt. Also hier, ne? Werten. Das ist echt, also es fühlt sich jetzt von den Regeln her wirklich so an, so First Empires war, was dann, also wenn du ein Spiel designst, wirst du ja wahrscheinlich mal verschiedene Wege überlegen. Man hat sich einfach das gedacht, weißt du, scheiß drauf, ich mach beide.
Oder es fragt halt, okay, was hast du noch? Hast du noch eins oder noch? Dann hast du so das Spiel, das du schon verkauft hast, dann siehst du so rechts neben dir, siehst du die Würfel und denkst du, Ist ja wie Amigo. Tulip Bubble und Sargani. Wir nehmen Tulip Bubble. So. Ja, und alle, die irgendwie Varianten in ihre Spiele mit reinpacken oder nur als Erweiterung verkaufen, lassen Geld liegen. Auf jeden Fall. Man hätte Tinder's Trail auch als danach guckt The man Iron sich dann alle Heldenmarker an, die man in dem Zug gezogen hat. Aber das hat ja nicht Martin Wallace Design, sondern der andere. Ne, also angenommen, ich habe jetzt drei Heldenmarker gezogen, dann behalte ich nur einen davon. Wie solltest du drei ziehen? Ich kann ja drei gezogen haben, weil ich drei Helden angerufen habe. Je mehr im Kampf dabei sind. Genau. Und dann darf ich aber nur einen davon behalten, den ich verdeckt vor mir ablege. Die anderen kommen wieder zurück in den Beutel. Aber ich kann auch mehrere Kämpfe führen. Also ich könnte auch hier angreifen gehen, da angreifen gehen. Solange du Bewegung hast, kannst du angreifen. Geil. Aber dann würde man separat ziehen. Das gilt nur, wenn drei Helden in einem Kampf dabei sind. Nee. Mindestens eine Heldenfigur. Dann zieht man einen Heldenmarker. Naja, aber ich meine, wenn es zwei verschiedene Kämpfe quasi sind. Ich mache erst das Feld, gewinne, ziehe, gehe dann hier rein, ziehe, gewinne. Genau, und dann hast du mehrere Marker gezogen und dann in der Wertenphase darfst du nur einen davon behalten. Das heißt, in der gesamten Runde, egal wie viel wir ziehen, einen werten wir. Das heißt, wenn ich die 5 gezogen habe, dann ist die Chance, dass du einen höheren hast, halt hoch. Genau, dann ist egal. Danach kommt die Verwaltenphase. Jede Karte stellt Bevölkerung da und jetzt ist der Rosenberg drin, die wir ernähren müssen. Wird eine Karte nicht mehr ernährt, wird die Bevölkerung umgehalten und verlässt ein Königreich. Jedes von uns besetzte Savannenfeld, auf dem mindestens ein Krieger steht, ernährt eine Karte. Wir stellen fest, wie viele Karten, also Krieger sind ja die Dudes hier, wir stellen dann fest, wie viele Karten wir ernähren können. Was ernährt eine Karte? Savannenfelder. Alles andere, was nicht Ruinenfelder sind. Genau. Okay. Also ich prüfe nochmal, aber das wird so sein, dass das Seefeld ist, Savannenfeld, Ruinenfeld, Startfeld. Ich weiß nicht, ob ein Startfeld auch ein Savannenfeld ist, ich vermute mal. Das ist der extra. Ich denke schon, so ein Savannenfeld. Das ist genauso gezeichnet. Sieht genauso aus. Also man kann nur so viele Karten haben, wie man Dudes hier aus solchen Feldern stehen hat. Das ist jetzt natürlich wieder spannend, eine einschränkende Entscheidung. Also pro Feld kann ich was versorgen? Eine Karte. Karten ist Bevölkerung. Jede Savanne hier bildet eine Bevölkerung. Also das ist auch schon jetzt ist ja ein weniger zufälliger Mechanismus, ganz streng genommen, als das mit den Würfeln. Ja. Weil du ja, wenn du das Kartending erweiterst, auf jeden Fall eine mehr Auswahl bekommst und vor dem Nehmen weißt, was du nimmst. Und natürlich, wenn du jetzt ja durch diese Karte so einen Helden und so einen Soldaten bekommen hast, die jetzt mit dir streiten und dann ernährst du sie nicht mehr, dann gehen die natürlich auch wieder. Mhm. Musst du also auch wieder abgeben. Dann. Das heißt, man muss auch entsprechend viele Fälle. Das ist also kein, weil sonst würdest du wahrscheinlich irgendwann... Genau. Wir wissen noch gar nicht, wie viele Runden das geht. Bis die 5 aufgedeckt wird. 8 Züge, habe ich gesagt am Anfang. Genau. 8 Züge. Bestimmte Karten im roten Deck haben so. Es kommt also auch alles weg. Wir haben kein rotes Deck. Es bleibt nichts liegen, es kommt alles weg. Haben Nahrungssymbole, die würden dann nicht ernährt werden müssen. Danach ist der nächste dran mit der Nebenphase, nur im Spiel zu zweit, Spielende. Gottes Willen. Kommt der doch einmal her. Von der Decke. Während der Nebensphase, wenn da die Karte 5 aufgedeckt wird, wird die Runde zu Ende gespielt. Dann gibt es noch einen allerletzten Zug und dann gibt es die Endwertung. Man kriegt 2 Punkte pro Wohlstandskarte, man deckt alle Heldenmarker auf, rechnet deren Wohlstandspunkte zusammen, zieht seinen Wohlstandsmarker weiter, wer die meisten Wohlstandspunkte hat, gewinnt. Fertig. Vielleicht. Du fängst an. Weil? Ah ja. Du hast doch das Spiel. Startspielerregel ist zufällig. Okay. Zufällig, genau. Und du hast dich freiwillig gemeldet. Du hast nicht schnell genug gesagt. Ich würde das hier hinlegen. Wie baut man denn jetzt dieses Tableau? Das muss eine Sequenz sein. Hier legst du das hin. Hier oder links anlegen. Hier siehst du das, ja. Also ich starte so. Das passt perfekt. Und dann legst du die, glaube ich, immer so daneben. Rechts davon. Genau. So. Ich lege es mal hier unten hin, das ist besser. Rutscht das nach, wenn er jetzt nimmt? Ja, ja. Wird immer hier hingeschoben und hier wird nachgelegt. Also ich darf von den ersten zwei. Man muss auch eine nehmen. Offensichtlich dann. Ich glaube, du willst eine nehmen. Nein, eigentlich würde ich gerne eine von denen nehmen, damit ich dann mehr Karten greife. Achso, nee, das macht Karl dann und ich. Dann habe ich zwei Bewegungen theoretisch. Dann hätte ich hier eine dritte Bewegung, aber hier kriege ich mehr Dudes als schon Helden. Mhm. Und Helden gibt mir ein Heldenmarker, aber nur wenn ich andere besiege. Ja. Was ja noch nicht so schwierig ist. Ich glaube, auch hier hängt man nicht so in den Startbühne. Ich habe schon einmal mehr. Also, ich nehme einfach mal das. Moment mal, das ist ja unfair. Was denn? Wieso sind wir beide aneinander so viel dichter als er an uns? Ich dachte, das ist eine 3-Karte, damit das alles gleich weit weg ist. Pustekuchen. Hat wohl ein Social Balancing. Was zur Hölle ist das denn? Wir machen ihn platt. Dann müssen wir uns wohl darauf einigen am Anfang.
Wir hätten hier aber noch ein Feld einziehen können, ne? Ne? Also ist irgendwie so. Also ich habe jetzt eine Karte genommen. Mhm. Da muss ich rekrutieren. Irgendwie ist es komisch. Rekrutiere ich. Das heißt, für mich ist das schlechter. Weil ich nicht so schnell erobern kann. Ich komme schwerer an Helden. Man hätte hier eine weglassen sollen oder sowas. Mhm. Weil dann wäre ja zu einem Abstand von 3 jeweils und zu einem Abstand von 4 jeweils. Ich rekrutiere jetzt das, was ich hier gespielt habe. Das ist auch nicht richtig. Also ein Krieger und ein Helden. Mhm. Und die muss ich ja da ganz schnell, weil ich sonst nichts habe. Also nee, und 3 normale Krieger. Die liegen da schon drin. Ja. Das war ja die Stadt Königreich. Ach so, die sind die schon. Die Karte bringt die Leute, wenn du die Karte nicht mehr ernähren kannst, kommen die Leute wieder weg. Dann habe ich 2 Bewegungen. Ja. Und jetzt will ich ja mindestens 2 Savannenfelder haben. 10 ist jetzt auch ein Savannenfeld. Ich würde sagen, ja. Das ernährt dir die eine Karte, die du hast. Es geht einfach nur um Mehrheiten. Du hast 2 Bewegungen, du könntest jetzt mein Königreich überfallen. Machst du ja bestimmt. Ich komme nicht an euch ran. Nein, aber ja. Jetzt kommen wir gerade noch. Aber ich könnte dich überfallen. Es tut mir leid, aber es kommt mir seltsam vor. Aber das Heimatgebiet kann man ja nicht. Was? War da irgendwas? Nö. Ein Gebiet. Wenn das du letzte ein Gebiet hat, also du könntest keins da nicht angreifen. Wenn du da jetzt, ja genau, weil das würdest du ja, also ne, du ziehst die Karten, bist vor dem anderen dran. Also der Startspieler hat den Nachteil, dass er keinen anderen angreifen kann. Wieder nach schon. Aber ich könnte jetzt theoretisch 1-2 machen. Ja. Eine Gruppe, noch eine Gruppe. Ja. Ist auf jeden Fall mehr Bewegung auch als in First Empires. Viel mehr Bewegung. Aber das brauche ich das ja gar nicht. Aber wozu willst du 3 Karten versorgen gerade? Ja. Genau, ich könnte auch so machen. Aber es bringt mir auch nichts, weil ich keinen Löwen habe. Das gibt ja nur dann Siegpunkte. Wenn ich... nee, du weißt doch, das ist jetzt auch, du siehst ja quasi, was ich würfeln kann. Du weißt ja schon, dass ich keinen Helden haben werde. Nichts. Genau, ja, aber ich werde so keinen Helden haben. Ja, und es wird noch ein bisschen dauern bis zum nächsten Helden. Ja, ich will ja theoretisch Kriege führen mit dem Helden jetzt. Und das gibt immer einen Siegpunkt pro Siegpunkt-Symbol. Ich brauche auf jeden Fall eine Savanne, das heißt, ich kann nicht nur dahin laufen. Ich will aber Karl nicht bedrohen um die Uhrzeit. Also laufe ich da. Hat er, glaube ich, da lässt er das Heimatland frei, ne? Hm. Aber ich muss ja nur in meine Runde meine Karte rekrutieren. Ich war jetzt bewegen, ich habe nicht gekämpft, ich werte. Was wertet man? Nix. Seine Heldenmarker und die Ruinen. Man muss immer erst am Ende seiner eigenen Runde die Ruinen haben. Ruinen zählen ja nur die Dudes. Ja. Und deine Symbole, die du hier hast. Also ihm jetzt irgendwie das die wegnehmen, bringt ja nichts. Einfach nur, dann steht er halt mit einem da. Ja. Verwalten, was passiert da? Jetzt muss ich ihn nähern. Jetzt musst du ihn nähern. Aber ich habe ja 2 Savannenfelder. Ja. Yes. Krass. Du spielst hier auf Punkte, das ist so klar. Das konnte ich ja. Und auf mehr Kartenauswahl. Ich krieg die schlechtere Karte. Danke. Du kriegst das, was Danke. Extra Punkte generiert. Das kriegst nee, du das nicht. Du bist ja bei 2 erst. Oh. Ja. Oh. Wollte ich das nicht so Stufe 2. Warte, jetzt muss ich ganz überlegen. Du nimmst das. Jetzt plant er auch schon voraus. Oh Gott. Du kriegst das Heldentier. Das geht halt jetzt hier. Ja, ist besser. Das ist ob das besser ist, weiß ich noch nicht. Das sehen wir gleich sehen. Dann Zufall magst du nicht, Kontrolle magst du nicht. Kann ich 2 bewegen noch, mich, wenn ich will. Ich esse gleich noch einen Teller. Ja? Ich rekrutiere halt nichts. Das heißt, ich bin halt auch sehr leicht irgendwie rauszuhauen. Morgen kann man gar nicht einkaufen, gell? Das ist Feiertag. Stimmt. Das ist das Problem. Keine Süßigkeit. Hm. Der Kiosk hat immer auf. Das ist 2 Jack von mir. Kannst du jetzt noch vorbeigehen? Der hat bis 5 auf. Ist immer auf. Naja, der ist nicht der einzige. Es gibt noch irgendwie andere... Ich gehe nur zu einem. Orte, wo es. Also, Tankstelle gibt es ja natürlich auch noch. Danke, ja. Und das ist tatsächlich. Ist auch noch teurer als Kiosk. Ich weiß nicht, was. Armin ist schon. Der weiß schon, was er da tut. Vor allem, man sagt immer, Armin, das steht in der Regel irgendwer anders immer rum. Da, ich weiß gar nicht, wer der Besitzer ist. Ich war nur nachts um 4 da, da war er. Ach, du weißt, wer Armin ist. Ja, was weiß ich, wer der Armin ist. Ich bin fertig. Der so. Ich krieg noch einen Punkt. Ich krieg noch einen Punkt. Boah, da zieht er davon. Das ist ja das Problem. Ich habe jetzt. Natürlich kriege ich eine Karte und den Siegpunkt, aber ich habe ja nichts. Du musst jetzt eine Karte abgeben, oder? Wieso? Achso, ich muss das Savannenfelder haben. Ja, das war's. Aha, so, was mache ich jetzt? Auch erstmal mehr Auswahl natürlich. Aber schön. Kostet schon, hat eine Opportunity-Kost. Ja, jetzt kriege ich hier noch einen Dude dazu. Da kommen schon die Zweierkarten. Jetzt können wir mich 2 bewegen, ne? Ah, 2, 3, lass mich raten, die nächsten Karten haben dann 4 Symbole. I see. Ich glaube... Insofern ist natürlich mehr Auswahl, insofern... Wirklich, du hast halt auch weniger Symbole, die aktiv was machen. Jedes Auswahlsymbol kostet dich irgendwas anderes. Ich glaube, ich bin fertig. Ich meine, du bist der Einzige, der aus dem Würfel ziehen kann bis jetzt.
Wie viel gibt es nochmal, wenn man hier drauf steht? 2. Kriege mehr meine Savannen. Ja. Das wird gar nicht so leicht sein, also werden die ganze Zeit. Nicht schnelle Regeln drauf, war super. Ich nehme den. Fällt mir jetzt schon ein bisschen besser, aber mal gucken, wie das am Ende wird. Kriege einen Krieger, wo kann ich den platzieren? Wo du Einheiten hast. Wieso sagst du, dass du Karl nachts nicht mit Rom willst und dann marschierst du auf mich zu? Nie gut, den Gastgeber anzugreifen. Du weißt schon. Das Problem ist, dass ich jetzt zu schwach bin. Wir haben beide. Was passiert denn, wenn du gewinnst, dann ziehen sich meine Leute wieder zu. Ich gewinne nicht. Du darfst nur angreifen, wenn du gewinnst. Es gibt ja hier keinen Würfen oder so. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel... Hätte das einer mal... Aber wenn du gewinnst, dann muss ich den Spieler zurückziehen. Wenn ich gegen dich gewinne, musst du dich zurückziehen. Ja, das war die Frage. Genau, ja. Boah, das wäre in der echten Welt auch irgendwie praktisch, ne? Dann kriege ich echt schnell vorbei. Wäre so, oh, guck mal, er kommt auf uns zu. Ja, das heißt wohl, dass er gewonnen hat. Dann naja, habe ich heute auch wieder aber auf Spielgängs eine Reportage gesehen. Ja, der Bladi mit der Zelensky, Koksa sieht mir immer an und so. Putin, da sage ich nichts Schlechtes gegen. Oh, hat er von der AfD geredet. Was ist das denn? Ich gewinne. Mit einem Vorschlag. Jetzt muss ich ja alle zurückziehen, ne? In ein angrenzendes Feld, denke ich. In das, wo Leute stehen hat. Das ist das nächste. Ich ziehe ja nur einen. Einen geheim und guckst du dir da an. Genau, aber jetzt ist ja schon die Wette. Ja, jetzt guckst du dir an und wirfst alle ab bis auf einen. Den behalte ich. Den behältst. Und der ist jetzt auch safe, den musst du, glaube ich, nicht wieder wegmachen. Genau. Ich dachte, er deckt den jetzt auf, sonst hätte ich nicht selber noch hingeguckt. Aber nee. Ist auch egal. Und er hat 3 Savannenfelder. Mhm. Oh, ich habe jetzt Auswahl aus 3 Karten, ne? Mhm. Ich brauche auch mal ein paar Leute. Die kann ich irgendwo einsetzen, wo ich Leute habe? Ja. So habe ich es zumindest gemacht. So habe ich es auch vorgelesen. Man sollte das mit dem Kämpfen nicht zu leicht machen, ne? Oh, das ist doch 3 Schritte jetzt. Ah, da kannst du jetzt echt ganz schön rumziehen. Eins, zwei, ja Karten nehmen. Dann darfst du den zurückziehen. So, dann ziehe ich aus dem Beutel. Ist ja hier. Ich habe hier diesen Marker gezogen. 60. Denn das geht ganz schön weit nach oben. 40, 60. Und ich darf nur einen von den Markern, die ich ziehe, von wo bis wo gehen die in den Marker? Ich glaube, es ist 5. 2 bis 5. Hm. Kein 1, das ist nicht schon mal nett. Ich habe noch eine Bewegung. Ich hätte einfach alle mitnehmen sollen. Nee, ich nicht. 3 Karten. Nummer 2745. Das Spiel. Ich brauche meine letzte. Nee, meine Zeit gespielt. Das Lobe ist, ich brauche meine letzte Bewegung nicht, weil ich glaube nicht, dass sich das unbedingt lohnt. Ich könnte mich noch ein bisschen anders aufstellen. Ich möchte gerne wieder noch hier hingehen, tatsächlich. Wieder zurücklaufen? Ja, ich gehe noch einen Schritt wieder zurück. Dann musst du eine Karte werfen. Dann. Ne, 1, 2, 3. Achso, da, der ist. Und dann kriege ich noch den Punkt und dann werte ich das. Nee. Das bildet einfach nur da bei dir. Achso, ja. Das war so, ja. Komm nicht wieder zurück. 5 Punkte jetzt. Ja, deswegen, aber das war ja in dem Moment klar, wo ich nicht noch mit meinem letzten Dealer auch noch verprügeln gehe, oder? Das ist wirklich, deswegen frage ich dich, wir wussten vorher, eine 5 ist drin, ich frage dich, ob es noch was Höheres gibt. Es war berechenbar. Nee, verprügeln gehen wäre auch sinnvoll gewesen. Wieso? Weil er dann alle hier hat, dann muss er mehr Bewegung aufwenden, um erstmal in Feldern zu stehen, wo er. Man könnte auch alle auf einmal bewegen. Und auch auf jeden Fall dann immer gewinnen. Das ist richtig. Mit den Händen. So besiegt er die ja gerade nicht. Wobei mit nicht. Alle immer bewegen. Die kann er gar nicht angreifen. Egal wie viel er da stehen hat. Das ist sein letztes Feld. Das stimmt, du bist ja jetzt vorher dran. Richtig. Auf jeden Fall, so braucht er mehr Bewegung, um Sachen zusammenzuziehen. Ich dachte, das wäre schon okay. Aber es ist wirklich so. Na, angenommen, irgendwie du wirst zusammengeprügelt in ein Feld. Dann kannst du ja wirklich einfach mal rotieren gehen, wenn da schon viel verteilt steht. Ja, aber du fließt Karten. Nicht, wenn du dann jedes Mal einen noch stehen lässt. Wenn du sie kloppen lässt, ja, wenn du das von der Bewegung her machen darfst, das stimmt. Da kannst du schon relativ viel, aber du behältst halt nur einen. Das ist dann schon ein bisschen ausgleichen. Das ist so geil, das ist dann auch nicht, aber. Boah, wie kacke ist das denn? Also ich habe jetzt hier
Ich bin ja auch sehr leicht angreifbar, dann, ne? 3, 2, nein. Das muss ich. Dann darf ich da auch eingreifen. Ihr habt alle schon zu coole 2er-Karten. Ich muss kurz die 1er-Karten. Also Ben hat jetzt auf jeden Fall schon sehr viel Auswahl. Ich verliere auch gleich alles hier wieder. Aber du hast wenig Bewegung bis jetzt, ne? Ich mache hier mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich mache einfach ein bisschen Punkte zwischendurch. Und dann bin ich fertig, ne? Ja. So, du hast Auswahl aus 2 Karten. Und ich habe noch keinen Punkt. Oh, jetzt holt er sich das Heldentier. Und mehr Kartenauswahl. Das ist, also, das ist immer noch kein Burner, aber das ist schon, also du hast vielmehr das Gefühl. Ist ja halt nicht so, ich würfel und guck, was passiert, sondern du kannst halt. Weil du siehst fahren. Sogar ja, was kommt, genau. Sozusagen. 1, 2. Also das habe ich auch kommen sehen. Ja, ja. Oh nein, ich kann es nicht machen. Warum nicht? Ich muss ja meine Karten ernähren. Du brauchst 4 Felder und das zählt dann leider nicht, genau. Das wird ja jetzt auch noch ein bisschen kritisch. Wir können ja jetzt nicht immer schön beliebig weiter anlegen. Wegen 1, 2, 3. Und das reicht. Ah, dann ich nehme mir das ein. Dann ja. Reicht's, oder? Wieso? 2, 3. 3? Also 1. Du hast ja 4. 2, 3 Bewegungen. Ja, das geht auf jeden Fall. Und du musst den schon, aber du kannst doch verstehen lassen. Ja, dann gewinne ich doch. Ach, das sind nur 2. Ja, 2 gegen 3. Das passt. Ja. Ja, und dann musst du die verschieben noch. Und den noch hier rüberziehen. Aber du musst die okay. Noch bewegen. Oder wo auch immer hin? Nee, das passt schon. Ja, und dann ziehe ich meine. Ins nächstgelegene Feld. Dahin zurück. Kann man sich, glaube ich, nicht aussuchen, ne? Nee. Dann hat er ja 1 zur Auswahl. Den nehme ich ja dann. Das ist der einzige. Mhm. Der scored 2. Mhm. Und das war's. Ach, hier spielt auf Punkte. Ich spiele nur auf. Der scored 2. Das ist geil, das hätte ich auch schon mal gerne gehabt. Du kannst du holen. Ja, die Frage ist mit Bewegung oder mit, wie viel habe ich denn? Ich habe 3 zur Auswahl. Ich habe immer noch die Kack 1er Karten, ihr habt schon 2. Man sieht schon Runde 3, es kommt also hin, ne? Was, wir haben... Wieso ist denn hier noch eine 1? Ach, weil wir die da vorgenommen haben. Ja, bitte nicht abgeworfen. Und dann sind die 1er da liegen geblieben. Ja. Oh Gott, das ist ja gemein. Eieiei. ich werde jetzt aber, glaube ich, eine Karte verlieren, vermutlich. Dann kriege ich. Glaub, man kann es auch nicht ewig halten und schmeißt irgendwann welche weg. Aber dann den dazu. Truppen. Ich habe halt echt wenig Truppen, ne? Die darf man nie wegschmeißen, oder? Okay, die ist ja auch gut. Ich glaube, also die will man nicht abschmeißen. 3 Bewegungen. Aber ansonsten kann man sich auswählen. Also wenn du die beiden nicht mehr hast, das ist ein Problem, oder? Schwierig, ja. Aber wenn man eine abwerfen muss, kann man sich auswählen, welche. 1, 2. Ja. Boah. Er hat eigentlich deine. Du hast da. Das ist. Das ist mein Heimat. Warte mal. Ich könnte natürlich auch. Da liegst du ja nur mit einem einzelnen rum. Könnte ich nicht. Also, das wäre eine Bewegung. Das wäre die zweite Bewegung. Das wäre die dritte Bewegung. Dann muss ich aber eine Karte abgeben. Das hatte ich befürchtet. Wir hätten schon mehr Spiele gespielt als im Januar. Januar war aber auch kein guter Monat. Aber ich glaube, es könnte sind was. Es gibt die potenziell mehr Punkte. Weil es erst im Februar. Das war im Januar und Februar. Reicht doch dann. Du singst auf Platz 3 von den meistgespielten Spielen in diesem Jahr. 1 bis 5 mit mir sind im Beutel, hast du gesagt? Flo, Karl, du, Stefan, Marcel. Was ist das? 1 bis 5 ist im Beutel. 2 bis 5. 2 bis 5. Okay, dann vertreibe ich den auf jeden Fall noch. Lass den hier stehen. 1, 2, 3, 4. Weil, wenn ich mindestens 2 Punkte ziehe, aber mehr ziehen kann, warum soll ich denn jetzt im Wald parken? Ja, wenn du so scheiße ziehen würdest wie ich. Und vor allen Dingen da. Ich habe richtig Kacke gezogen. Also ja, aber ich ziehe, ne? Selbst das schlechtes Ergebnis ist ja das gleiche. Eure Chance, 5 zu ziehen, ist auf jeden Fall gestiegen. Ich bin nicht unzufrieden. Ich bin nicht unzufrieden. Dann muss ich noch die Punktewertung machen. Apropos, dann kriege ich noch 2 Punkte. Ja, irgendwas statt Würfen muss ja drin sein. Ich bin dran. Du? Oder? Ich? Ach, Uhrzeigersinn. Ja. Der ist dran. Oder? Ja. Ich wollte es noch nicht wahrhaben. Aber es ist auch so, also klar ist das alles angreifbar, aber das führt ja nur dafür, dass ich irgendwie mehr zusammenstehe und dann irgendwie durch andere Sachen, die verteilt rumstehen, eventuell durchmarodiere. Das ist tatsächlich, das könnte hier schon sehr entscheidend sein, was du da ziehst, weil gefühlt kriegst du davon wahrscheinlich jede Runde ein. Nein. Wir werden jetzt anfangen müssen, uns zu entscheiden, welche Karten wir abwerfen, weil ich glaube, das wird dann irgendwann schwierig. Außer du hast sehr viele genommen, also die nur bewegen und Rekruten haben, weil dann kannst du dich ja immer wieder neu verteilen.
Interessant. Ich nehme mal die hier. So viel Reichweite hast du. Ja, sogar noch mal, ich finde hier. Der kann alles, glaube ich, ne? Bis auf eine. Nee. Nicht so unheimlich wie ich. Das heißt, wir können jetzt schon Dreier, aber die Dreierkarte ist nicht so geil. Ich kann keine Dreierkarten. Naja, dadurch, dass du die nimmst, kann ich die auch erst nicht. Oder? Ich kann aus vier auswählen. Dann kommst du schon hin. Ich komme an die beiden vor allen Dingen ran. Sehr gut. Weil die danach ist besser, wenn du mich fragst. Oh, wie maximal kacke ist das denn? Man verliert aber auch keine Truppen. Außer wenn man viele Karten. Deswegen sage ich ja, also jeder zieht halt aus dem Beutel. Mehr Truppen haben plus Bewegungen. Also wenn hier immer Karten liegen mit Truppen und Bewegungen, dann ist das gar nicht so wichtig, dass du das Kartenziehen hast. Da das nicht immer der Fall sein wird, ist es wahrscheinlich besser, ein bisschen ziehen zu können. Also ich kann jetzt eins hier rüber gehen, das bringt nichts. Ah, oh, fuck. Wieso? Ziehst du aus dem Beutel. Ja, aber dann ziehst du wieder dahin zurück. Das ist dann ist der Gleichstand. Richtig. Ich brauche also mehr, aber ich muss ja auch vier Karten verwenden. Na, du willst eigentlich irgendwie in die Mitte rein, ne? Also es ist ja eine Karte. Ich weiß nicht, ob ich das sage. Ich erzähle das, wenn du fertig bist. Nein, man will nicht in die Mitte. Aber dann muss ich mich entscheiden und kann in die andere Richtung weitergehen. Das geht schon. Da kannst du auch in beides rein. Man will ja auf jeden Fall den Beutel greifen. Und der muss ja unterwegs welche liegen lassen, natürlich, ne? Also wenn er weiterlaufen muss. Also ich will ja also hier reingehen wird es doch auf jeden Fall. Nee, ich will auf jeden Fall vier Sachen da versorgen. Das heißt, ich würde ja. Hier lang gehen, also. Ja. Dann kannst du einmal den Beutel greifen. Das kostet mich ja in Bewegung wieder mehr. Aber das ist ja egal. Wie viel Bewegung hast du? Drei. Drei, genau. Ich könnte ja eins. Weil hier brauchst du halt einen weniger, das heißt, du kannst unterwegs einen liegen lassen. Das meinte ich. Man will auch den da raus vertreiben. Nein. Also ich nicht, das muss Karten. Nee, das bist du. Doch, den. Nee, das macht ihr. Ich könnte ja auch die beiden hier reinsetzen, würde ich ja da reinmarschieren. Könntest du, wenn du da lang gehst, dann kannst du die alle mitnehmen. Dann kannst du den natürlich. Das sind 1, 2, 3. Das sind die drei Bewegungen. 1, 2, 3. Aber dann kannst du eine Karte nicht versorgen, weil du bräuchtest eine Bewegung mehr, um dich nochmal aufzuteilen. Du kommst an den nicht ran und kannst vier Karten halten. Also ich gehe da rein, eins. Ich wäre trotzdem da rein gegangen, aber okay. Das macht gar nichts. Nützlichsten Dingens. Also so musst du dich halt jetzt nochmal weiter bewegen. Zwei. Würde ja gehen, ne? Mhm. Ja, und jetzt ist der Plan? Noch da hinzugehen, um die Karten zu halten. 1, 2, 3, 4, 5. Du brauchst nicht so viel, du hast jetzt 1 zu 4. Ich habe 1 zu 4? Ja, du brauchst ja nur 4. Hast du denn schon die Karte genommen? Ja, ja. Naja, und dann. Das sind ja schon muss 4. Ja den stehen lassen. Ich komme da auch nur mit 3, 3, das hilft nichts. Aber dann wäre ich ja. Nö, doch, kann ich hier reinmarschieren. 1, 2, 3. Du könntest hier natürlich da, auch noch. Da. Ja, aber dann, das kommt ja aus zwei verschiedenen Gebieten. Ja und? Braucht das dann trotzdem nur eine Bewegung? Das ist ja dann keine zwei. Das ist ja. Nee. Das ist wahrscheinlich richtig. Das ist immer. Ne, von einem Gebiet zu vielen beliebigen. Ja, das geht, glaube ich. Nicht. Aber ist eine Lernpartie, ne? Soll ich das erzählen? Soll ich sagen? Soll ich nicht sagen? Figuren dürfen mehr. Sag, was du möchtest. Also, natürlich Bewegungsaktion. Ich möchte nicht immer. Also, aber ich helfe ja gern. Also, du hast ja hier angefangen, ja? So? Ich habe so. Genau, mit der Option, dass ich die reinsetzen kann. Genau, du kannst ja 1, 2, 3. Dann bin ich in drei Gebieten. Dann bist du in drei Gebieten? Ja, dann bist du in ein Gebiet zu wenig. Genau. Okay, dann habe ich mich vertan. Schade. Aber dann war das der Ausgangspunkt. Ja, dann also wenn ich die Karten rein will, muss ich einfach so machen. Habe einmal angegriffen und ziehe jetzt eh einen Fünfer. Das reicht mir doch. Ich hoffe, es ist keiner mehr drin. Ich weiß nicht, wie viel das gibt. Hat das gesagt? Ja, ne? Wahrscheinlich mehr als eins. Die Karte hat gezogen hat. Das ist sehr durchschnittlich. Leider nur ein Fünfer habe ich jetzt gezogen. Apropos Fünfer, du bist dran. Ich kann immer nur noch zwei Karten holen. Das heißt, ich habe einfach viel beklopptere Aktionen als ihr. Du hast ein Symbol halt weniger auf den Karten dann. Aber wir kommen jetzt auch langsam an den Punkt, wo wir die Einser wahrscheinlich eh wegschmeißen. Weil willst du, also versuch mal fünf Gebiete gleichzeitig drin zu stehen, dann zieht der andere halt massenweise Dinge aus dem Teufel. Kommt drauf, wenn man hier aus so einen Karten kommt, da kann man sich hier ein bisschen dran orientieren. Wo kann man denn die? Das sind die Roten, die haben diese extra. Wo kann man denn die Sachen platzieren? In die Gebiete, wo du stehst.
Also diese Herdentiere sind schon gut, weil da angreifen bedeutet ja auch Bewegungen, die nicht kartenversorgt zu machen. Und die stehen halt erstmal da rum. Ich glaube, das ist schon... Ich glaube, das ist nicht clever, aber... Naja. Ich krieg ein Totemtier. Oh! Dass ich das nochmal spiele, hätte ich gar nicht gedacht. Guck dir mal die Karte an, die du kriegen kannst. Eine Bewegung und drei Truppen, das ist perfekt. Helden. Die kann ich ja nicht kriegen. Ich die kannst du kriegen. Aus, weil du kaufst eine. Ich muss ja eine nehmen, das heißt, die ist in Reichweite. Bringt aber keine Punkte. Das sind zwei dieser komischen Heldentiere. Man macht ja nur Punkte darüber und über die Geschichte. Ne? Wenn du diese zwei Heldentiere irgendwo geparkt hast, sind das vier Punkte pro Runde. Mindestens. Wo hast du die beiden jetzt hin? Achso, die, aber da kannst du auch rausvertrieben werden. Beide dahin getan oder was? Nee, aufgeteilt hast du es. Ich hab's ja aufgeteilt. Ist das clever? Oh, zwei Helden hat er schon. Ich habe drei Bewegungen. Der zieht jetzt hier. Eins. Ach oh Gott, das ist zu wenig. Und ich brauche, ja. Die sind auch einfach ein Kampfstärke, oder? Alles hat eine. Alles hat eine Kampfstärke. Kampfstärke. Das sind jetzt so fünf Kampfstärke. Das kannst du einfach da. Eins. Ja, ja. Zwei. Alter, der macht jetzt vier Punkte einfach jede Runde, wenn wir das da nicht raushauen. Mhm. Das ist ja nicht so schön. Das werdet ihr ja aber tun. Das ist nicht so einfach, wie du glaubst. Ah, es reicht trotzdem nicht. Ich will dir trotzdem einen. Aber ich habe einfach zu wenig Geld. Das Problem werden wir, glaube ich, alle jetzt langsam haben. Ja, ja. Sprich nur für euch. Nehme ich jetzt aber für den Kampf hier, wo ich die verdränge, zwei Marker oder noch? Nee, ah, ja. Mindestens einer. Ziehst du dann einen Marker. Mhm. Ja, dann lade ich den und mache noch vier Punkte. Och, du hast schon drei davon, ne? Du verdrängst mich hier, ja? Und da muss ich eine Karte opfern. Was ärgerlich ist. Das Problem werde ich jetzt auch haben. Dann opfere ich den. Und. Nein! Will ich hier den Helden und den. Warum ist denn da jetzt ein Kartenauswahlsymbol drauf? Das will ich nicht. Sie kommt abgeworfen. Ja. Ich will weiter nach. Ich habe 1, 2, 3, 4. Warum ist das denn. Oh, das bringt ja gar nichts mehr. Also, ich nehme diese Karte. Dann kriege ich einen Krieger und ein Heldentier. Nee, was? Doch, nee, das ist ein Held. Das ist ein Herrschertier. Herrschertier. Und das war auch dumm, den da hinzusetzen. Dann packe ich die da hin. Ich habe leider immer noch nur drei Bewegungen. Eins. Zwei. Und eins der Felder. Muss. Setzen sich ausschneiden. Ach, der wird einfach verdrängt. Der ist ja nicht zerstört. Ist mir wurscht. Wo ist es hingegangen? Ja. Ja. Dann gehe ich überraschenderweise dahin. Und dann ziehe ich insgesamt zwei aus dem Beutel, weil es zwei Kämpfe waren. Ne? Mhm. Eins, zwei, drei, vier. Du hast es einfach zwei, gegen drei, mich, oder? Vier, fünf. Wieso? Was soll denn das jetzt? Du kannst doch auch jede Menge Sachen besiegen. So nicht. So, ich ziehe zwei aus dem Beutel. Den. Den kannst du alle versorgen? Nee, kann ich nicht. Natürlich nicht. Und jetzt ist natürlich das Doofe, hier ist halt Siegpunktgenerierer drauf. Aber was soll's. Dann fliegt die eine Karte raus. Und dann bekomme ich für den zwei. Ja. Ja. Das war vollkommen idiotisch, da lang zu gehen. Ne? Ich hätte hier lang gehen sollen. Weil ich konnte ja nur einen behalten. Einen Kampf weniger gemacht. Genau, ich hätte dann nur einen gezogen, aber ich hätte ja garantiert zwei Punkte gemacht. Naja, egal. Also ich krieg insgesamt vier Punkte. Also die zwei plus die zwei. Und das war's, was Verwalten auch immer bedeutet. Verwalten ist wahrscheinlich nur für die. Die da ist so eine goldene Ähre dann drauf, die hat auch eine andere Farbe hier, das Symbol. Das ist ernähren wahrscheinlich, oder? Aber das ist, also du meinst, dass das dann als ein Ernährungssymbol als dieser Und die sind dann aber, die sind echt selten, die sind schon heiß umkämpft. Das ist ja das rote Deck. 3, 4,
Einmal im Dingsdeck. Aber das ist dann natürlich schon, die sind ja schon sehr ausschlaggebend und die kriegt halt einer oder nicht. Das ist dann davon abhängig, was da vorher liegt. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Ich habe vier Blüten. Ich könnte eins, zwei, drei, vier. Also eins dahin. Das ist, wie gesagt, das Zusammenziehen ist dann aber in der nächsten Runde für einen gut, um wieder die. Ja, weil die Bewegung ja anders ist als das. Also eins. Dann die zwei. Er kann vor allem seine Karten halten. Das macht ihn gerade schon eine Ecke mächtiger. Zwei da rein. Dann muss ich das zurückziehen. Ja. Nochmal da rein. Das war jetzt zwei, ne? Mhm, dass sich zweimal bewegt. Du hast noch zwei Bewegungen. Alter Schwede. Wenig lange. Wo ist eigentlich denn? Ach, du hast jetzt erst die fünfte Karte genommen. Du bist ja als letzter dran. Genau. Stimmt, du bist Startspieler gewesen. Wovon er halt gerade profitiert ist, dass er viele Soldaten hat. Ne, das sage ich ja. Also das mit dem mehr Karten ziehen ist jetzt am Anfang mal gut, aber danach willst du eigentlich Soldaten plus Bewegung. Ja, du tauschst ja aber auch durch. Ja, aber trotzdem muss das ja erstmal da sein. Hier liegt jetzt nicht so oft Soldaten plus Bewegung. Weil das ist dann, und die hat er halt genau zweimal. Und da kannst du schon echt viel mitmachen. Vor allen Dingen, weil du dann ja auch mehr Heldentiere platzieren kannst und so weiter. Also Herrschertiere. Die machen ja richtig Punkte, wenn du die auf dem Feld hast. Wenn du sie richtig platzieren kannst. Und du, ja, aber du verlierst ja auch nicht wieder. Ziehst dann zusammen, du kriegst sie ja vor Ende. Wieder, wenn du sie auf den Karten wieder verlierst. Aber fünf, das ist nicht das Risiko. Und dass du da dann, wenn du die erstmal auf dem Feld hast, dann wird so viel. Dann könnte ich ja noch hier reinmarschieren. Ja. Und besiegt das nochmal. Und dann kann ich mit dem letzten dahin gehen. Ist ja egal, als du die Platte machst. Fünf Bewegung, krass. Ne, vier. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier, ja. Okay. Hier bist du auch reingegangen. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Und dann darf ich mir die hier alle angucken. Das ist ja toll. Wenn das sagt, ist eine 5 dabei. Immer. Hast du schon alle gezogen. Und ich krieg schon wieder keine Punkte. Uhu. Ich glaube, ich krieg nicht mehr zwei. Nee, du kriegst zwei Punkte. Ah, haha, meine ersten zwei Punkte. Und leider aber den hier nicht, weil keine Bewegung mehr. Aber ich kann alle Karten versorgen. Ist ja auch recht weit weg vom. Nee, ist ja hier gespawnt. Aber ich brauche den, um da anzugreifen. Ja. Wenn du das angreifen willst, dann musst du ihn dann. Ich habe vier Reichweite. Es ist immer noch nichts Geiles, aber es ist halt nur ich besser, besser als das andere. First Empire ist. Weil du mehr das Gefühl hast, also es ist immer noch überschaubar, eigentlich im gleichen Maße, aber du hast nicht so sehr das Gefühl vom totalen Zufall. Na klar, also hier ist natürlich was Zufälliges drin und auch was du ziehst, ja, aber du hast ein Gefühl von höherer Planbarkeit. Und Neuwürfeln und so, ist halt Karten sind da in der Hinsicht schon. Vielleicht ist es ja genauso zufällig, aber es schafft es dann besser zu verschleiern, zumindest mir gegenüber. Ja, und deswegen fand ich das ja auch entspannt, dass es auch von dem ist, so, weil ich dachte, das ist auch so ein kleines Area-Control-Spiel, das ist vielleicht ähnlich. Mal gucken, was du noch gemacht hast. Ich will noch was in Ruf. So, das ist eine gute Karte, die du genommen hast. Wir spielen vor allem noch einige Runden, ne? Mir wäre es lieber, wenn es jetzt vorbei wäre. Ja, ich dachte auch, es wären nur 8 Runden, aber es sind noch mehr als 8 Runden. Es sind 8 Runden, oder? Wir sind jetzt bei 4. Das ist schon mehr. Ich war doch schon. Also, ich habe. Also, 1, 2, 5 Karten. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt ist die 5. Runde. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist die 5. Also, 4. Runde gerade. Also, es liegen noch hier noch mehr Karten aus, die man nimmt. Ah, aber die 5. Wenn sie aufgedeckt wird, die endet. Genau. Ah, okay. Also und wir sind aber hier noch einmal dran, das heißt hier. Doch, wir wissen schon, wann es aufgedeckt wird, weil es sind ja immer im Stapel gleich viele drin. Das sind ja eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, aber wir wissen bloß nicht, welche Fünfer aufgedeckt wird, sozusagen. Das ist nur dann dran. Und Cola ist auch von ihm. Cola. Ja, Romans Go Home. Das habe ich auch mal gespielt, das war gar nicht so gut. So, was tun sie? Du überlegst, wo das Heldentier einsetzt. Zeppelin kommt. Ich habe ja ein Problem. Du kriegst das. Du musst dich sehr verteilen, um deine Karten zu versorgen. Ja. Und das du willst aber eigentlich das Herdentier, das Herrschertier irgendwo hin tun. Weil ich ja ein Herrschertier habe, das da ganz gut steht. Ja. Wie viele Felder brauche ich denn? Das Problem ist nur halt, das engt mich ja ziemlich. Du hast schon eine Karte. Auch in die andere Richtung gehen. Du hast schon eine Karte genommen, ne? Ich habe schon die genommen. Okay, das heißt, ich kann schon mal gucken, welche ich nehme.
Ist ja alles mit Karte ziehen. Ich habe wie viel Bewegung? Okay, vier. Ach, ich habe vier Bewegungen, ist ja gar nicht so schlecht. Immer dieses Karte, das ist ein bisschen Verschwendung gerade. Na gut. Wie viele Karten habe ich? Fünf habe ich nicht. Ich habe ja gar nicht so viel Kriege, dass ich das versorgen könnte. Du kriegst das dann sogar, ne? Du kriegst drei dazu, dann kriegst du das auch noch alles versorgt. Ich glaube, ich noch eine Bewegung mehr haben, die bauen einen Punkt. Der Punkt ist auf der mit den drei Leuten auch drauf. Aber die Bewegung nicht. Eins, zwei. Zwei hast du noch. Den Kampf gewinne ich, ja. Du gewinnst sowohl den, als auch den, falls du alles mitnimmst. Willst du wahrscheinlich nicht. Will ich aber schon mit drei. Den will ich nicht mitnehmen. Genau. Achso, weil du brauchst diese Wanne auch noch. Dann ziehst du aus dem Beutel. Ich habe noch eine Bewegung, aber ich ziehe aus dem Beutel, das stimmt. Die bringt dir aber irgendwie nicht so viel, oder? Ich hätte den auch gar nicht hier hinsetzen müssen eigentlich. Ich hätte den auch hier mitnehmen können. Jetzt hätte ich hier noch eine Bewegung. Ich könnte es nochmal aus dem Beutel ziehen, wenn du da hingehst. Ich mache das vier. Schnelle Kämpfe, ist doch gut. Meine Typen sitzen da so rum, machen nichts. Ich schmeiß einen zurück, nimm den raus und score noch 4 Punkte. Oh Gott, 4 Punkte. 5. Ja. Okay. Und muss eine abwerfen. Wie soll ich das punktemäßig nochmal aufholen? Ich weiß nicht. Aber jetzt muss ich eine abwerfen und ich wirf die hier ab und verliere ein Totemtier. Ich krieg ja leider nur diese Karte. Ich hätte lieber die dahinter genommen. 1, 2, 3, 4, 5. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Bewegungen. Ich krieg noch ein Heldentier. Das setze ich mal da ein. Ich habe 5 Bewegungen. Ist der da oder der ist da? Ja. Also 1. Natürlich auch. Eins. Zwei. Drei. Sehen verschieben, oder? Vier. Warte, ich noch nicht. Ich habe die an die Ränder gelegt. Ich gucke mal. Okay. Vier. Also eins, zwei, drei. Dann hätte ich nämlich nur eins. Zwei, drei Karten, die ich behalten könnte. Ist ein bisschen wenig. Mhm. Das geht also nicht ganz auf. Und ich habe den dann auch noch gar nicht bewegt. Das ist auch doof. Jetzt wäre es gut gewesen, schon im Wald zu sein. Dann hätte man dieses Vieh da reinstellen können. Die müssen in verschiedenen stehen oder können die auch in einem stehen? Das war gut. Weil eines, es muss mindestens mal einer stehen und zweiter und den kriegst du nicht 4 Punkte. Es geht ums Gebiet. Mit mindestens einem. Das heißt, und die müssen, wenn in verschiedenen Gebieten ja, stehen, damit sie es geht. Genau, sonst wäre es irgendwie ein bisschen. Ne? Dann würdest du ja immer zusammen sammeln. Ne? Was ist denn das hier? Das sind zwei von. Ich habe 3 von diesen Dingern, ne? Ja. Aber danach dann auch nicht mehr. Also ich finde es viel besser als das andere. Boah, das ist hart. Also nicht viel mehr, aber anders und irgendwie. Ich versorge gerade 2 Karten. Ich habe geht halt schon eher in die Richtung so Kenner spielen. Ja, klar, hier musst du mehr selber planen. Das andere wäre Zufall. Ja. 1, 2. Das sind Leute, die mehr Kontrolle haben. 3. Genau. 4. 1, dann 2, dann kriegst du, der muss zu gelb. In welches Feld soll er hin? Masse sammeln? Oder aufteilen? Da, oben. Dafür kriege ich nichts? Das waren 2. 3. Dafür ziehe ich aus dem Beutel.
Ich weiß nicht, ob ich den nochmal brauche. Also 1, 2, 3. Vier. Ja, willst du nicht da oben scoren? Okay. Ne, ich muss Karten versorgen. 1, 2, 3. Ja, die versorgen nichts. 4. Nur Krieger. Die versorgen nichts. Ne. Ich denke, Savannenfelder besetzt haben. Krieger in Savannenfelder. Ach, Krieger müssen in Savannenfeldern sein. Muss ich immer. Also, ich habe zu wenig Krieger zum Beispiel. Also, 1, 2. Das würde eher Sinn machen, mit denen drei, da einzugehen. Gut, dann hätte ich den gar nicht mitnehmen müssen unbedingt. So liegt er näher an irgendwelchen Wäldersachen rum vielleicht. Du hättest den auch gar nicht mitnehmen müssen. Wenn du noch eine bewegen gehabt hättest, kannst du ihn einfach da einbewegen. Ja, wobei ich das... Stimmt, weil ich von hier aus nicht irgendwo anders noch weiter hinkomme, das stimmt. Also 1, 2, 3, 4. Ich versorge 1, 2, 3, 4 Karten. Das ist 5. Ja, mehr schaffst du wahrscheinlich nicht. Ich kann. Nee. Weil ich gar nicht genug. Ich hätte dann irgendwie. Nee, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Dann mache ich mit dem Zug einfach noch das. Ja. Die Karte, die, das hier war. Hast du so viel Bewegung? Ja. Ich habe 5 Bewegungen, aber jetzt muss ich ja wieder. Also, das ist schon. Das ist jetzt auf Dauer nicht so gut. Ja, aber es ist halt einfach die Karte auch so eng, dass du es auf Dauer nicht hinkriegst. Ja. Außer du nimmst hier immer die Karten, die du kriegst. Ich krieg jetzt auch 6 Punkte dafür. Das Problem ist, da verliere ich ein Heldentier, da verliere ich einen, da verliere ich einen. Hier verliere ich den Helden fürs Ziehen. Hier verliere ich 3 Krieger, wo mich in der nächsten Runde noch mehr. Also, schon die jetzt. Die Karte würde ich nicht abwerfen. Es wird gerade ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Das sind erstmal 6 Punkte, das freue mich mit meinen 2 Punkten erstmal von. Dann hoffen wir wohl mal, dass noch Heldenkarten kommen. Aber die werden erst ganz am Ende abgeworfen, ne? Aber es sind ja keine Punkte drauf. Dann kriege ich 2, 4, 6, 8 Punkte. Bin ich bei 16. Wofür hat dieses Ding eigentlich 60 Punkte? Wenn du die Runde Punkte machst, plus die Punktemarker hier, da kommen wir ja schnell. Ja, hier kommen ja noch schon ein paar Punkte zum Namen, wenn du gekannt hast. Ja, lass das 20 sein, aber. Also ich nehme einfach nur die Geschichte hier. Wir sehen noch ein paar Runden. Die Karten werden nicht. Bei mir ist halt deprimierend, dass ich diese. Also, ich hatte halt zu viele von den Kartenzieh-Symbolen inzwischen. Das sind ja verlorene Symbole. Oh. Kriegt halt einfach noch mehr Krieger. Kann aber noch mehr versorgen. Genau, also, das ist halt eine. Das sage ich ja. Du willst Krieger plus Bewegung, dann hast du einfach auf der Karte hier die Hoheit. Ja, das Problem ist so bloß. Punkte hat er eben noch nicht gemacht. Du ziehst halt. Du bekommst halt trotzdem nur einen der Marker. Das ist ich mache ja keine Punkte, das hilft mir ja nichts. Du musst eigentlich die Herrschertiere irgendwie versuchen, mal zu nehmen, oder? Also ich kann 2 platzieren. Also hätte er ja zur Auswahl gehabt, wenn er gewollt hätte. Ja, gut, die liegen hier noch oben, so weit 4 reicht mir das, glaube ich. Das hätte er nehmen können. Er hätte diese Karte nehmen können, statt der dir genommen hat. Okay. Nee, die ist doch gerade durchgerutscht. Die war vorher hier. Ja. Ja, aber du hattest auch Zugriff auf alle. Ach nee, 5. 5. Das war genau die Einheit, die du... Doch wieder das Würfelspiel. Ich komme auch nicht ran. Du kommst immer noch nur an 4. Oh, jetzt wird. Ein. Dann braucht man dafür seine ganze Bewegung, um die scheiß Dinger zu verteilen, ne? Der kommt weg. Jetzt wird aufgeräumt. Mhm. Im Dschungel. Total, ich krieg meinen. Da lässt er seinen Herrschert hier stehen. Wahrscheinlich. Und mit 2 gehe ich dann. Oh shit, also warte, ich glaube, ich brenne hier gerade aus, bevor das Spiel zu Ende ist. Nein. Ich hoffe, da kommt jetzt gleich mal eine 5er-Karte. Wie viele sind von jeder Sorte drin? Weiß ich nicht, aber wir spielen noch 3 Runden. Ich gehe da rein. Shit, ich halte keine 3 Runden durch. Geh mal. Ich habe ein echtes Problem. Dann gehe ich hier rein.
Jetzt darf ich das irgendwo dazulegen, was hier oder zwei hier weg ist. Ne? Im nächsten, genau. Ja. Hier, hier oder hier. Ja. Dann jetzt muss ich ein bisschen den Preis nach oben treiben. Ja, geht nicht anders. Dann muss der noch hier hin. Was? Holen Sie doch schon raus, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, das passt. Dann geht der noch hier rein. Ich habe, glaube ich, ich habe die Karte abgeworfen, aber ich habe die Sachen nicht vom Feld genommen. Ne? Kann das sein? Ich darf jetzt nur 1, 2, 3, 4 haben. Hier ein Punkt, 2, 4. Es wird gerade immer bitterer bei mir. 1, 2, 3, 4. Hattest du 6 Bewegungen? Zu wenig. 2, 4, 5 habe ich. Ich habe mich. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hätte wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich es irgendwo gegeben habe, ich hätte mehr Krieger nehmen müssen. Krieger und Bewegung. Ich hatte auch. Also, Ben hat die Krieger. Ja, er hat die Krieger und die Bewegung. Und das ist das, was wirklich, glaube ich, hinten raus dann. Mal gucken. Ja, noch bin ich punktemäßig meilenweit am Ende. Aber du konntest jetzt alles versorgen. 1, 2, 3, 4, 5. Aber brauchst du. 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, es sind 6. Ja. Sind auch aber Krieger. Das wird auch das letzte Mal sein, dass ich alle versorgen kann. Du wirst sie ja weiterhin noch versorgt kriegen. Das sind ja zwei Karten mehr, als wir haben. Das heißt, du hast ja viel mehr Aktionen pro Runde. Hast du den Punkt genommen auch? Mhm. Und das, die Sache ist die, ich breche halt gerade ein. Mal gucken. Du bist auch punktmäßig vor. Ich nehme mir schon die hier. Aber du, das ist die Sache. Ich glaube, du kannst dich hier im Zweifel, wenn du ein bisschen Pech hast. Nicht so gut ich darf ein Totemtier legen. Ich muss diese Karte dann nehmen. Und krieg zwei Krieger. Das ist halt das Eclipse-Problem. Weit ausgebreitet ist halt, musst du viel für Versorgung aufwenden und bist echt schnell angreifbar. Ja, aber du hast ja gleichzeitig viel Bewegung. Deswegen kannst du es ja wieder gut ausarbeiten. Das ist nicht das Problem. Da, ne, das wird ja zu einer Gruppe von zusammengeballt. Ich hatte jetzt halt Glück, ich hatte hier Glück, dass ihr nicht, dass nicht zwei gleiche standen. Und ich einfach mit den zwei durchlaufen konnte, weil zwei unterschiedliche Gegner waren. Das war ganz lucky. Gute Nacht, Wacker! Ja, alles auf dem Feld, ne? Ja. Da gibt's zwei Helden. Aufgewacht, Wacker! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche die Helden, um die Sachen zu ziehen. Sind aber auch zwei Bewegungen. Ich muss die Karte nehmen. Ich glaube, ich habe ja. Ich kann natürlich vorarbeiten. Eigentlich ist es ja gut, jetzt Gelb anzugreifen, aber das ist eigentlich deine Aufgabe. Wieso ist das meine Aufgabe? Weil ich du bin an ihm dran bist. Nicht, ich habe ja nichts auf dem Feld. Ich kann niemanden angreifen. Wir haben doch nichts. So. Ach, ich habe keine Ahnung. Also das Problem ist, so wie du stehst, greifst du mich ja eher an, obwohl du ihn angreifen müsstest. Das brauche ich dann, ja. Nee, aber es stört ihn halt auch nicht so sehr. Ist K, der führt. Wenn er das zusammenzieht. Er hat ja auch viel Bewegung. Er kann das ja dann wieder verteilen. Also auf 5 Karten bleibt er mindestens. Ich hoffe das Beste für mich. Gleich kommt ja auch die 5. Das ist ja... Ich muss eigentlich das nehmen, um die Sachen zu ziehen. Das ist eigentlich total egal, was ich hier mache. Ey. Ist doch egal. Ich greife mal hier an. Der muss ja dann dahin. Was? Achso, du meinst, die müssen dann dahin. Ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht auf dem Weg dahin. Ja, ja, greif mich an. Das ist, das ist strategisch ein bisschen unklar. Was? Ich auch. Nee. Kettenreaktion, ne? Sich gegenseitig vertreiben. Oh, wo ich liebe hier hin. 1, 2, und jetzt muss ich theoretisch schauen, dass ich mich irgendwie nähern kann. Das ist eigentlich doof, was ich da gemacht habe. Also die stehen jetzt auch beide richtig kacke da, ne? Also. Stehen ja alle kacke. Vor allem ich. 4. Ich muss dich eigentlich auch schon wieder angreifen, aber ich müsste Ben angreifen, das ist alles kacke. Das
kann ich gucken, ob ich noch irgendwie eine Versorgungsbewegung hinkriege oder ob ich noch Punkte machen will. Du versorgst gerade 4. Ich könnte noch mit einer Bewegung 5 versorgen. Mhm. Ja, die 2 Punkte sind mir dann egal. Ich kann mich nicht zwischen. Ich habe ja 4, das sind 6 Bewegungen. Damit ziehe ich aus dem Beutel. Damit versorge ich aber noch eine abwerfen. Und oh, du kriegst noch 1, 2, 3, 4 Punkte. Mhm. Und muss keine abwerfen. Ich würde gerne die nehmen. Die Heldenpunkte sind irgendwie wichtig. Aber weil die Guten jetzt natürlich auch schnell rausgezogen sind. Das muss nicht sein. Das macht eigentlich noch um die Uhrzeit des Kies. Das ist ja auch nicht. Wahrscheinlich aufgewacht und dann Gute Nacht geschrieben. Ach so. Würde ich von ausgehen. Wenn sie vor 3 Stunden nichts aufgeben hat. Okay. 5 Bewegungen bist du jetzt ja gut aufräumen. Ich überlege, da hätte ich eine Bewegung mehr. Die könnte ehrlich gesagt wichtig sein. Muss ja. Du kannst jetzt einmal im Kreis laufen. Ja, ich kann halt nicht einmal im Kreis laufen. Das wäre ja. Aber du hast keinen Helden, das ist ja total verrückt. Ja, das wäre halt die Karte gewesen, ne? Aber dann hätte ich wieder garantiert was abwerfen. Also hätte ich sogar 2 wahrscheinlich abwerfen müssen. Also. Warte, wenn ich das noch mitnehme. Also. Ich muss ja versuchen gegen dich, weil du am besten aufgestellt bist. Ja, beide sind mit Abstand. Das hole ich doch nicht mehr auf. Das, dann rutschen die wahrscheinlich noch da, nehme ich an. Dann sind das 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, da habe ich mich verzählt, ne? Das ist ja trotzdem. Du musst ja noch einen mehr mitnehmen. Kam möchte, dass du schon wieder gewinnst. Ich glaube, keine Ahnung. Naja, also ich meine, hier punktemäßig sind wir alle relativ eng beisammen, da bin ich weit hinten. Macht nicht so viel Sinn, wie mich vorzugehen. Also ich muss ja auch noch die, also es reicht ja, wenn ich die da reinschiebe, ne? Das ist eine Bewegung. So. Dann sind das ist die zweite Bewegung. Das ist die dritte Bewegung. Und der Brettspielblock streamt ganz viel. Warte, das ist Blödsinn, warte. Dann. Ist das die dritte Bewegung? Soll der in. Wo soll er hin? Hier, wie machst du das? Da oder dahin? Der hier? Ja. Mhm. Dann ist das die vierte Bewegung. Mhm. Da muss ich auf einen meiner Gebiete. Vier, 5. Ich versorge gerade 2 Karten, ne? Mhm. Das heißt, das ist alles Blödsinn. Ich komme auf eine dritte Kartenversorgung bloß. Und dann habe ich, kann ich noch 3 Karten versorgen. Dann bricht ja alles zusammen. Ich werfe die Karten ab, bevor ich die Punkte für die kriege, ne? Wie viel Bewegung hast du noch? Eine. Das tut wenig. Das ist ja 1, 2, 3, 4. Und ich habe noch eine 5 Bewegung. Mit dem Heldending hätte ich halt noch eine Bewegung mehr gehabt. Das wäre also vermutlich besser. Weil ich kriege ja nur 3 Karten versorgt, weil ihr mich vorher so zusammengeprügelt habt. Ich habe auf alle gleichmäßig angeschlagen. Ja. Nee. Das lohnt. Das sind 4.
Sachen aus dem Beutel gezogen. Das habe ich, glaube ich, versaut. Ich könnte halt nicht da hingehen. Hätte eine Bewegung extra. Halte eine Karte extra bei mir, aber kriegt dafür 2 Punkte weniger. Wobei das gar nicht stimmt. Ich halte keine Karte extra, weil ich ja trotzdem, ist ja alles irgendwie voll mit eurem Scheiß. Ich habe zu viele von den Nazi-Symbolen zwischendurch gehabt. Interessant, es gibt hier wahrscheinlich auch in späteren Karten keine Krieger mehr. Oder kaum mehr viel. Mhm. Naja, ich habe ja die Viererkarte mit 2 Kriegern. Ah, du hast die. Aber die bringt mir ja nichts. Ja, dann bewege ich halt noch 2 dahin. Besser, wenn das ein bisschen nicht nebeneinander liegt. Dann kriege ich 2, 4, 6, 8, 10 Punkte. Ich habe die 2 schon mitgezählt. Ich habe nichts aus dem Beutel gezogen. Dann habe ich 1, 2, 3. Dann habe ich nur 3 Gebiete und nicht 4. Genau, das hast du ja gerade gesagt. Okay, dann bin ich jetzt ja raus. Wie viele Runden sind noch? Noch 2. 2. Das wird ja auf jeden Fall in der Zeit auch, in der ich nichts mehr mache. Raus. Das mal weg. Das kostet ja auch Siegpunkte, ne? Oh ja, dann kommen jetzt wieder hier Sachen weg. Ich existiere nicht mehr. Das kostet mich gerade Punkte. Unverschämtheit. Auch eine Taktik. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Also, ja. Ach, weil du mit dem Helden nicht hinkommst, oder? Ich hätte halt die Karte nehmen müssen, anstatt der Karte. Wenn ich sowieso abwerfen musste, was ich halt vorher nicht durchgerechnet hatte, hätte ich wenigstens aus dem Beutel gezogen irgendwas beim Unterwegssein und ich hätte eine Bewegung mehr gehabt. Das heißt, ich hätte auf jeden Fall 2, 3 Punkte jetzt mehr gemacht, die ich wahrscheinlich gebraucht hätte. Ich existiere ja quasi nicht mehr. Davon erhole ich mich auch nicht mehr. Existierst du schon gar nicht mehr so attraktiv für mich? Du hast ja 2 Helden schon auf dem Feld. Ich kann auch sagen, ich könnte nur noch einen spawnen, das ist ja richtig doof. Dann muss ich ja fast die da nehmen. Ja. Einfach 3 Punkte. Das ist einfach 3 Punkte. Und sonst war nichts. Du machst ja schon 4 Punkte so. Das ist einfach so viel Bewegung, die du hast. Ja, er hat halt die Basis. Krieger plus Bewegung, das ist die Basis. Und du kommst halt auch in den hinteren Sachen ja kaum ran. Also kannst eine ganze Runde für verwenden, gewinnst du auch nichts für. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich brauche 2, 4, 6, 7. Dann müsst ihr es danach. Da stand die fünfte Karte auf. Jetzt nicht die fünfte kommen müssen? Haben wir immer noch mehr als einen Zug hier? Das ist ein bisschen ätzend. Nee, eigentlich sollte jetzt dann der letzte kommen. Also wenn du jetzt ziehst, kommt die fünfte und dann haben Ben und ich noch einen Zug, dann hättest du ja nie eine Chance, eine fünfte Karte zu kriegen. Jetzt sind es ja noch 2 Runden, oder? Oh, 2 Runden ist 2 Runden zu viel. Aber ich glaube, ich kann jetzt Schluss sein, dann bin ich zufrieden. 2, 3, dann will ich einmal greifen, 4. Stopp, du willst das doch wahrscheinlich, wieso mitnehmen? Mhm. Okay, und jetzt gehe ich zu meinem nächstgelegenen, ne? Mhm. Jetzt kann ich nicht mehr angegriffen werden. Und dann 5, 6, dann versorge ich alles, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Also hast du ihn wieder zurückbewegt. Das ist ja ein Luxus, mit so viel Bewegung hat. Und dann durfte ich dreimal, eins, zwei, zweimal greifen. Zweimal ziehen. Das ist schon krass, dass du immer noch alle sieben Karten versorgen kannst. So anstrengend. Er hat halt die mit den Kriegern plus die Bewegung. Er hat 8 Krieger. Ja, irgendwo müssen 2 Krieger sein. 1, 2, 3. Nee, ich bin 20 Punkte hinten oder so, 16. Naja, jetzt bist du auf jeden Fall eingezogen. Also du machst so mehr Punkte, du machst ja allein davon 4 und mit dem Totem. Ja, stimmt, ich kriege noch einen Punkt mehr. 4. Mit deinem Totem? Stimmt. 2. Das ist natürlich, du könntest auf eine Karte verzichten, dafür noch eins bewegen. Also eine Bewegung stattdessen fürs Dings benutzen, aber ja. Okay, dann bist du dran. Ich habe 4 Reichweite. Ja. Das mit den Helden. Du hast halt nur noch einen Helden, den du auspacken kannst. Den sicheren Siegpunkt nehmen. Die Frage ist wirklich, ob ich auf den verzichte und dafür die Punkte nehme. Totem für die Reichweite. Weil der da bringt mir ja nichts. Ich guck mal. Mir geht es ja nicht ums Gewinn. Wir können uns ja bei 2 Punkten Unterschied auf Unentschieden einigen. Ich hätte eigentlich mehr Bewegung, aber die geben alle nur. Ich dachte, die geben mehr. Dafür stellst du nur eine Figur dazu. Und Held hast du eh. Helden hast du eh. Du kannst vor allen Dingen voll durchziehen. Also sein Zeug steht ja super verteilt. Kannst ja einmal durchlaufen. So halb. Doch, du kannst ja, hier ist ja auch angrenzend. Wenn du hier reingehst, dann packt er es irgendwo hin und du entscheidest dich für die andere Richtung. Stimmt. Das geht schon ganz gut. Ja, ist ja auch. Ne, dann, also es sollte schon ganz gut gehen, da durchzulaufen. Du kannst sogar, wenn du hier reingehst, entscheidet er sich für eine Seite und dann gehst du in die jeweils andere und dann musst du dich wieder entscheiden und dann kannst du wieder die andere nehmen. Das war das Problem bei dir gerade. Genau. Das hättest du auch gemusst, wenn du dich nicht hättest zurückziehen müssen. Ich habe schon so durchgeplant. Dann aber entfernst du ja einfach meinen Kill. Problem ist ja, ich habe ja nicht so ganz so viel Bewegung. 3, 4. Schon ordentlich. Also, er wird irgendeine Karte mit Bewegung nehmen. Meinst du? Ich weiß nicht, ist nur von mir. Was? Also 40 Minuten ist auch optimistisch. Tatsächlich ist ja mir egal, welche Karte du nimmst. Ich habe die beiden Karten, zwischen denen ich die Auswahl habe, eine davon ist ja da. Ach, die ist. Na. Ist die 5? Die 5. Die Runde spielen wir zu Ende, passt ja. Und dann noch eine. Dann wären wir bei 8. Das ist jetzt die 7. Okay. Okay, aber ist ja, also ich nehme einfach die Karte. Ne? Ja, die Karte. Weil das ist eine Bewegung weniger als hier. Aber ich kriege den Helden, dann kann ich Bewegungszeug machen. Und da ist ein Siegpunkt halt drauf. Ist ja wahrscheinlich besser. Und du nimmst die mit den 2 Siegpunkten. Ja. 2. Und dem Helden, der die Karte wieder versorgt. 3 greift an. Das sind Krieger nur, das ist keine Helden. Wo willst du hin? Du hast ja immer die beiden. Also einen kann ich dann noch angreifen. Ja. Hätte ich auch gemacht. Aber ich will trotzdem hinterherlaufen. Kannst du nicht. Doch, wieso? Einfach durchbewegen. Jetzt brauchst du die Karten ja nicht mehr behalten. Das ist dein letzter Zug. Du musst nicht. Nee, danach sind wir noch einmal dran. Die Runde zu Ende und dann noch eine komplette. Wir sind alle noch zweimal dran. Nee, nur einmal. Aber er ist doch der Startspieler. Ja, darum ist er nur noch einmal dran, nach dem Zug jetzt. Genau, und ich, also wir, ja, aber wir sind alle noch zweimal dran. Ja, gerade in einem von den zweien. Das ist ja scheiße. Ich hatte gehofft, das ist jetzt die letzte Runde. Nee. Ich auch, aber machst du nochmal gut Punkte. Dann dürfen wir das hier noch an. Und ich zieh noch ein. Wohin? Du hast drei Möglichkeiten. Dahin. Das ist ein bisschen schade, dass du nicht da lang gegangen bist, weil dann. Ach, da verliert er die 2. Da muss er den erst wieder reinbewegen. Aber. Kannst du auch machen. Aber dann will ich eine Versorgung. Ja. Ja, deswegen hatte ich gerade drüber geredet, genau. Scheiß auf die eine Versorgung. Ach, scheiß doch auf diese Kacke hier. Oh, diese Drecksfünfer! Das ist Kram. 2-5er, da ist gar keine gute. Warum ist denn hier sogar dieser Fehldruck von einer 6? Das muss ich dann geil wieder reinwerfen, so ein Dreck. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ich hab gerade.
Dann will man 5er und einen schlechten ziehen. Ich hoffe, also das ist, wenn das klappt, damit konkurrenzfähig zu sein, ist es spannend. Du hast auf jeden Fall einen Vorsprung. Ich krieg noch 7. Also. Das ist ja dann gar nicht die letzte Runde, ne? Dann brauche ich vielleicht doch noch eine Bewegung mehr besser. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Puh, warum nicht? Warum nicht? Aber eine weniger ist auch, komm, ist egal. Ich nehme einfach die hier. Dann kriege ich ein Tier und einen Helden. Und dann geht sie los, die lustige Fahrt. Eins, zwei, leg irgendwo hin. Damit habe ich gerechnet. Ach, ich habe übrigens. Dann wären das zu dreien, ne? Wenn ich den da lasse. Mhm. Jetzt, wieso habe ich denn nur so wenig von den Dingern? Ich hätte gehofft, es ist noch einer mehr. Bumm! Lass mich raten, hier hin. Mhm, ja. Ist, hab ich mir fast gedacht. Dann ziehe ich aus dem Beutel. Obwohl, nee. Das nicht. Ich würde den nicht da lassen. Oh, ist doch okay. Ist aber auch fast egal. Fast, ja. Doch noch wohl drin. Ich hab sie nicht, deswegen müssen die ja drin sein. Also 1, 2, 3. Wie könnt ihr beide im gleichen Feld stehen? Ihr macht interessante Sachen. Also das ist jetzt gemein, dass ihr einfach so einen Friedensvertrag schließt in meinem Rücken. Das finde ich nicht in Ordnung. Sehr lang gezogen. Ich würde sagen, der Einfachheit halber sagen wir einfach so. Der Schwächere muss weichen. Keine Ahnung, wo der. Die Frage ist, hast du da angegriffen? Nee, das ist wahrscheinlich irgendwie. Also ich sehe hier. Ich kann sein, dass man verrutscht war. Habe ich da angegriffen? Ich würde sagen, das ist der einfachste Weg, einen True State des Spiels herzustellen. Ja, oder nicht. So, ich kann gerade nur eine Karte versorgen, so wie ich das gerade mache. Ne? Das ist gar nicht so gut. Eins, zwei. Wie lange steht der da schon? Drei. Oh, wie schnell war der? Ich weiß gar nicht, wieso ich glaube, was ich gerade tue. Da steht er auch schon da, oder? Ja, aber hier nicht. Der ist irgendwie darüber gerutscht. Der muss aus dem Feld hier. Du ziehst ihn darüber und bewegst dann die aber dahin. Ich muss das auch ehrlich sagen. Also der stand eigentlich hier. Na, da eine Bewegung ausgeben und ich hätte es nicht ausgeben dürfen. Das kann sein, das, ja. Lass mich da einfach stehen. Ja, dann hätte ich vielleicht eventuell. Guck mal noch zurück, war das also die Ich habe ja eine Bewegung zu viel ausgegeben dafür. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich da mitgezogen und am Ende hätte ich hier nochmal angreifen können. Weil hättest du dann genug Karten. Also ich würde. Hätte ich ihn nicht darüber gezogen, hätte ich eine Karte verloren, aber ich hätte in der Bewegung, wenn ich da oben marschiert, hätte ich jetzt dann eine mehr gehabt und hätte ihn dann wahrscheinlich da platziert. Also, was, was machen wir dann jetzt damit? Ich habe es einmal zurückgesetzt, dass ihr das ausbaldovern könnt. Kann sich ja auswirken auf mich, wie ihr das entscheidet. Ich warte einfach mal kurz. Das ist richtig, ne? Das war alles so einzeln, ne? Im Endeffekt wahrscheinlich, was dann passiert wäre, das war hier die, mit denen ich hier hochgezogen bin. Genau. Wäre hier noch da und ich hätte aber eine Bewegung mehr, weil ich hier die rübergezogen habe. Genau, um den Versorgungspunkt zu machen. Ja, das heißt, du wärst mit zwei oder dreien rübergegangen. Nee, du wärst nicht mit dem Krieger auf jeden Fall. Den einen Krieger hättest du hier gelassen. Genau, aber jetzt hätte ich dann quasi noch drei, aber eine Bewegung mehr gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich das gemacht. Oder zwei, um es ein bisschen unattraktiver zu machen. Und mehr Optionen mit den Helden in der nächsten Runde zu haben? Das hätte eine gereicht. Und dann hättest du den noch da reingezogen. Vermutlich. Muss ich ja. Ich hätte einen Chip mehr gezogen. Und du hättest einen Chip mehr gezogen. Den Fünfer eigentlich. Wie gut, dass ich jetzt inzwischen gezogen habe. Ich werfe die jetzt nicht wieder für dich rein. Naja, muss man eigentlich. Ja, für euren Fehler kriegt ihr nicht. Du hast jetzt deinen kompletten Zug gesetzt, nachdem du gezogen hast. Dann kommen die natürlich auch wieder rein. Keine Sorge, die ziehe ich sowieso. Nee, die kommen dann schon wieder rein auch. So, das war nicht richtig der Zustand. Ihr musstet noch was richten. Also bitte. Eins. Zwei. Drei. Du musst darüber, ne? Hier rüber. Dann ziehe ich den ersten.
Dann ziehe ich den zweiten. Eins, zwei, drei, vier. Und ich habe noch eine weitere Bewegung. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Schade. Also trotzdem Unsinn. Hätte er Vincent ziehen können und dann. Aber egal. Ja gut, aber da passiert ja ein Spielfehler, wo ihr einen Fehler gemacht habt. Ich habe ja, vielleicht Glück beim Ziehen, dann muss ich ihn wieder reinwerfen. Ist nee. Ja trotzdem einfach für Randy. Genau. Dann gehe ich noch da ein. Dann behalte ich drei Karten. Aber erst kriege ich die Punkte, ne? Das war gut vorher. Zwei. Warte, erst muss ich einen aussuchen. Acht. Zwei, vier, sechs, acht sind 34. Und dann muss ich schon wieder eine Karte abwerfen. Ich kann nach meiner Runde auch schon Siegpunkte zählen. Mhm. Hm, sehr praktisch. Ich kenne den, der ist ja. Ja, wenn man gut steht. Das ist jetzt auch die. Du bist auch einmal dran gleich, ne? Ja. Aber doch, ich könnte sogar hinkommen. Du kannst dir alles nehmen, du hast 6 Reichweite. Du ja auch, oder? Nee. Ich habe immer noch 5. Ich bin auf 3 geschmolzen. Dann nehme ich mir mal die. Mach das jetzt in der letzten Runde, sehr wenig Punkte. Muss ja auch was, das ist wieder ein Krieger. Der steht hier, ne? Mhm. Krieger und Bewegung. Und Punkte. Das ist schon ein bisschen wenig Bewegung. Mhm. Dann geht der da rein. Doch eine andere Karte abwerfen sollen. Egal. Die Frage ist nur, wo darf ich jetzt lang? Ich habe jetzt 2, 4, 6, 8 Bewegungen. Und ich stehe gerade in 1, 2, 3, 4, 5 Gebieten. Immer noch, ey. Das, dadurch machst du auch inzwischen ja 6 Punkte einfach so. Ja. Also mache ich. Also mit jeder Runde wird das ja schlimmer. Das Spiel geht, glaube ich, eine Runde zu lang. Nö, ja, einfach mal die, was er gemacht hat. Du bist so viele Punkte weg. Ja, das hast du aber. Ich glaube trotzdem, nicht, dass er die Punkte einholt, die du gemacht hast. Oder wann er gezogen hat, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was die Verteilung ist von den Dingern. Aber ich habe schon nicht so schlecht gezogen. Das ist auch noch. Ja. Das ist aber das, glaube ich, was dann am Ende das Ausschlaggebende ist, glaube ich. Okay. Weil es ist halt, wenn du in der Regel 3 ziehst, ist die Chance, dass du was Höheres als ein 2 hast, glaube ich, schon ganz gut. Die Frage ist, wie viele von was drin sind. Ob das eine Gleichverteilung ist also oder... Also ich habe 1 hier rein. Dann laufe ich 2 da rein. 1, 2. Dann kommen die weg. Interessant, wenn du da reingehen würdest, könnt ihr nicht hinterherziehen in den Wald. Lauf ich. Dann würdest du halt den Punkt sparen. Da, da rein. Aber du gehst davon aus, dass du sie eh verteilt kriegst dann gleich, ne? Ja. Ich meine, kannst du auch dann. Das geht ja. Dann mal im Grunde laufen. Dann laufe ich. Muss ja nichts mehr versorgen. Man muss nichts mehr versorgen. Hier dahin. Ich Du hast jetzt 4 Kämpfe geführt in der Runde. Dann darf ich 5 dahin. Warte, irgendwas habe ich, muss ich noch abwerfen. Ich muss jetzt hier 1, 2, 3, 4. 1 und 2 davon. Dann darf ich. 2, 3, 4. Also ich habe hiervon gerade einen zu viel. Warte, bevor du was machst. Mhm. Ich habe einen von denen zu viel auf dem Feld. Und ich nehme jetzt mal einfach der Fairness halber den weg, weil es den wegnehmen wäre jetzt natürlich sinnvoll, aber du hast ja inzwischen Bewegung gemacht. Dann laufe ich. Ich hatte trotzdem was Bedürfnis. 6 dahin.
7 dahin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 4, 6, 8. Wobei es jetzt nicht mehr so wichtig ist, alles zu versorgen. Wenn du den mitgezählt hast. Also, aber es ist auch egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, ob du diese Karte da jetzt abwirfst oder nicht, zum Beispiel, ist ja vollkommen. Und dann hätte ich den ja hier mit hinnehmen können. Kommst aber nirgendwo mehr hin damit. Doch, ne? Da. Und ist Gleichstand. Stimmt. Muss ich eine Karte werfen? Ja, aber. Pfui. Ist doch wirklich egal. Wahrscheinlich ist es egal. Das ist wirklich egal. Vor allen Dingen die Karte da. Ich das denn jetzt nicht. Unverschämt. Aus Prinzip jetzt. Kann man dieses Spiel so spielen, dass man jede Runde eine Karte mehr nimmt und nie eine wegwerfen muss? Wieso geht das denn nicht? Tja, geht nicht. So ein Scheiß. Also es geht genau, ne? Es sind genau 8 Krieger. Naja. Also theoretisch kann man am Ende alle Karten haben. Ich hoffe, inzwischen ist nicht mehr so viel drin. Wird schon nicht nur eine 2 gewesen sein. So, jetzt kriegst du. Ich krieg 6 Punkte. Ja. Habe ich auch nur da immer noch 3 Ecken dahinter. Und dann kriegst du nochmal 4 Punkte. Für die Herrschertiere. Genau. Das, davon hat er halt nur 2, ne? Da haben wir immer mit 2, mit 3 ein bisschen mehr Punkte gemacht. Nee, da hast du mehr Punkte gemacht. Hast du auch nur 2? Herrschertiere gerade habe ich nur 2. Hast du auch nur 2, ja. Ich hätte ja auch wieder nur noch 2. Shit. Dann werfe ich den ab. Habe ich auch genommen. Und. Es ist mal unabhängig davon, ob am Ende noch ungefähr knapp an irgendwem vorbeizieht. Ist schon interessant mit. Ich habe ja die ganze Zeit schon deutlich weniger Karten. Ja, und du läufst ja trotzdem noch. Das ist trotzdem ja ungefähr auf dem Niveau. Dann bist du da. Das muss ja auch so sein. Dass du auf so eine Strategie schon spielst und dann erstmal dadurch weniger Punkte machst, mit der knappen Strategie machst du halt so die Punkte, wenn es einigermaßen gut designt ist. Irgendwann zwischendurch geswitcht. Es macht den viel besser. Also es ist auch das viel anstrengendere Spiel. Es ist also gar nicht für die gleichen Leute kann es gedacht sein, das stimmt. Weil das andere ist halt Familie, also Familie in dem Fall wirklich, weil ne, runterspielen, würfeln, gucken, was passiert. Hier ist diese Abwägung. Und hier siehst du halt, was du hast, wenn du diese Kontrolle, die du mehr haben willst, hast. Und das ist ja halt wirklich nur ein bisschen mehr, aber es hat gleich eine krasse Auswirkung. Also das Zufallselement ist, ne, in welcher Reihenfolge wird das aufgedeckt und welche Karte nehmen die anderen Leute weg? Ja, ein bisschen unglücklich, wie das gerade läuft. Insofern schon. Also zum Beispiel, auch hier kannst du nicht genau deine Strategie steuern. Wenn du jetzt so irgendwie denkst, ah, diese Partie hätte ich irgendwie Bock, viele Karten zu versorgen und mich breit aufzustellen. Nee. Du musst halt gucken, was du in den ersten 2-3 Zügen kriegst. Ist ja bei Turfoy Mars auch nicht anders. Aber hier ist es halt so, dass du siehst, was als nächstes kommt, ja, unter anderem. Also du kannst ja in der Regel schon, also zumindest bei 3 Spielern, ja so, wenn du dran bist, weiß ich schon ungefähr, welche Optionen ich habe. Du hast ja auch so viele Karten. Mhm. Hast du auch gemerkt, dass es da 2 Punkte gibt für Karte, wie ich gerade gelesen habe, was ich hier vorhin noch vorgelesen habe. Aber auch wieder vorhin vergessen hatte. Wenn du spielst. Mhm. Ah, dann macht es doch Sinn, also ganz am Ende. Okay, also dann. Dann macht es doch am Ende Sinn, das zu versorgen. Ja. Weil du sagst, ah, okay, jetzt ist zu spät, das kann ich nicht mehr planen. Okay, aber das ist natürlich ein hoher. Das sind eine Menge Punkte, die nochmal drauf kommen. Mal gucken, wie viel ich davon noch habe am Ende. Das, dann ist es doch keine valide Strategie, zwischendurch ein bisschen Karten zu verlieren. Ist ja kacke hier. Gucken wir mal, wie knapp das am Ende ist. Ich hatte eigentlich damit geplant, nicht so viel versorgen zu müssen. Gut, das wäre auch wieder doof, wenn das einfach so ginge. Oder gut, je nachdem. Ich habe ja nur 4 Bewegungen unter anderem. Also ich glaube, das wird schon. Auf mich jetzt! Warum denn das? Das muss ja sein. Aber das bricht mir ja tatsächlich das Genick, ne? Der Abstand ist ja jetzt schon nicht mehr so riesig. Und wenn du dann wirklich 4, 6, 8 Punkte über Karten mehr kriegst, das reicht dann. 2. Hoffen wir es. Das ist dir jetzt ist wieder so. Ach, übrigens. Nee, das habe ich schon erzählt. Ich habe es nur gerade mal nachgelesen. Das wäre uns sonst spätestens bei Wertung aufgefallen. 3. Der macht jetzt aber auch nochmal richtig Punkte. Oh Gott. Ja, zu früh die Luft rausnehmen. Kannst du noch welche rüberziehen? Hm? Kannst du die beiden noch rüberziehen? Das bringt mir ja nicht so viel.
Und der läuft jetzt einfach runter. Ja. Vier. Vier. Nicht da? Fünf. Aber du versorgst gerade 1, 2, 3, 4 Karten, ne? 1, 2, 3, 4. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber jetzt score ich ja erstmal. Noch 5 Punkte da. 2, 4, 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Du hast alle 4 auf. Ich habe mir fehlen da 3 Stück. Und dann muss ich auf einfach 4 abwerfen. Mhm. Oder ne, 3. Ich versorge 4. Du versorgst. Und ist egal welche. 3, 4. Ich behalte. Ja. Guten Morgen, Reweil. Da kann ich dir jetzt zählen. Die kannst du zählen. 8. Score to beat. 1. Das ist noch geheim, vielleicht. Oh, was ist nein, geheim? Das ist ein Anspruch. Du darfst den hier. In welche Richtung soll der verschoben werden? 9. Du darfst hier hin. Mhm. Das ist ja ziemlich boogie. Hast du gerade hier angelaufen? Nee, da wo ich stehe. Ach da, genau. Das ist doch einfach schon halb aus. Oh shit, das hat jetzt aber auch länger gedauert, als wir glaube ich alle gedacht haben. 40 Minuten schon drauf. Also das war eine erste Bewegung. Haben wir das pro Spieler vergessen. Dann mache ich hier die zweite Bewegung. Ja, gut. Hast jetzt aber noch deine große Runde. Und die sind große Reisen nicht. Die habe ich ja für 35, 43. Ja. Ja, schön. Okay. Bisschen lucky. Ich habe noch 3 Bewegungen. Ja, ich habe es vergessen. Das waren schon. Das Problem ist, es lohnt sich gar nicht mehr, groß mehr zu kämpfen. Passt schon. Ich glaube nicht, dass ich da noch. Vielleicht ist noch eine drin. Du hast halt 5 rausgezogen, sagst du. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viele 5 es gibt. Du meinst, also. Ich habe hier, hab hier einen Vierer liegen. Du meinst, und die Wahrscheinlichkeit, ob hier noch ein 5er drin ist, halte ich für relativ viel. Also ich habe 2. Kann halt ja auch die anderen. Ja, Karl hatte 4 wahrscheinlich. Nee, ich habe nur ein oder 2 5er. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe nicht mehr als 2. Oh Gott, ich muss auch noch ein paar Teilen. Du wirst ich muss laufen. Gleich, du kannst wenigstens fahren. Ich muss laufen. Und dann bist du hier wach und dann kannst du schön den Tag starten. Also. Das ist ein bisschen doof. Jetzt geht der morgige Tag so ein bisschen verloren. Das wollte ich eigentlich auch vermeiden. Aber und wir es wie immer. Achso, ja, du filmst. Heute vielleicht nicht filmen, oder? Nicht mehr filmen, aber Schlafensgezeit ist für mich, wenn ich jetzt ganz weg. Also ich habe den mitgenommen, weil dann kann ich einfach noch so machen. Dann vertreibe ich die noch dahin. Vielleicht ist ja noch ein Fünfer drin. Wie viel hast du denn? 5. 1, 2, das war meine dritte Bewegung. Dritte erst. Ja. Dann ist das meine vierte Bewegung. Da kommt mal eine ganz gute Karte. Die sich keiner holen kann. Die hätte ich jetzt mal dann gehabt. Schade. Dann darf 2 behalten, ne? 1. Und dann möchte ich die absichern. Hast du noch 2 Bewegungen? Ja, kann auch eine sein. Ich glaube nur eine. 1, 2, 3, 4. Ich habe insgesamt 5. Ich habe nur eine Bewegung. Ha. Na gut. Glaube ich auch egal. So, naja, ist ja noch dran. Ben ist ja noch dran. Dann kommen die 3 wieder rein. Lohnt sich noch. Und dann bekomme ich 2, 4, 6 Punkte, bin ich da. Und dann, jede Karte gibt wie viele Punkte? 2. 2, 4, 6, 8. Dann ist das, wo ist dein Marker, wo ist dein Runden? Auf 68. Achso, die habe ich auch nicht zugezählt. Oh, keine Angst.
Aber 68. Das solltest du schon hinkriegen. Du hast doch viel mehr davon als ich, oder? Ja, aber keine guten. Viele Zweier. Ich habe nur 6 Stück und du hast einen mehr, okay. Aber nee, ich habe nicht. Also ich habe hier 2 Dreier, ich habe 2 Vierer und ich müsste 2. Nee, ich habe sogar nur einen Fünfer. Also Entschuldigung, du hast besser gezogen als ich. 12, 17, 20, 23. Damit reicht's doch. 23. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich brillant besser 51, hier Glück habe, als du beim Ziehen. Ich darf ihn noch aus den ersten Vieren auswählen. Und dann nehme ich wohl den hier. Du hast halt nur einen Vierer gezogen und dann gleicht sich das darüber aus, ne? Ich hätte schwören können, ich hätte auch einen Zweier. Ja, die Zweier reißen es halt dann im Endeffekt raus. Aber ich habe ja so ungefähr die Verteilung, wie es ist. Wie viele sind das bei dir? Also was hast du gesagt? Das hier sind ja 23, hast du gesagt. Ich habe 25. Also habe ich 2 weniger als du. Ja. Und du hast einen Marker mehr gezogen. Ja. Also haben wir schon fast identisch an Punkten rausgeholt. Mhm. Die 2 mehr durch einen gezogenen mehr. Der Mittelwert von den Dingern ist ja wahrscheinlich 3, wenn die gleich verteilt sind. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obwohl, du hast wahrscheinlich keine 1er drin. Da ist der Mittelwert nicht 3. Falls alles gleich verteilt ist, hat er eine ganze Menge 5er wahrscheinlich. Das wäre 2. Das wäre 3. Also es wird auf jeden Fall ziemlich eng tatsächlich. Also, Ben kann ja überall zwischen hier und hier vermute ich mal wieder landen. Mal gucken. Also, ich gehe einfach mal. Der hat ja auch 1, 2, 3, 4. 1 hier rein, 2 hier rein. Dann kommt die hier weg. Die müssen ja. Und natürlich, letzter Spiel ist auch mal ganz nett. Du weißt jetzt einfach, dass die Sachen da liegen, wo sie liegen. 3 komme ich da rein. Hier gehe ich da rein. Aber einer reicht. Nee, da ziehe ich gar nicht. Hier habe ich auch nicht gezogen. Nee, du musst mit beiden reingehen. Du musst ja mehr haben. Achso, ja. Ich hoffe, das hat sonst aber immer gepasst, genau. Glaube ich. Also gehst du so rein, dann mache ich überraschend. Nee, da habe ich doch gezogen. So. Weil das ja so eine war. Das war jetzt 4, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zwei, vier, sechs, acht, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist mehr gelegen. Da habe ich noch eine Bewegung, darf noch einer reingreifen. Und die eine Bewegung ist eigentlich egal. Ja. Die brauchst du nicht. Nö, verzichte ich. Na, was hast du noch gezogen? Hast du noch eine 5 gezogen? Ja. Es war noch mindestens eine 4 drin. Da versorge ich alles. Wie viele 5 hast du? Und das war's. Einige wahrscheinlich. Hätten mehr sein können. Mann, wie viele Punkte kriegst du? Erstmal kriege ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 3, 8 2 10, 12. Sind 35. 35. Aber jetzt kriegst du ja noch damit. Dann kriege ich hier noch 16. So. Auf 51. 51. Und das war ja genau das, was du hattest, aber du hast ja viel mehr Druck. Und das wird reichen. Das sind 10. Locker wird das reichen. Ich nehme es zurück, er landet da irgendwo. Er geht einfach jetzt einmal um das Brett rum. Das sind 8. Nee, das nicht, weil er kann ja maximal 8 Tokens haben. Das sind 7. Und das sind nochmal 5. Ja. Das ist ja nicht mal knapp. Schade, ich wusste nicht, dass die Karten am Ende Punkte geben. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr dann aufpassen müssen, dass ich halt auch viele Karten halte. Ja, wussten wir ja nicht. Das habe ich aber auch nicht mehr auf dem Schirm. Das habe ich dann noch irgendwie in der Wertung nachgedacht. Ist halt das Problem. Natürlich die Strategie dann auch. Das ist das, was du da machen musst. Weil du hast ja dann die mehr Aktionen, machst dir mehr Sachen und am Ende sind das ja nochmal jede Menge Karten. Also du machst ja auch mehr in den Zügen dann.
Das ist ja klar. Also er hätte ja auch, selbst wenn es jetzt weniger Karten gewesen wären, hätte er ja trotzdem gewonnen. Kannst ja ein paar Punkte abziehen. Andererseits, wenn er zwischendurch auch welche verloren hätte. Und weniger Karten hätte er weniger gemacht. Figuren gehabt und das... Ja, also das befeuert sich schon. Also du willst die Krieger plus Bewegungskarten haben, wenn die da liegen, fertig. Ja. Ja, also das ist dann leider schon ein bisschen eindeutig. Schade. Ja gut, man spielt vielleicht anders, wenn man es anders weiß. Genau. Mit der Kartenauslage, aber kommt halt auch dann, also wenn man auch sagt, die Würfel sind random, hier ist halt die Kartenreihe random. Was mich halt ein bisschen dabei enttäuscht, ist, dass es random ist, weil die ja trotzdem die Karten, wenn es. Ja, aber kennst. Du siehst zum Beispiel am Anfang, die zwei, die ich als Startspieler hatte, war niemand, wo du Kartenreichweite hattest. Genau. Und ich bin eine Zeit lang nicht an die Leute rangekommen. Ja. Was ich halt daran ein bisschen schade finde, ich hatte gedacht, weil das wäre ja eigentlich ein ganz cooler Mechanismus, wenn du so ein bisschen, weißt du, Abwägungen gibst und verschiedene ähnlich wertige Strategien, wo du früher mal das Kartendeck ein bisschen abbaust für bestimmte Sachen. Na gut, aber es war jetzt eine Partie. Das wäre halt schön, aber naja, die Sache ist die, ich bin mir relativ sicher, dass dieses Deck das dann ja macht, weil dieses Deck ersetzt ja Krieger. Ersetzt Krieger? Naja, die Ehre ersetzt dann ein Gebiet. Das haben wir uns auf jeden Fall so erschlossen. Genau, wobei es ja nicht auf all, ich weiß nicht, wie viele ist Karten auf nicht so wahnsinnig auf? Vielen Karten. Genau. Aber das gleicht das ja trotzdem ein bisschen aus. Die Karte versorgt sich ja quasi selbst. Das genau. Macht diese Karte. Und das ist ja bei 8 Karten schon... Schon noch ganz nett, ja. Okay. Also du bist jetzt einmal fast komplett drumherum gerannt in der letzten Runde. Als letzter Spieler ja auch nochmal. Die Netter kann man genau gucken. Ja. Genau, die Punkte hatte ich ja vorher schon. Ich habe jetzt nur einen Fünfer noch am Ende. Aber das ist natürlich eine sehr gute Wertigkeit. Ich fand es lustig, dass ihr beide dachtet, dass ich so viel Glück beim Ziehen habe. Aber es scheint echt alles gleich verteilt drin zu sein, ne? Das sind halt nur 2, 3, 4, 5. Du hast einfach 4 Fünfer rausgezogen, 3 Fünfer. 39 Heldenmarker. Das ist mal gut, wenn sowas da drin steht und nicht die. Kannst du ja hinlegen und siehst es dann, aber ja. Ja, aber es ist ja einfach, wenn du es nachgucken kannst. Das müssten gleich viel. Also ich sehe hier, und wir haben, ne, die Zweien schmeißt halt meistens wieder rein. Ja, also gefällt mir besser als das andere, aber es ist ja auch eine ganz andere. Ja, ein bisschen anders gezeigt. Muss sie trotzdem beide nicht mehr spielen. Nö. Nee, dafür reicht es bei beiden nicht. Also vor allen Dingen nicht, wenn das ein bisschen schade ist. Ja, ich habe halt bei dem das Gefühl, da neigt man auch zur Analyse des Paralyses, ohne dass es nötig ist. Mhm. Das hätte ich jetzt bei First Empires nicht. Ja, du guckst halt so ein bisschen mehr, genau. Das kannst du viel aus dem Bauch ausspielen, weil du weißt, es ist eh egal. Ja. Ich gebe da die Stadt auf, dann kriege ich da eines. Aber Moment. Wenn man ein Spiel mit der Prämisse spielt, ist eh egal, dann ist die Frage, warum spielst du das Spiel? Und nicht was anderes. Ich würde halt beide in so ein, als Spiele Area Control ungefähr eine Stunde maximal. Mhm. Wir sagen, was spiele ich dann da in dem Rahmen, wenn ich wirklich. Gehirn ausschalten will, spiele ich sowas wie Fest Empires, wenn ich das auf dem Level. Gut, dass will. Du fragst. Ich verstehe. Aber ich verstehe, wenn du. Würde ich wenn du wirklich das Gehirn ausschalten willst, dann legst du doch keins von den beiden auf den Tisch. Zum Gehirn ausschalten ist doch Fest Empires auch schon wieder zu viel zwischendurch. Nein, mit den Würfeln und dann zuordnen. So ja, aber dazu brauchst du nicht Fest. Also ganz Gehirn ausschalten mache ich sowieso nie, weil das finde ich dann belanglos. Das ist dann sowas wie Quickity Pickity. Das ist es ja. Also das heißt, wenn ich runterfahre, dann spiele ich, spiel ich eh sowas wie Fist Empires aus dem Bauch raus. Das spielen wir jetzt aber nicht mehr. Nein. Das nee. Steht auch 90 Minuten drauf. Aber das auch noch das haben wir einmal gespielt mit Georg, der keinen Bock hatte, das nur auf den Plan geschmissen hat und am Ende hat er zufällig gewonnen. Und die freuen sich ja auch. Ja, aber wenn du Area Control Tag machen willst, dann kann man da wirklich auch mal die guten Sachen spielen. Da habe ich immer gedacht, das wären. Ich habe immer gedacht, also das ist wirklich uralt, das ist kein. Ich weiß schon. Aber ich habe immer gedacht, das wäre so eine Art Spin-off zu Rising Sun, weil es einfach so identisch aussieht. Ja, wie alle ja von Area Control Spiele. Außer Shogun, die das basiert halt ja auf Legends of the Five Rings. Nee, aber wenn du es dir anguckst, die Marker da drin und so weiter und die verschiedenen Clans, also in meiner Erinnerung ist das, dass es die identische Ikonografie verwendet. Welches Jahr ist denn das? 2017. Ist Jahre. Nicht. Komm mal vorzeigen, das gestern. Die Brettspiel-Geeks sind da, glaube ich, Fans von. Von Kampf um Rokugan? Ja. Das kann sein. Wir sollten vielleicht mal erstmal Tschüss sagen, bevor wir weiter so rumlaufen und so. Wir sind ja noch theoretisch auf Sendung. Wir sind ja, das ist auf Dottoch, der ist gerade irgendwie auch online gekommen. Aufgestanden, ja, wahrscheinlich. Ja, guten Morgen. Ich bin aufgestanden. Guten Morgen. Herr Weil. Wer da bereit? R. Weil. Ja. Deswegen habe ich Herr Weil gesagt. Ach, es ist so, wenn das noch geklappt hat, ich habe halt auch hier den Eindruck, dass es dann sehr auf, es ist klar, welche Karten du nimmst, weil sie zur besten Strategie führen, wenn du die Gelegenheit hast, führst, was es halt insgesamt entwertet. Es wäre schön gewesen, wenn das verschiedene Strategien zulassen wäre, wäre das ein nettes kleines Ding. Das weiß man ja aber nicht, würde ich sagen. Aber ist die Karte, ich meine 16 Punkte in einem Spiel, bei dem, das ist schon, das ist ja mehr als 10% der Punkte. Ja. Allein über die Karten, die dann da liegen hast. Gesagt, plus, dass du ja mehr machst. Auf dem Überlegungslevel für Area Control würde ich dann andere Sachen spielen. Ja, was denn? Die da? Ride Borrow zum Beispiel.
Brian Boru ist ein Stichspiel, das ist anders. Brian Boru ist kein Area Control Spiel in dem Sinne. Aber das ist ja auch kein, ist ja eher Area Majority. Hier verschiebt sich das ja ständig, wer wo reingeht und so weiter. Bei Brian Boru willst du diese Dinger kontrollieren zu bestimmten Zeitpunkten, ja, wegen dem Scoring, wenn das erreicht wird. Aber das ist ein ganz anderes Spielgefühl bei Brian Boru. Ja, besser. Ja, das schreite ich gar nicht ab. Das ist auf jeden Fall für mich das bessere Spiel, aber ich finde es sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt mal wieder ein Familien-Seite-Scanner Area Control von Eric M. Vogel angeboten bekommen, wissen wir gleich, wie es läuft. Oh, lass mal. Ja, zum lass mal. Also das hier ist ja lustigerweise halt schon deutlich besser, aber es sitzt auch zwischen den Stühlen, das stimmt schon. Weil es dann für mehr Nachdenken, du bist ja schon hart an der Grenze zu Spielen, die noch ein bisschen mehr von dir wollen, dann aber auch deutlich besser sind. Also ein Cthulhu Wars dauert viel länger, ist aber nicht das ist wahnsinnig viel kompliziert. Also schon klar mit den ganzen Sachen. Aber es ist dann auch gleich viel belohnender und du spielst an dem Ding ja schon, na gut, eine Stunde wird es nachher gehen, wenn du es weißt. 40 Minuten. Naja, und es steuert dich dann halt schon noch sehr. Du hast vielleicht das pro Spieler vergessen. Das ist halt, wenn sie so, wenn du das denkst mit dieser Cutman-Folge, ist ja auch eine Lüge mit 40 Minuten. Ja, und das ist halt auch wieder so ein Spiel, das ist ja auch nicht schlecht, aber halt auch nicht gut genug, um jetzt... Also das kann man sich schon holen, wenn du das hast, aber dann ist halt die Frage, warum hast du dir nichts anderes geholt? Bei sowas fehlt halt, also es könnte jetzt natürlich noch sein, aber so vom ersten Eindruck her, es fehlt, dass die nicht genug dann ausbalanciert sind, Zufallselemente hin oder her. Wenn es verschiedene Strategien gibt, die du versuchen kannst zu fahren, dann hast du auch gleichzeitig das Zufallselement nochmal reduziert, weil verschiedene Karten dir verschiedene Möglichkeiten geben, anstatt die Karte wäre besser gewesen. Ja, gut, kannst du ja vielleicht. Kann sein. Wir haben jetzt eine Partie gespielt, da würde ich das auch noch nicht so durchüberanalysieren und sagen, das ist immer die beste Strategie. Weil wenn alle das wissen, dann nehmen sich natürlich alle gleichmäßig die Karten, die sind natürlich nicht immer da. Dann genau, musst du halt und dann hast du wieder das Element, dass du halt in dem Moment die richtige Karte hast. Nur, also nur weil man damit jetzt gewonnen hat, ist ja nicht automatisch gesagt, dass das ja, immer die beste Strategie ist. Ja, aber ich darf ja trotzdem den möglichen Einsatz haben. Das machen, was du möchtest, aber. Genau. Wenn das die Leute zulassen, ist ja immer das, wenn man so Auslagen hat. Genau. Ich war halt ein bisschen gespannt, ob Krieger mit Bewegungskombinationen häufig haben, um die Karten versorgen zu können, ne? Um dann viel Aktion zu haben, ob das stärker ist oder nicht. Und ich hatte halt das Gefühl, es wäre das nicht, hatte lange keine bis die Kartenpunkte-Regel noch dazu kam. Also die Sache ist halt bei den Anführern, du bist ja trotzdem immer auf den einen Token beschränkt. Also auch wenn du 4 nimmst. Und da ist halt dann auch wieder das Glückselement dabei, was du aber nicht so schlimm vorkommt, wie zum Beispiel bei First Empires, weil du siehst es ja nicht. Du meinst das mit diesen Token hier. Das, ne, das hat diese Mitigierung, du versuchst mehrere Kämpfe mit dem Helden zu führen, weil wenn hier eine Gleichverteilung in dem Beutel drin ist, wenn du 3 oder so ziehst, ist ja... auch die Frage, schaust du die dir alle erst Chance 1 zu 6. Oder schaust du deine eigene Marke, wenn du schon einen hast? Du musst dir die angucken, weil du suchst es ja aus, also, welchen du behältst. Das ist halt so was Typisches, dass du sagst, okay, ich ziehe den ersten, hab den 5, okay, musst du mal weitermachen, die Runde. Ja, müsstest du nicht, und du willst ja trotzdem den anderen irgendwie ein bisschen von der Platte fegen, dass der wieder Bewegung ausgeben muss, um so viel auszubringen. Aber der kann auch leichter kämpfen. Will? Du kannst leichter kämpfen, wenn es zusammengepfercht wurde. Du musst dich dann kämpfen. Wieder leichter bewegen. Du musst auch teilweise, wenn du irgendwo einen abschließt und denkst, um den kümmere ich mich nicht, dass ich den mal stehen, wenn du den erstmal wieder hinbewegen musst, ist auch schon doof. Das hat mich ein, zwei Mal genervt. Ich habe es irgendwie trotzdem hinbekommen, aber es war auch mir zu voll. Ich unterwegs. Oh, nee, sieh dir die Marke an, aber zeige sie an. Spiel nicht und lege die Marke verdecken in deine Königsmarke. Du musst. Sonst ist das mit mehrere Marker ziehen, aber nur ein behalten, ja, Kokolores. Das ist ja dann falsche Zufälligkeit, weil ob das im Beutel ist oder da, wenn ich nicht gucken darf, den ich da hinlege, ist vollkommen gut. Na gut, du suchst ja im Endeffekt während der Runde, bis du halt deinen 5-Punkte-Marker hast. Dann musst du dich mit den Helden nicht mehr verbinden. Wenn du einen 5-Punkte-Marker ziehst, dann brauchst du nicht weiterkämpfen. Genau, und das weißt du ja nicht, wenn du sagst, okay, ich muss 3 ziehen und dann erst schauen. Ach, das meinst du, währenddessen? Ja. Das war ja gerade auch immer noch nicht eindeutig. Doch, habe ich. Schau sie dir an, zeig sie mir nicht an einen Mitspieler. Das habe ich ziemlich einfach. Achso, in dem Moment des Ziehens, nicht in dem Moment, bevor du es wieder wegkriegst. Okay. Das war bei dir. Und das hier ist irgendwie zu klar. Haben wir noch so eine. So, ich geh doch rein. Es waren halt alle Figuren einzeln verpackt, alle Figuren an, deswegen sind die Beute nicht alle gleich groß. Schön, vielen Dank, dass wir das gespielt haben. Ich hab auch schon mehr Spiel. Blick halt was noch an Error Control Stunde. Brian Boru ist mir jetzt eingefallen, aber. Ja, Brian Boru ist aber ja schon irgendwie ein Spiel, das die Stichmechanik, also das reizt ja über seine Stichspielmechanik dann am Ende des Tages und dass du kriegst was von der Karte, wenn du den Stich nicht gewinnst und so weiter. Das ist ja eine ganz andere Verteilung. Das ist übrigens auch ein Flurspiel. Brian Boru? Ja. Der liegt noch nicht im Flur, aber. Warum ist das Fenster offen? Du hast es vorhin aufgemacht. Nee, ich hatte das und das habe ich mir zugemacht.
weil das nicht so ein dringendes Flurspiel ist. Erstmal habe ich im Flurspiel die, wo ich nicht ganz so viel Potenzial sehe, das nicht auch damit der Arbeitspart durch ist. Und dann kommt der Teil, wo ich denke, es könnte spaßig werden, so Scarface oder Black Rose Wars oder Brian Boru. Aber dann ist halt der ganze, sag ich mal, nicht unsere Zielgruppe Spielestapel hoffentlich leer. Wenn ich mal Zeit habe. Weiß ich nicht, auf meiner besten Liste? Welches? Brian Boru im Jahres. Bei dir? Du hast es mal in deinen Top 100 gehabt, weit hinten. Ja, stimmt. Du hattest es. Ja, da hat es doch alle Aufmerksamkeit bekommen. Die es braucht. So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Frühaufsteher, ihr 8. Wahrscheinlich schlafen 7 davon und einer ist gerade unter der Dusche. Wir gehen jetzt ins Bett, weil ich muss mich an meinen normalen Tagesrhythmus halten. Was die beiden Herrschaften machen, weiß ich nicht. Und genießt den schönen Vatertag, wie man so schön sagt. Wohl nicht so viel. Das ist die Himmelfahrt. Ich hatte nur geplant, mein Fahrrad zu reparieren. Und unser Bollerwagen wartet draußen. Wir gehen dann halt ein bisschen später los. Ja. Und und mein Nachbar hat ein großes Gartenlauschsofa verschenkt. Und da muss ich die Polster färben, damit man die Stockflecken nicht mehr sieht. Also, macht es gut, bis bald. Tschüss. Was sind Stockflecken nochmal? Dass diese Punkte, diese Schimmelflecken. Also. Es ist verschimmelt in eurer Rolle. Nee, es ist, nennt man Stockflecken, ist nicht ganz so schlimm wie Schimmel. Also. Aber so leichte Feuchtigkeit schieben. Aber gut, kostenlos. Kann man so.